Es ist der 21. Juni 2018 und meine Kollegin auf dem Weg zum Büro sagte heute im Regen, ah, Sommeranfang, es regnet, wunderbar, also ein Tag, wo jetzt tatsächlich mal der Sommer anfängt, wobei gefühlt ist der Sommer ja schon ein paar Tage da. Wir haben schon, also ich jedenfalls in diesem Sommer einiges geschwitzt und ich frage einfach mal meine Mitsendegärtner, ob sie dieses Jahr auch schon so viel geschwitzt haben. Lieber Lars, hast du dieses Jahr auch schon geschwitzt? Ja, das kann man wohl sagen. Hallo allerseits. Hallo und herzlich willkommen. Sebastian, wie geht es dir mit beim Thema Schwitzen? Ja, also die Tage jetzt nicht so, aber davor der Mai war schon sehr warm, das stimmt. Das war schon so ein vorgezogener Sommer. Irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander. Der Winter war irgendwie bitterkalt und lang, aber dann ist es irgendwie von jetzt auf gleich warm geworden und lange. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, es ist hier ungefähr 30 Grad, wo ich sitze. Aber gut, egal. Wir haben heute eine Sendung, wo wir im Vorfeld nicht so genau wussten, also genauer gesagt, ich wusste nicht so ganz genau, ob ich den Termin eigentlich halten kann und war da etwa so auf Vorsicht gegangen und habe nicht mich in erster Linie um einen Gast bemüht, sondern ich habe aus dem Vollen, sozusagen, was wir haben, geschöpft, nämlich den Lars angesprochen, ob er uns von seiner Baikonur-Reise erzählt. Für den Fall, es hätte jetzt kurzfristig abgesagt werden müssen, hätten wir da zumindest das sozusagen intern regeln können. Und Lars hat natürlich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich den Sponsor dieser Reise gefragt, ob er uns vielleicht möglicherweise einen kleinen Hintergrund-Einspieler macht, so ein paar Grüße spricht. Hat er gesagt, mache ich gerne. Und dann haben wir festgestellt, ach, warum eigentlich? Warum kommst du nicht als Gast in die Sendung? Und wir haben es gemacht. Ich begrüße ganz herzlich Pablo. Hallo, guten Abend, Pablo. Hallo Martin, es ist mir eine Freude. Super. Ja, das ist ein Räderspiel für spontane Aktion. Das haben wir ja gerade im Vorgeplänkel auch schon gesagt. Also die Menschen, die uns im Stream verfolgen, werden das wahrscheinlich schon gehört haben. Du bist dankenswerterweise einfach so hier hineingehüpft, weil du offenbar Spaß am Podcasting gefunden hast durch diese Aktion mit dem Lars zusammen. Ja, absolut. Ich hatte auf Twitter die Tage schon geschrieben, dass mich wohl der Podcast-Virus infiziert hat. Ich hatte ja irgendwie über die letzten Jahre schon zweimal die Gelegenheit, Gast in Podcasts zu sein, aber das war immer so, ja, irgendwie, man eben eher so der Gast auf der Gartenbank und nicht und eben nicht selbst mittendrin. Und das war jetzt mit auf Distanz groß Baikonur ganz anders, irgendwie mit Lars und später dann auch mit Peter jeden Abend zu produzieren. Das hat mich doch ziemlich in die Sache reingezogen und dann habe ich mir entsprechende Hardware zum Teil gekauft, zum Teil geliehen. Und ja, als du dann fragtest, ob ich das aufnehmen kann, meinte ich, ich bin gut ausgestattet. Und dann war ja so das Nächste, ja, dann komm doch gleich dazu. Na gut, hier bin ich. Ja, und ich habe noch gedacht, das könnte für dich ein schöner Test sein, ein Testfall für deine neue Hardware, deine geliehene und gekaufte. Und dabei habt ihr gestern schon getestet. Also eigentlich ist das jetzt schon gar nicht mehr notwendig. Aber dann habt ihr zumindest eure Premiere ja auch schon hinter euch, sozusagen. Ja, die Hardware hat gestern tatsächlich ein bisschen Probleme gemacht. Insofern kommt mir das ganz entgegen, dass wir heute nochmal mit leicht modifizierter Ausstattung das Ganze nochmal wiederholen. Und bisher sieht es tatsächlich so aus, als wären die Probleme von gestern für den Moment überwunden. Also es fügt sich eins zum anderen, als müsste es so sein. Wunderbar. Die gute Sitte im Sendegarten ist aber, dass wir zunächst einmal einen Blick zurückwerfen und schauen mal auf das, was die letzte Sendung, Ausgabe sozusagen erzeugt hat. Es war zu Gast der Sascha Erler. Bitte? War ein, ja. Sebastian? Ja. Haben wir Sebastian schon begrüßt oder habe ich das jetzt in meinem Kopf übersprungen? Doch. Hatten wir? Gut, doch. Alles klar. Ja. Genau. Ich bin auch müde. Ich habe an meinen Fingern abgezählt. Ich habe sie okay. Alle, glaube ich. Alles klar. Aber gut, dass du aufpasst. Ich muss weg. Nein. Nein, ja immer, bleib hier. Lars hat eine sehr anstrengende Reise hinter sich. Ich glaube, also. Es läuft ja zurzeit die Fußball-WM da in diesem Land im Osten und man hat ja festgestellt, dass der Videoschiedsrichter doch funktioniert, weil er einfach nochmal drauf guckt, was die anderen so machen. Und Lars, du bist sozusagen unser Audioschiedsrichter. Das ist doch super. Was wollen wir denn mehr? Meine Güte.
Kommen die alle auf mich zu und wollen mich verkloppen. Oh nein, was eine Assoziation. Wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, genau. Also neue Ernte. Wo du es gerade sagst, ach, dann machen wir das doch mal. Ah ja. Ich spiele noch nicht so lange auf der Position. Aber dafür machst du es, also du hinterlässt Eindruck, sagen wir mal so. Heute machen wir mal die Technik ein bisschen anders. Die Einspieler kommen von einer anderen Stelle und ich finde, so präsent und im Stereophon habe ich sie selten gehört. Bei mir kommt das irgendwie anders raus. Keine Ahnung, wie du das da machst. Super. Also, wir sind bei der neuen Ernte, gucken kurz zurück auf die Sendung von der letzte Sendung, da war der Sascha Erler ja zu Besuch und wir haben ganz viel über Feuerwehr gesprochen, unter anderem aber eben auch über Babylon 5 und das und die BabCon, also das ist die Convention, die dort gemacht wird, also wer sich für so Themen Science Fiction und so weiter interessiert, der sei vielleicht da auch nochmal drauf hingewiesen, auf die Aktionen, die da im Podcast Imperium von Sascha Erler gemacht werden. Und er hat uns zurückgemeldet, als ich die Veröffentlichung gemacht habe, geiler Sendungstitel. Ich habe nämlich die Folge nach dem Gewächshaus auf Babylon 5 oder dem Teil der Station, der sich irgendwie ganz viel mit Pflanzen beschäftigt oder so zu tun hat. Ja, der Sascha wird jetzt wieder schimpfen. Was stammel ich hier so rum? Der nennt sich nämlich Green Sector und dann habe ich gesagt, oh, das ist doch ein schöner Titel, nämlich den. Und er schreibt, geiler Sendungstitel. Ich hätte ja aufgrund des Feuerwehr-Contents auf Brennnessel getippt. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Die Brennnessel, super. So, dann haben wir eine Zuschrift bekommen vom Arnim, dessen Namen ich inzwischen zuverlässig richtig auszusprechen schaffe. Er hat sich beklagt darüber, dass der Spreewalderler, also der Sascha, in seiner Beschreibung seiner Technik so viel über das Podcasten mit Linux vorweggenommen hat. Nämlich er sagt, das ist doch das Thema, was ich gerne beim Podstock in einem Workshop machen möchte. Und da hat er mir fast meinen Vortrag weggenommen. Mehr im Spaß natürlich. Also wer, um da jetzt anzuknüpfen, wer vielleicht über Podcasts mit Linux und Linux noch mehr erfahren möchte als das, was der Sascha erzählt hat und was vielleicht der Johannes im Sendegate dazu geschrieben hat, der ist vielleicht bei Podstock beim Arnim ganz gut aufgehoben. Und dann hat uns noch der Sascha, unser treuester Hörer, ein Foto geschickt, nämlich von seiner Knoppix-CD. Wir sprachen ja über Knoppers Linux, also Knoppix, diese wunderbare Linux-Version, die man auf CD bekommen hat und die einfach in einen Rechner geschoben hat und dann hat das Ding mit Linux gebootet, egal was vorher da drauf gewesen ist. Man konnte da so mal reinschnuppern, ob einem das gefällt, gleich von da aus auch installieren. Das war ein sehr, sehr hübscher Service. Bin mir gar nicht sicher, ob es den noch gibt oder nicht. Muss ich gerade überfragen. Und ja, guck mal, gibt's noch. Und Sascha hat in seine Schubladen geschaut und sagt, ich bin immer wieder erstaunt, was ich noch im Archiv habe und hat uns ein schönes Foto davon geschickt. Herzlichen Dank an alle, die Beiträge geliefert haben. Ansonsten habe ich nichts mehr gehört. Frag nochmal in die Runde. Lars, hast du noch irgendwas gehört zu der Ausgabe? Nee. Ich habe da nichts weiter gehört. Du warst auch mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist mir. Ich habe es aber natürlich wohl verfolgt. Okay. Ja, du warst ja an dem Abend sogar da. Ach, das ist ja, also im Chat, das war ja total schräg irgendwie. Ja, kurz super. Eben, während die Datensicherung lief, ja. Sebastian, hast du noch irgendwas mitbekommen? Nee, bis auf das, was du gefunden hast, nichts. Okay. Dann schließen wir hiermit das Feedback, die neue Ernte ab und dann kommen wir auf die Gartenbank, wo eben heute ein Thema und ein Gast auf uns wartet. Ah. Ah.
Und ich möchte mit einem kleinen Audioschnipsel beginnen. Ihr dürft mal raten, wer das sein könnte. Wenn Sie sich eine Sache merken wollen, dann bitte die, dass man manchmal ja, seinen Träumen eine Chance geben muss, damit man sie verwirklichen kann. So oft ist es im Leben so, dass man denkt so, ach, das probiere ich gar nicht, das ist eh viel zu unwahrscheinlich. Wenn ich das getan hätte, dann wäre ich jetzt nicht Astronaut, weil es war wirklich sehr unwahrscheinlich, dass ich Astronaut geworden wäre. Und viel hätte dazwischen kommen können, viele Entscheidungen hätte ich treffen können, vielleicht aus ökonomischen Gründen zu sagen, ach, dann mache ich doch lieber BWL, weil es sich besser, also nichts gegen BWL, aber es sind... Das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Ich habe wirklich nichts gegen BWL, aber meine Natur war es nicht. Ich war schon immer jemand, der von Wissenschaft und Technik fasziniert war. Und ich hatte das Glück, dass mir das niemand ausreden wollte. Ich sehe aber jede Menge Leute um mich rum, bei denen das ja so ein bisschen versucht wird, dass sie gesagt bekommen, ach nee, mach lieber was Anständiges, mach nicht jetzt diese Wissenschaft, weil das lohnt sich nicht, mach lieber was, was besser bezahlt wird und so weiter. Nee, macht das nicht. Macht das, woran ihr glaubt, was euch Spaß macht, weil dann seid ihr automatisch gut da drin. Und das ist die beste Voraussetzung, mal an so einem Projekt mitzumachen, als Wissenschaftler, als Ingenieur oder als Astronaut oder Astronautin. Und deswegen finde ich, das ist das Allerwichtigste, dass man seinen Träumen mindestens einmal eine Chance gibt. Vielen Dank. Ja, seinen Träumen mindestens einmal eine Chance geben. Das war natürlich Alexander Gerst. Er hat zwischen seinen zwei Aufenthalten im Weltall mal ganz kurz Station an der Universität Stuttgart gemacht und hat Studierenden dort von seinem Aufenthalt, seinem ersten Aufenthalt erzählt. Und diese Ermutigung, seinen eigenen Träumen nachzuhängen und sie nicht aufzugeben, auch wenn sie vielleicht unrealistisch erscheinen, wenn man aber genau, wenn man sie verfolgt, dann kann man sie doch realisieren. Das fand ich irgendwie so treffend zu dem Projekt, was der Lars angezettelt hat, nämlich die Reise zu einem Raketenstart in die kasachische Steppe, mitten ins Nirgendwo. Lars, war das so ein Moment, war das so ein für dich etwas, wo du sagst, das probiere ich, auch wenn ich das Gefühl habe, eigentlich gibt es mehr Gründe, die dagegen sprechen, als dafür? Ich war ja schon mal, bevor ich Sendegarten-Team Teammitglied war, war ich ja mal Gast und habe, glaube ich, eine bestimmte Geschichte erzählt, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt einfach probieren, was letztendlich vielleicht irgendwann dazu geführt hat, dass ich jetzt eben auch einen Podcast mache und so. Das war ein ganz ähnlicher Moment. Ich war bei einer Veranstaltung gewesen für einen Satellitenstart, für einen Sentinel-Satelliten. Und die Teilnehmer dieser Veranstaltung, die haben sich so in einer Facebook-Gruppe so ein bisschen lose organisiert. Und da kam so ein bisschen flapsig die Sache, so, ja, der Start ist jetzt vorbei, was machen wir denn jetzt? Und da fiel dann ein Name und dass eben diese Person eine Reise nach Baikonur organisieren würde. Und ich hatte nur diesen Vornamen gesehen und habe gedacht, oh, okay, den kenne ich, glaube ich, von Twitter und hatte dann nachgefragt. Und als ich das gesehen habe, war so ein Moment, das muss ich versuchen. Also das wiederholte sich da irgendwie, wobei da eben die Hürden, insbesondere finanziellen Hürden, drastisch größer waren. Und das war also, dieses Projekt war deutlich wackeliger, als mit dem Podcasten anzufangen, zumindest so am Anfang in meinem Kopf. Hattest du denn eine Stimme oder mehrere, die eher gesagt haben, ach nee, komm, lohnt sich ja doch nicht? Also so diese Entmutigung, Stimmen, gab es die auch? In meinem Kopf oder in meinem Umfeld? In deinem Kopf erstmal, was ist in dir passiert? Nein. Du hast dran geglaubt. Also, ich habe nicht unbedingt dran geglaubt, dass es funktionieren würde, aber ich habe dran geglaubt, dass ich es versuchen muss. Also gezweifelt habe ich ohne Ende über etliche Monate. Das war ja schon letzten Herbst, als das angefangen ist, dass ich davon erfahren habe. Und ja, es war aber wichtig genug, es immer weiter zu versuchen, auch wenn ich zwischendurch wirklich gezweifelt habe, dass das klappen kann. Mhm.
Jetzt ist die BWL gerade so ein bisschen schlecht weggekommen. Pablo, würdest du dich als BWLer bezeichnen? Bist du gerade etwas getroffen von den Worten von Alexander Gerst? Nein, gar nicht. Also im Gegenteil, wenn man mir unterstellen würde, ich sei BWLer, das würde mich viel mehr treffen. Ich sehe mich als einen sehr naturwissenschaftlich und technisch interessierten Menschen und ich habe meist die Erfahrung gemacht, dass das eher ein Widerspruch ist. Also entweder interessieren die Leute sich für so, also für mich ist BWL so eine Meta-Geschichte. Es geht halt nicht mehr um die Sache, sondern es geht am Ende nur noch um die Zahlen oder primär um die Zahlen und das finde ich, dafür ist das Leben viel, also das ist nicht das, was mein Leben ausmacht und das ist nicht das, was mich antreibt. Aber als Geschäftsmann, der du ja bist, Firmenchef, bist du doch gezwungen, dich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Da würde ich ja jetzt denken, da kommt so ein automatischer Blick auf dieses, wie machen wir es und nicht warum machen wir es und was machen wir, sondern diese Metaebene des Kaufen, Verkaufens, Waren produzieren oder an Dienstleistungen anbieten oder was auch immer. Dass es sich von der Sache so ein bisschen abhebt. Das kannst du aber vermeiden. Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man immer also sich selber entscheiden, was der eigentliche Zweck ist und was das Mittel zum Zweck. Und bei mir ist das Kaufmännische ermöglicht mir, technisch spannende und anspruchsvolle Projekte zu machen, weil wir leben in einer Marktwirtschaft. Ohne Geld geht's nicht. Und wenn man eben Geld bewegt, dann gehören da auch kaufmännische Fragen dazu. Aber ich mache das, um technisch coole, anspruchsvolle Projekte realisieren zu können, um hier inzwischen ein Team von 30 Leuten zu haben, mit denen ich gemeinsam Dinge umsetzen kann, die unseren Kunden, aber auch teilweise mir selbst und meinen Leuten durch den Kopf gehen. Insofern sind für mich die Finanzen mehr ein Hilfsmittel, eine Hilfstechnik, ja, so wie die Mathematik die Hilfswissenschaft der Naturwissenschaften ist, ist für mich die Betriebswirtschaft ein Hilfsmittel, um dieses Ökosystem Bewuta am Laufen zu halten und ja, es ist so das Betriebssystem, die Bewuta ist das Betriebssystem für coole Projekte und in dieses Betriebssystem gehört halt auch eine Buchhaltung, aber das ist es dann auch. Gerade so, wenn wir aus unserer Hobby-Podcaster-Perspektive so in die Welt schauen, dann machen wir das ja aus großem Idealismus und wenn dann sowas wie Monetarisierung ins Spiel kommt, dann schlucken ja schon viele und dann, ja, das wollen wir eigentlich nicht und Geld verdienen, das ist ja irgendwie, also das wird schon manchmal eher so negativ betrachtet, dass man etwas tut, um Geld zu verdienen, scheint mit einem gewissen Makel belegt zu sein. In dieser Diskussion, natürlich ist es in anderen Diskussionen selbstverständlich, erlebst du manchmal in Diskussionen mit Menschen, die vielleicht so ein bisschen idealistisch angehaucht sind, die vielleicht sogar sagen, ja, nee, Marktwirtschaft oder Kapitalismus ist böse, dass du selber Schwierigkeiten hast, Positionen nachzuvollziehen oder kannst du auch Kritiker des, sag's mal so, des Geldverdienens, des kapitalistischen Dings verstehen? Total. Also ich sehe mich selber gar nicht als überhaupt nicht als Kapitalist. Ich sehe mich als irgendwie, mich und mein Unternehmen, wir agieren halt innerhalb einer Marktwirtschaft, aber das bedeutet für mich nicht, also Unternehmer in der Marktwirtschaft zu sein, heißt nicht irgendwie Kapitalist zu sein, für mich zumindest. Wie gesagt, das ist das Unternehmen und das Geldverdienen ist halt die Voraussetzung, um bestimmte Dinge tun zu können, weil ich habe nicht das Gefühl, halt die Gesellschaftsordnung hier ändern zu können, also uns irgendwie von der Marktwirtschaft wegzubringen, das glaube ich, wird nicht in meinen Möglichkeiten liegen, aber ich kann halt innerhalb der Marktwirtschaft ein Stück weit meine Welt selber gestalten. Ich habe es eher umgekehrt, dass sich Leute wundern, dass ich mein Unternehmen nicht mehr auf Profitabilität trimme. In unserer Branche ist es recht beliebt, Mitarbeiter auszuleihen. Das ist relativ risikolos und hochprofitabel. Das ist aber was wir nicht machen. Oder nur in sehr, sehr geringem Umfang machen. Im Moment ist einer von 30 Leuten arbeitet im Moment im Geheiß anderer Menschen. Und ich sage immer, ich würde halt auch nicht meine Schwester verleihen. Und so verleihe ich halt auch nicht mein Team, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Also das sind so Dinge, wie gesagt, Profitabilität, also wir müssen mindestens irgendwie eine schwarze Null schreiben, weil sonst können wir uns auf Dauer nicht halten, das wäre schlecht.
Aber ansonsten ist das große Geld zu verdienen, ist eben nicht der Fokus. Und in unserer Gesellschaft erlebe ich es eher, dass das kritisch gesehen wird als umgekehrt. Also wir machen ja zum Beispiel sehr viel mit Open Source. Wir betreiben unsere ganze eigene Infrastruktur, unsere Rechner. Das ist alles freie Software. Und würden wir uns eben diesem Windows-Ökosystem da stärker reinbegeben, da gibt es viel stärkere Netzwerkeffekte. Da ist es meiner Erfahrung nach viel einfacher, Geld zu verdienen. Aber das sind Dinge, die tun wir ganz bewusst nicht, weil wir das ist nicht eben nicht unser Weg. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen und unsere eigenen Ideen verwirklichen. Ja, das kann funktionieren. Das kann man, damit kann man natürlich auch irgendwie mal quasi ja leer laufen, dass man sagt, ja, ich habe zwar eine Idee, aber die trägt nicht. Ich muss automatisch, wenn du jetzt so sprichst, an die Manu-Mama denken, weil der Holgi, der hat sich ja mal eine Zeit lang Sina Trinkwalder, ich habe die ganze Zeit überlegt, mein Gott, wie heißt sie, mit Sina Trinkwalder unterhalten, und die hat ja da in Augsburg, glaube ich, versucht, den Standort für näher rein, also die produzieren, glaube ich, Hosen, also genau weiß ich es nicht mehr. Und Holgi und sie haben länger miteinander geredet, mehrmals auch miteinander geredet, und da hat die Manu Mama also wirklich eine eigene Philosophie des Unternehmertums in die Welt gesetzt, dass sie zum Beispiel sagt, ich bin auch dafür verantwortlich, dass ein Zulieferer, der mir was zuliefert, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anständige Löhne zahlen kann. Und das geht, also sie guckt nicht nur nach dem Preis, vielleicht wahrscheinlich auch, hat nichts zu verschenken, also ne, der Kuchen muss ja reichen für alle, aber sie versucht, glaube ich, so hat sie das jedenfalls dargestellt, eine gewisse Verantwortungsübernahme auch für die Beteiligten, am System beteiligten Personen zu machen. Also jetzt nicht nur so ein Auspressen und Ausnutzen, sondern wirklich das zu tun. Das hat ihr einige Unternehmerpreise eingeheimst, aber ich glaube, wenn sie auf so einem Unternehmertreffen dann ihre Ideen preisgibt, dann sagt man, ach ja, schöne Idealvorstellung, funktioniert aber nicht, würde bei uns nicht gehen oder so. Also hast du diese Art von anderer Wirtschaft zum Beispiel von Manu Mama auch schon mal gehört? Ist das etwas, wo du dich angesprochen fühlst? Verfüllst du eigene Ideale in der Richtung? Das hat keinen besonderen Unterbau. Also ich habe da kein Konzept oder sowas. Also das nicht. Es sind eher Einzelentscheidungen. Also sowas wie Energieeffizienz ist mir wichtig. Mir ist ein Umgang auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern wichtig. Eben, was du angesprochen hast, wie bezahlen zum Beispiel auch Dienstleister. Da haben wir jetzt keine Verträge. Wir versuchen, Dinge auch unbürokratisch zu halten. Aber manche Sachen regeln wir auch anders. Also die meisten Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind wie wir, beschäftigen einen Dienstleister für die Reinigung der Büroräume. Wir haben unsere Reinigungskraft selber angestellt. Insofern weiß ich halt ganz genau, was sie verdient. Und da ist dann eben auch niemand mehr dazwischen, der sie irgendwie vielleicht schlecht behandelt, sondern ich weiß eben ganz genau, wie der Ton ist und was am Ende auf ihrem Konto landet. Und unser Getränkelieferant, da habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, ist halt nicht irgendwie, da gibt es inzwischen so Online-Angebote, wo man Getränke bestellen kann. Bei uns ist das der kleine Getränkehändler zwei Straßen weiter, der uns alle paar Wochen mit Getränken beliefert. Also ich versuche es übersichtlich zu halten. Wir haben nicht sehr viele Dienstleister, wir machen sehr, sehr viel selbst. Wie gesagt, bis zum Putzen der Büros. Das ist halt eine Angestellte der Bewuta. Und wir betreiben unsere Server selber. Also wir kaufen relativ wenig von extern ein. Wir haben über vieles selbst die Kontrolle. Auf der anderen Seite, die Lenovo-Notebooks, die wir zum Beispiel einsetzen, die werden irgendwo in China gefertigt. Und ich glaube, es ist einfach eine Illusion, da irgendwie tatsächlich da irgendwie Kontrolle drüber zu haben oder zu wissen, was da im Detail passiert. Wobei, wenn da jemand eine bessere Idee hat, nachhaltige Notebooks, habe ich sehr ein offenes Ohr, gerne auf mich zukommen. Also da ist längst nicht alles perfekt und es gibt nicht das große Konzept, aber es gibt eigentlich bei jeder Einzelentscheidung den Wunsch, nachhaltig zu agieren. Und nachhaltig heißt halt ökologisch wie auch gesellschaftlich nachhaltig, ja. Was glaubst du, woraus nährt sich dieser Wunsch? Was bringt dich auf diese Idee, diesen möglicherweise
etwas abseitigeren Weg zu gehen, jetzt nicht dem Mainstream-Online-Dienst-Klick irgendwie, der ja so einfach und verführerisch leicht da vor dir liegt, zu folgen? Ich glaube, das ist, hat ganz viel mit Prägung zu tun. Also ich komme aus einem Elternhaus, wo wo so Umwelt, Natur irgendwie immer wichtig war, aber insgesamt Werte. Also ich glaube, es ist tatsächlich meine Mutter, die mir ein sehr solides, also wie ich denke, sehr solides Wertegerüst mitgegeben hat. Und ich versuche die Dinge halt immer zu bewerten. Immer wenn ich etwas tue, überlege ich mir, ist das richtig? Ist das ethisch? Ist das okay, was ich tue? Und es gibt auch immer mal Abwägungen, aber insgesamt versuche ich, das Richtige in Anführungszeichen zu tun. Auch ich bin nur ein Mensch, auch ich mache Fehler, aber der Anspruch ist da und ich glaube, zumindest manchmal gelingt das auch. Es klingt so, als wenn das gar nicht so unmöglich wäre. Also bei mir hat sich, muss ich gestehen, so ein Bild irgendwie breit gemacht, dass ein Firmenchef oder eine Firmenchefin so unter einem ökonomischen Druck steht, dass manche Kröte wirklich geschluckt werden muss, weil einfach das nackte Überleben der Firma daran hängt. Also wenn es wird argumentiert, ich muss hier billige China-Sachen kaufen, die unter fragwürdigen Bedingungen zustande gekommen sind. Ich kann es gar nicht anders machen. Also hier auch Kohlenpott beispielsweise, der Christian, der diskutiert ja auch immer den Einsatz von heimischer Kohle versus gekaufter Kohle, die man dann auch gerne mal Blutkohle nennt, weil da natürlich fragwürdige Produktionsbedingungen mit verbunden sind und so weiter. Aber es wird, also bei mir kommt ganz oft so das Fazit an, ja, es geht nicht anders. Es ist etwas, was sonst würden wir unser System aufgeben müssen. Wir sind diesem Druck irgendwie alternativlos, um dieses tolle Wort zu benutzen, um auch mal auf den Podcast, der genauso heißt, hinzuweisen, ausgeliefert. Das teilst du dann nicht, diese Idee oder diese Sache? Das ist sehr kompliziert und das, was du da gerade beschreibst, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich nicht unbedingt ein Fan der Marktwirtschaft bin, weil wenn wir alles nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten machen, nach kapitalistischen Gesichtspunkten, das optimiert immer auf den kleinsten Preis und erzeugt sehr viel Druck, erzeugt Druck, dass wir viel arbeiten, dass wir möglichst wenig verdienen, dass Software mit schlechter Qualität auf den Markt kommt, weil nur dann ist sie wettbewerbsfähig. Also das ist was mein Eindruck ist, schon ein Stück weit der Marktwirtschaft inhärent ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich ist. Also ich habe das Gefühl, dass sowas vielleicht in Schwellenländern der Druck größer ist oder vielleicht auch in den USA. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in Deutschland insgesamt noch eine relativ gute Situation haben und mehr Spielräume, was sowas betrifft und nicht immer alles bis ins Letzte durchökonomisiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich solche Dinge wie Krankenhäuser und ich frage mich, ob Gesundheitsversorgung nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, was man so hört, völlig überlastete Krankenpfleger und Ärzte, die operieren, weil es Profit bringt und dabei sterben dann Menschen. Also manchmal hat das wirklich absurde Auswüchse. Deswegen, ja, finde ich Marktwirtschaft schon irgendwie schwierig und ich bin froh, in einer Branche zu arbeiten, der es vergleichsweise gut geht. Also ich habe immer so die Perspektive, wenn es ein Geschäft ist, das so gar nicht funktioniert und was nur mit der Ausbeutung der eigenen Leute, also ausschließlich mit der Ausbeutung der eigenen Leute oder Ausbeutung von Menschen in China funktioniert, ich würde eher von Sozialleistungen leben, als dass ich so ein Geschäft betreiben würde. Dann würde ich, also das wäre für mich wäre das nichts. Und ja, also es ist schwer, über andere zu urteilen. Ich kenne andere Branchen zu wenig, wo der Druck vielleicht noch größer ist und die Profitmargen geringer. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bewuter unterm Strich eben auch kein Geld abwirft. Also wir geben die Euros, die wir verdienen, die geben wir auch wieder aus. Für Löhne, für Hardware. Hier vor der Tür steht ein Tesla. Das ist ein sehr teures Spielzeug, aber auch das ist irgendwie ein Stück Zukunft. Und ich finde, auch das gehört irgendwie zu unserem Anspruch, diese Welt
zu verändern. Und wenn es nicht irgendwie ein paar Leute gibt, die sich das leisten, ich glaube, ohne Tesla würden wir nicht gerade auf das Zeitalter der Elektromobilität zusteuern. Zumindest nicht in der Geschwindigkeit, mit der wir es aktuell tun. Also das greift so alles ineinander. Und ich würde einen Unternehmer, der sagt, dass er Leute ausbeuten muss und ethisch fragwürdige Entscheidungen treffen muss, das würde ich immer stark hinterfragen. Also das würde ich nie einfach so hinnehmen. Also das ist, glaube ich, was, ja, das in die Diskussion kann ich nur empfehlen, einzusteigen. Also ich glaube, auch ein Laie, der selber nicht Unternehmer ist, kann versuchen, das zu hinterfragen und sollte so lange bohren, bis der Unternehmer entweder eingesteht, dass das unethisch ist, was er tut, oder er dir erklären konnte, warum es unterm Strich doch die bessere Variante ist, dieses Unternehmen weiter zu betreiben, dass die positiven Effekte überwiegen. Aber ich würde sagen, an der Stelle, wo die negativen Effekte überwiegen, macht dein Laden zu. Hast du denn jetzt nicht das Ziel, so über ein paar Jahre, die du aktiv tätig bist, so viel Geld auf die Seite zu legen, dass du die zweite Lebenshälfte dann davon ein angenehmes Leben ohne jegliche Arbeitsverpflichtung machen musst? Ist das nicht so, also ist das nicht so die Urvision von Menschen, die unternehmerisch tätig werden, dass sie irgendwann sagen, ja, ich mache jetzt 10 Jahre, haue ich richtig rein, und dann kann ich auch die nächsten 20 Jahre oder noch länger habe ich dann gut. Wenn du sagst, ihr verdient eigentlich kein Geld, sondern ihr steckt es ins System zurück, dann haltet ihr es ja nur am Laufen. Für dich fällt ja dann gar nichts ab. Ja, also zum einen, Moment. also mich zur Ruhe zu setzen, dass also Leute, die mit ihrem Berufseinstieg über die Rente nachdenken, ich glaube und denke und hoffe, dass die eher Beamte werden als Unternehmer. Weil als Unternehmer geht es für mich eben nicht um Profitmaximierung oder um besonders früh in Rente zu gehen, sondern es geht für mich darum, Dinge zu unternehmen. Also in Unternehmer steht ganz wesentlich Unternehmen drin, etwas zu tun. Und hier zu sitzen, nur mit der Perspektive, mit dem einzigen Ziel, möglichst bald den wie sagt man, an die Garderobe, also ne, es ist auch wieder aufzuhören. Ich sitze ja hier, um etwas zu tun und nicht um nichts zu tun. Und ich kann mir gut vorstellen, irgendwann in fernerer Zukunft mal mehr in der Welt unterwegs zu sein und mehr von anderen Orten zu arbeiten. Mir schlägt doch immer sehr das Winterwetter aufs Gemüt. Also die Möglichkeit zu haben, im Winter vielleicht etwas mehr Zeit auf der Südhalbkugel oder in der Nähe vom Äquator zu verbringen, das wäre sehr großer Luxus. Aber das würde für mich eigentlich primär bedeuten, dass ich meinen Arbeitsplatz verlagere für diese Zeit und nicht, dass ich nicht arbeite. Und ich habe mir nach 16 Jahren Unternehmer sein mit dem Tesla ja auch schon ein großes Geschenk gemacht. Es ist nicht so, dass ich immer nur für Wasser und Brot, das wäre sicher auch ein falscher Eindruck und nicht ehrlich zu tun, als wäre das, ja, als würde für mich da nichts bei rumkommen. Wobei, das Auto steht allen Mitarbeitern offen, das ist mir auch ganz wichtig. Ohne meine Mannschaft hätte ich mir dieses Fahrzeug nie leisten können und auch einige andere Dinge. Insofern sind solche Sachen wie der Tesla oder auch die Drohne, die Firma besitzt, steht auch immer den Mitarbeitern zur Verfügung, weil sie haben es halt mit mir gemeinsam erwirtschaftet. Das klingt so nach so einer Wir-Idee. Also das ist ja immer schwierig. Also als Chef stehst du in der Verantwortung, du musst Entscheidungen treffen, du musst vielleicht auch irgendwann mal deinem Leiharbeiter sagen, sorry, wir haben keine Aufträge mehr, ich kann dich jetzt im Moment nicht weiter beschäftigen, vielleicht auch mal dem 29. Von den 30 sagen, geht gerade nicht. Also du musst ja vielleicht auch mal sehr unangenehme Entscheidungen treffen. Insofern ist das mit der Verbrüderung ja auch immer so idealistisch eigentlich und kann aus meiner Perspektive gar nicht funktionieren. Aber du siehst trotzdem das Team im Vordergrund. Ja, mir ist das Team total wichtig. Also auf der einen Seite ist es schon so, wir sind jetzt nicht irgendwie ein Kollektiv, wo wir alles gemeinsam entscheiden. Es ist schon, ich finde es schon gut, dass ich am Ende das letzte Wort habe. Also so machtbewusst in Anführungszeichen bin ich dann schon. Aber es gibt
eigentlich nichts, was ich nicht mit dem gesamten Team oder einzelnen Personen oder kleineren Gruppen diskutiere. Es gibt quasi keine Entscheidung, die ich für mich in meinem Kämmerlein treffe. Und es ist auch, ich kann mich nicht erinnern, dass es basierend darauf eine Buster-Entscheidung meinerseits gab, sondern in der Regel ist das irgendwie eine Entscheidung, die von den Personen, die ich da ins Vertrauen ziehe, auch mitgetragen wird. Also das ist, ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie ein sozialistisches Kollektiv, aber es ist auch nicht, ich bin auch nicht der einsame Unternehmer, der irgendwie meint, immer alles besser zu wissen und alles alleine zu entscheiden. Irgendwo der Mittelweg ist, glaube ich, funktioniert für uns ganz gut bisher. Das ist total schön zu hören. Also ich freue mich total zu hören, dass es eben auch so noch eine andere Form von Geld verdienen oder wie soll man das ja sagen, kapitalistisches System, marktwirtschaftliches System geben kann, wo es eben nicht darum geht, Dinge schnellstmöglich irgendwie zu maximieren, also Gewinne schnellstmöglich zu maximieren, Gewinne aus dem System herauszuziehen, sie irgendwo zu parken und nicht wieder zu reinvestieren, Also ich hab sicherlich nur ein sehr holzschnitthaftes Bild von der Wirtschaft, aber so kommt mir das teilweise vor, dass ich denke, ja, da wird ja im Grunde mehr oder weniger für die Aktionäre oder für den fürs Konto vom Chef gearbeitet und jetzt nicht irgendwie gesehen, dass vielleicht eben die Seltersbude von nebenan ja eigentlich auch gut davon leben kann, wenn wir uns mit der zusammentun oder so. Du hast vor ein paar Tagen ein Video verschickt unter deinem Account jedenfalls, da hast du einen Vortrag gehalten vor anderen Leuten, die auch Geschäfte führen und du sprichst ja sicherlich auch im Unternehmerverband oder ich weiß nicht, wie du da vielleicht organisiert bist, mit anderen Unternehmern und Firmenlenkern und Lenkerinnen. Teilen die so deine Auffassung oder bist du da der bunte Hund? Ich war irgendwie in meinem Leben immer der bunte Hund und werde das wahrscheinlich auch mal bleiben. Also ich bin da schon eher der Exot, sowohl mit meinem großen Wunsch nach Innovation und neuen Dingen, als auch dass eben die Gewinnmaximierung, wobei ich da jetzt so Extreme aus meinem Umfeld nicht kenne. Also die Unternehmer, die ich kenne, sind schon eher maßvoll und vernünftig. Ich sehe es eher bei den Kapitalgesellschaften. Wir haben mal für E-Plus und dann später Telefonica gearbeitet und da hatte ich schon das Gefühl, dass man dort merkt, dass es halt am Ende um die Rendite geht. Also das hat halt anders als in kleineren Unternehmen und vor allem inhabergeführten Unternehmen hatte ich da den Eindruck, dass es da tatsächlich am Ende um die Knete geht und dass sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch Geschäftspartner, wie wir das waren, nur Mittel zum Zweck sind. Und das empfinde ich als sehr unangenehm. Finde das aber in meinem Erleben ist das zum Glück nicht die Regel. Also wir sind da vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ich würde jetzt der mittelständischen deutschen Wirtschaft nicht unterstellen, dass es um Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus geht. Also da habe ich ein etwas positiveres Bild. Du glaubst nicht, wie wohl mir das gerade in den Ohren klingt. Also ich bin da ziemlich, ich mag sein, dass ich mich jetzt gerade hier so ein bisschen einlullen lassen möchte, aber ich höre das einfach total gerne und frage nun die Gelegenheit, mal den anderen Unternehmer hier in der Leitung zu fragen, Sebastian, wie siehst du das denn eigentlich? Kannst du das verstehen, was der Pablo da sagt oder denkst du, naja, gib ihm noch 2 Jahre, dann ist der Laden auch pleite oder so? Naja, erstmal muss ich korrigieren, also wenn man es ganz eng fasst, bin ich jetzt kein Unternehmer, sondern noch der klassische Selbstständige und ich fühle mich eigentlich in der Rolle auch ganz wohl, weil Unternehmer hat schon so ein bisschen von der Position, dass man halt sehr viele Mitarbeiter und sehr viele technische Aufgaben dann leider loslassen muss wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie Pablo sich da so eingefügt hat in diese Rolle, ob er da wie dein Tag so aussieht, das würde mich mal interessieren. Aber ich finde das toll und ich sehe da sehr viele Parallelen tatsächlich zu Pablo. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich versuche, nicht immer nur den Preis drücken zu wollen, wenn ich irgendwie was beauftrage oder andere Dienstleistungen, weil ich selber weiß, dass Dienstleistung einfach ein hartes Geschäft ist und man sollte dann einfach nicht wirklich versuchen, da das Letzte rauszuquetschen. Das tut niemandem gut. Das ist nur eine Schraube, die immer weiter nach unten gehen würde irgendwann.
Und ja, also insofern, das finde ich doch, das und da ich es auch genauso mache und damit eigentlich auch ganz gut fahre und natürlich auch in der IT, sind wir leider tatsächlich, oder was heißt leider, wir sind da natürlich schon ein bisschen gesegnet. Ich glaube schon, dass es da natürlich viele andere Branchen gibt, die da viel, viel härter sind. Ja, es wäre schöner, wenn es natürlich überall so laufen könnte. Reichen wir die Frage doch mal durch. Achso, bitte. Du willst reden. Ja, so. Die Frage nach meinem Alltag? Ja. Ja? Okay. Ja, also inzwischen komme ich mehr wieder in die Position, das auch steuern zu können. Also ich war lange ein Prozess, dass ich die Sachen aufgefangen habe, für die es eben keine besonderen Positionen gibt. Ich habe am Anfang Softwareentwickler eingestellt, weil mir das irgendwie das Wichtigste und im ersten Schritt das Wertvollste erschien und habe dann jemand fürs Projektmanagement eingestellt. Wir haben einen eigenen Grafiker, was ich ohnehin überhaupt nicht kann und viele weitere Sachen. Und irgendwann hatte ich dann Anfang dieses Jahres, dass ich irgendwie 2/3 meiner Zeit tatsächlich mit so Bürokratie zugebracht hatte und mich das sehr belastet hat, weil das hat mir halt auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich zum Februar hin jemand eingestellt, der sich Vollzeit und hauptberuflich um das Paperwork kümmert, also um die Bürokratie, um das Papier. Und das war für mich ein Riesen, das war für mich ein Riesengewinn. Das habe ich am Ende zu spät gemacht. Das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, dass so Entscheidungen, die so in meinem Kopf kreisen, dass die doch irgendwie lange da sind, bevor ich sie dann umsetze. Und auch da habe ich sehr lange gewartet, aber im Februar ist dann Sebastian dazu gekommen. Auch das, da kann ich vielleicht gerade noch was gerade rücken. Ich sagte vorhin, dass die Buchhaltung nur so ein Element im Betriebssystem Bewuta ist. Es ist aber eben auch keine unwichtige. Und dass mir das jetzt abgenommen wird und dass das jetzt Vollzeit ein Profi macht und ich das nicht nebenbei machen muss, das ist total klasse. Also Bürokratie spielt inzwischen jetzt nicht mehr so die Rolle. Ich kümmere mich sehr viel mit ums Anforderungsmanagement. Unsere Kunden haben Ideen. Wir sind ja vor allem Softwareentwickler für Dritte. Also wir schreiben Software für andere. Und wir diskutieren mit unseren Kunden sehr viel die Ideen der Kunden, weil die Kunden haben halt nicht so einen starken technischen Background. Wenn sie den hätten, dann bräuchten sie uns nicht. Deswegen versuchen wir immer Sparringspartner für unsere Kunden zu sein, diese Aufgabenstellung, die Ideen der Kunden zu diskutieren und den Kunden dann aber auch Alternativen vorzuschlagen. Und das ist einfach was, ich habe inzwischen in dieser Industrie fast 20 Jahre Erfahrung und da gibt es im Team nur relativ wenige, die das haben. Und gleichzeitig eben diesen Blick auf Gesellschaft, auf Technik, auf Unternehmen. Und diesen Mix, glaube ich, braucht es, um dem Kunden mit seinen Prozessen, mit seinen Produkten adäquat zu beraten. Und das ist was, wo ich inzwischen viel Zeit reinstecke, mit Kollegen beim Kunden zu sein, mit Kollegen hier Ideen von Kunden zu diskutieren, die auszuarbeiten, eben mit teilweise sehr umfangreiche Texte mit Mitarbeitern zusammen zu formulieren. Aber was die technische Ebene angeht, ich habe auf alle unsere Server Root Access. Ich kann durchaus irgendwelche Virtual Machines neu starten, wenn nötig, oder Dinge im Log unseres Mail-Servers suchen. Also das sind Sachen, die ich mir durchaus, also wie man Grep bedient, ist mir nicht fremd und ich fände es sehr schade, wenn ich da völlig den Kontakt verlieren würde. Also es gab mal eine Situation, da hat mir ein Mitarbeiter auf einem neuen Server keinen Account eingerichtet. Da war ich schon ein bisschen beleidigt. Aber du bist schon der am besten Drohne fliegen kann in eurer Firma. Nee, das ist Adonis. Der bin ich auch nicht, weil dafür habe ich gar nicht so viel Zeit. Also dafür, also mit einer 40-Stunden-Woche komme ich nicht hin, was auch total okay ist, weil mir macht das ja Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber Drohne fliegen ist eher die Ausnahme. Also ich nehme sie dann eher mal mit in den Urlaub oder zeige sie irgendwie interessiert Menschen, die uns besuchen und wir fliegen ein bisschen mit der Drohne auf dem Großmarkt rum. Also das ist so. Aber meistens ist sie tatsächlich bei einem Mitarbeiter, der ist unser Drohnensitter und hat da die meiste Verwendung für. Und bringt euch das denn, also ich
komme aus diesem Nutzendenken komme ich irgendwie gar nicht raus. Bringt euch denn sowas wie ein Tesla oder eine Drohne oder was auch immer ihr vielleicht dann noch anschafft, wo man jetzt nicht sofort erkennen kann, aha, das ist ein Laptop, das brauchen wir da und dafür, das ist eine, was weiß ich, eine Check-Software, die brauchen wir, um diesen Prozess noch sicherer zu machen, oder ein Hypervisor, der irgendwie die Last verteilt oder weiß der Kuckuck. Da hast du, das ist ja, geht ja in Richtung überflüssig, nice to have, Spielzeug, oder hat das eine Funktion, die vielleicht nicht unbedingt in den Büchern zu finden ist? Also erstmal total angenehm, den Hypervisor, den wir vielfach im Einsatz haben, der ist freie Software und der möchte konfiguriert werden, insofern macht er ein bisschen Arbeit, aber kostet erstmal kein Geld. Das ist ganz gut, das kann man dann für andere Dinge ausgeben und man kann ihn selber fixen, wenn er irgendwie kaputt sein sollte, also das ist schon sehr angenehm. Und was die Drohne und das Auto betrifft, ja, es ist eine Mischung aus Incentives für die Mitarbeiter, es eben den Mitarbeitern zur Verfügung stellen zu können, die sich darüber freuen, für die das, glaube ich, schon auch neben vielen anderen Dingen sie hoffentlich ein bisschen mit dem Unternehmen verbindet. Ich habe das Gefühl, die Loyalität im Unternehmen und gegenüber dem Unternehmen ist hoch. Und das ist ja nichts, was, glaube ich, an Einzelmaßnahmen hängt, sondern eben so vom Miteinander bestimmt ist. Und da gehören diese Dinge eben dazu. Und es ist ja schon auch was glaube ich, unsere Kunden wahrnehmen. Also ich weiß von einem Kunden ganz konkret, dass es mit dem Tesla auch skeptisch gesehen wurde, dass da so die Aussage wäre, ja, wir bezahlen den wohl zu viel. Aber das ist eine ganz seltene Stimme. Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute große Augen machen, mal anfassen wollen, mal selber fahren wollen, es irgendwie cool finden, dass wir innovativ sind und dass wir solche Projekte wie das von Tesla eben auch unterstützen, weil auch Tesla ist ja nach eigener Darstellung eigentlich nicht profitorientiert, sondern das Ziel ist, die Welt zu revolutionieren. Insofern sehen wir uns da in einer ähnlichen Tradition. Und ja, und wir wollen natürlich auch gerne Kunden begeistern, die ihrerseits innovativ sind und die dafür Verständnis haben. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Filter. Also die immer nur aufs Geld gucken und kein Verständnis für Innovation haben, das sind eigentlich auch nicht die, mit denen wir gerne Geschäfte machen möchten, weil ja, die teilen ja nicht unsere Ideale oder meine. Ja. Also Innovation ist schon wichtig, nach vorne schauen, nicht Dinge replizieren, sondern schauen, was kann man nochmal anders machen. Also ich denke jetzt gerade an so eine Bäckerei, eine Traditionsbäckerei. Dieses Brot gibt es seit 75 Jahren, das hat schon der Urgroßvater entworfen, das Rezept, und das bleibt sich halt treu. Da steckt ja auch eine Qualität drin. Da ist jetzt eben Innovation überhaupt nicht gefragt, sondern ja, so das alte Schrot und Korn. So. Aber für dich ist das nach vorne streben, alte Zöpfe abschneiden, weglassen, Neues ausprobieren, schon eher die Richtung. Ja, wobei ich das total spannend finde. Du hast mich da gerade, es hat gerade so ein bisschen einen Bruch in meinem Kopf gemacht, weil du völlig recht hast. Also ich bin Kunde gleich mehrerer Traditionsbäcker. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie das bundesweit aussieht, aber in Köln kenne ich tatsächlich eine ganze Reihe kleiner Backstuben und die total tolle Produkte machen. Wobei das teilweise, also ich weiß, einen Traditionsbäcker in Köln, die Bäckerei, so ein Köln-Kalk, die Bäckerei Hist, bringt. Ganz klassischer Laden, zwei alte Damen hinterm Tresen, der Bäcker schon ein bisschen älter, aber die bieten zum Beispiel auch, ich glaube, argentinische Teigtaschen mit Gemüse an. Also selbst die haben neben ihrem ganz traditionellen Sortiment eben auch zumindest für ihren Kontext irgendwie innovative Produkte und legen Wert auf Qualität. Das ist vielleicht auch was, was wiederum sie und uns verbindet, dass wir eben versuchen, die Dinge, die wir tun, richtig gut zu machen. Ich glaube aber, dass so ganz traditionelles Handwerk wie Bäcker und Töpfer oder sowas, dass das eher die Ausnahme ist. Also ich glaube, ein Heizungsbauer wiederum oder ein Elektriker, der tut gut daran, innovativ zu sein und sich anzugucken, was bringt die Zukunft. Also ich glaube, es gibt nur wenige, da fällt mir auch ein Bäcker ein. Es gibt die Bäckerei Schüren,
hier in der Region. Die haben eine super energieeffiziente Backstube, haben ihren 70er Jahre VW-Bus auf elektrisch umgebaut. Der Chef fährt einen Tesla. Also die haben irgendwas richtig gemacht mit ihrer Bäckerei. Das funktioniert da richtig gut. Und die können zum Beispiel Innovation und Tradition, sind ein Biobäcker. Ich glaube, die schroten und mahlen ihr Korn selbst. Also sie sind auf der einen Seite sehr traditionell und auf der anderen Seite hochinnovativ. Also gerade im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Ja, also ich schätze durchaus Traditionen, die ihre Daseinsberechtigung haben, wie das Bäckerhandwerk. Ich finde aber auf der anderen Seite Innovation total wichtig, weil das bringt uns Energieeffizienz, das bringt uns mehr Komfort, es bringt uns einfach neue Möglichkeiten. Also ich glaube, es geht am Ende um die Frage aller Fragen, warum sind wir auf diesem Planeten? Und für mich ist die Antwort, neue Dinge zu entdecken. Also für mich ist, also wenn, ja, also eine Welt, die sich nicht mehr weiterentwickeln würde, in der würde ich nicht leben wollen. Was wäre schnarchlangweilig. Also was, also eine Welt ohne Wissenschaft, ohne Innovation, ja, kann man mir auf den Bauch binden. Also die brauche ich nicht. Und das, was ich von der Welt erwarte, da will ich doch Teil dessen sein und nicht nur Zuschauer. Boah, das ist, also ich habe gerade, ich kriege den Mund gar nicht wieder zu. Ich spreche mit einem Firmenchef und Unternehmer und wir reden über Marktwirtschaft und du konterst mit, ja, warum sind wir auf der Welt? Also kommst du mit so einer urmenschlichen Frage nach der Existenz, nach der Sinnhaftigkeit unseres Daseins und versuchst und beantwortest mir sozusagen dein Tun damit. Das war jetzt das Unerwartetste, was kommen konnte, wirklich. Das ist sehr schön überrascht. Das hast du mich sehr schön überrascht. Ich glaube, man kann das eben auch als Wissenschaftler oder Politiker machen, aber ich zum Beispiel habe immer mit der Schule schwer gehadert, ich habe kein Abitur, insofern wäre der Weg zur Wissenschaft für mich sehr schwierig gewesen und Politik ist mir viel zu sehr mit Kompromissen behaftet, da müsste ich eben versuchen, als kleines Rädchen im großen Ganzen zu agieren und so kann ich halt mein Zahnrad selber gestalten, also ich kann die Bewuta eben als ich glaube, dass die Bewuta vielleicht heute schon, aber auch in der Zukunft ein größeres Rädchen ist als viele, als Ganzes, nicht ich als Person, sondern mein Unternehmen, größeres Zahnrad ist als die meisten Politiker. Und das ist eben mein Weg, Dinge in der Welt zu verändern. Ich kann halt dieses eine Zahnrad kann ich gestalten, kann ich wachsen lassen. Und ja, also Politik wäre meins nicht, Wissenschaft finde ich total spannend, aber da wäre ich eben auch wieder auf ein Fachgebiet festgelegt und mit der Bewuta kann ich alle paar Jahre irgendwie was Neues machen. Und ich sage nicht, dass es der Königsweg ist, aber es ist mein Weg und für mich funktioniert er gut. Ja, super. Also da kann man ja nur dich beglückwünschen, dass du für dich diesen Weg gefunden hast und er trägt dich seit 18 Jahren, 20 Jahren offenbar so nachhaltig, dass es eben für dich ein nicht nur ein Auskommen, sondern ein Dasein ist, eine Sinnhaftigkeit, dein Leben hat dadurch einen Sinn bekommen. Meine Güte, man kann es ja, es wird schon fast pathetisch irgendwie hier. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann vielleicht mal zu dem Projekt übergehen. Das ist ja auch noch sehr spannend. Das eine ist, wo kommt der Name Bewuta her? Das ist ja doch ein bisschen sperrig irgendwie. Sperrig, na ne? Gut. Also auf jeden Fall glaube ich inzwischen individuell. Also es macht uns keiner streitig. Bewuta, ja, da muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Es gab quasi ein Vorgängerunternehmen. Also die heutige Bewuta habe ich selber gegründet, auch ohne externe Starthilfe. Aber mein Vater hat während seines Jurastudiums ebenfalls IT-Dienstleistungen gemacht und hatte damals eben diese Marke Bewuta geschaffen. Und er hat dann seine Kanzlei eröffnet und da war ich dann so Teenager, durfte selber noch nicht direkt geschäftlich tätig werden, aber ich hatte von ihm die Erlaubnis, eben innerhalb seines mit seinem Gewerbe zu agieren und habe dann halt den Bewuta in der Konsequenz den Bewuta-Briefkopf verwendet für meine Rechnungen. Und dann, ja, hatte sich, als ich dann 18 wurde, habe ich ihn gefragt, ob ich den Namen fortführen kann. Und da er da nichts mehr in der Richtung machen war das für ihn okay. Und dann habe ich halt diesen Namen übernommen. Ich habe keine Einrichtung, keine Hardware, kein Geld übernommen, sondern tatsächlich nur den Namen und das damalige Logo, das aber inzwischen auch schon zweimal
überarbeitet wurde. Und auf der einen Seite ist es phonetisch sowohl mit Bayern verwandt, das BE, als auch mit Computer, Bevuta, Computer. Im Italienischen heißt es tatsächlich das Besäufnis. Und wir, genau, auch das habe ich jetzt cool. relativ spät, ja genau, das habe ich jetzt relativ spät rausgefunden, aber ich kann da ganz gut, wir haben uns heute Gedanken über unsere Marke gemacht, zusammen mit einem Profi, und ich sehe hier gerade so eine Skala, playful bis serious, und wir haben uns eher bei playful verortet, insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Wir nehmen uns selber nicht, also wir nehmen unsere Profession ernst, aber uns selber nicht zu ernst. Also wir sind da, wir denken, dass wir Menschen sind, die auch über sich selbst lachen können. Und da ist dann Bevuta, wir betrinken uns auch mindestens einmal im Jahr gemeinschaftlich. Also das ist schon okay. Das kann man machen. Ja. Wunderbar, tolle Erklärung, sehr schön. Obwohl ich, seitdem du ja in Astana gewesen bist, gerne von der Bevuta spreche. Das macht für mich eigentlich viel mehr Sinn als Bevuta. Man sagt ja auch nicht Astana, wie wir gelernt haben. Letzte Frage. Martin, wie du magst. Also ich bin da überhaupt nicht. Wichtig ist für alle, die zuhören, das B bitte klein schreiben. Das ist das Einzige. Die Aussprache ist mir nicht wichtig, aber das B vorne ist klein. Und genauso steht es im Handelsregister. Genauso schreiben wir es. Da freue ich mich drüber, wenn das die Menschen mittragen. Super. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es ist wieder ein bisschen antiquiert aus meinem historischen Blick sozusagen, aber es gibt diesen Spruch, Eigentum verpflichtet. Also wenn ich was besitze, dann der ist da auch irgendeine Pflicht mit verbunden. Kannst du mit diesem Spruch etwas anfangen, für dich was daraus ziehen, oder ist das Schnee von gestern und nicht mehr zeitgemäß? Ich glaube, mein tägliches Handeln wird dem hoffen, also ich hoffe, dass mein tägliches Handeln dem gerecht wird. Also das einzige Eigentum, das ich habe, ist tatsächlich dieses Unternehmen. Also ich habe sonst keine großen Werte. Der Tesla ist natürlich geleast und auch ja über das Unternehmen. Also selbst wenn er gekauft wäre, würde er dem Unternehmen und nicht mir selbst gehören. Also mein Vermögen in Anführungszeichen ist das Unternehmen, und ich versuche mit dem Unternehmen eben die richtigen Dinge zu tun. Also ich glaube, das ist meine Konsequenz. Aber ich würde diesen Satz grundsätzlich unterschreiben, ja. Also die Menschen, die viel haben, sollten das teilen. Wobei ich da diesen amerikanischen Ansatz, dass diese ganzen Charity-Sachen vor allem privat sind und es eben keine Verpflichtung gibt, nicht unbedingt gut finde. Also ich finde da eigentlich eher den staatlichen Ansatz, zu sagen, wir erheben Steuern und wir verteilen das autoritativ und nicht nach Gusto, finde ich eigentlich gut. Also ich finde es gut, dass es da klare Regeln gibt und dass das nicht ja, also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass die Foundation von Bill und Melinda Gates, dass die eben auch Politik machen mit ihrem Geld und dass sie zwar Gutes tun, aber dass das halt auch oft wohl eine politische Konnotation hat. Und ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Also da bin ich dann wahrscheinlich doch eher Sozialist als wollte ich gerade sagen. Wie heißt dieses, als Libertärer, es gibt ja dieses Extrem, dass man irgendwie immer sagt, okay, also Leute, die sagen, irgendwie, wer in der Lage ist, ganz viel Geld zu verdienen und sich davon schmutzige Dinge zu leisten, irgendwie sich privat Bomben zu kaufen oder so, der soll das halt tun, weil der hat es halt in unserem Ökosystem geschafft. Wir sind irgendwie alles wilde Tiere und wir fressen uns gegenseitig, und wer dann die größte Bombe hat, hat auch recht. Das ist nicht mein, Bild von Gesellschaft. Das geht mir doch sehr, sehr zuwider. Insofern, nee, ich finde das völlig in Ordnung, dass dieser Staat Steuern erhebt und eine gewisse Umverteilung vornimmt. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich durch viel Arbeit mir habe erschaffen können, was ich mir erschaffen konnte, also dass wir hier nicht die totale Gleichmacherei haben und man auch mit viel Engagement nichts erreichen kann, das fände ich irgendwie schade. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass keine Menschen durchs Raster fallen, und auch wenn man eben aus welchen Gründen, aus gesundheitlichen, aus intellektuellen, wenn man irgendwie nicht die Möglichkeit hat, viel Geld zu verdienen, dass man trotzdem
ja, irgendwie ein gutes Leben hat. Also das wäre mir wichtig und das ist für mich eigentlich auch zu wenig gegeben. Also ich wäre eigentlich für mehr Umverteilung als weniger. Wobei es da Leute gibt, bei denen man viel mehr holen kann als bei mir. Also ich würde sagen, lasst uns von noch weiter oben nach noch weiter unten umverteilen. Aber ich bin gerne bereit, einen gerechten Beitrag zu leisten. Und wenn er größer sein müsste, als er heute ist, dann wäre ich auch dazu bereit. Du hast mich zum zweiten Mal etwas sprachlos gemacht. Vielleicht ist das, was man früher unter rheinischer Kapitalismus bezeichnet hat oder unter diesem Namen zusammengefasst hat. Also ein Kapitalismus mit Augenmaß, ein Kapitalismus, der nicht zerstört, der nicht wie die Heuschrecken übers Land zieht und sich nicht über die Konsequenzen Gedanken macht. Wie sagen wir, Raubtierkapitalismus, um starke Worte ist ja die Gesellschaft oft nicht verlegen oder auch die Politik nicht verlegen. Aber vielleicht, also so habe ich zumindest, ist vielleicht auch Geschichtsklitterei, aber so habe ich zumindest dieses rheinische kapitalistische System verstanden. Wachstum mit Maß, guck auch, was die anderen, ob die anderen was davon mitbekommen und nicht unbedingt ausquetschen auf die letzte Rille. Was kann ich noch irgendwie herausholen? Schön, wenn das so funktioniert. Toll, wirklich. Ach, ich freue mich richtig. Ich kann nämlich auch nicht, ich kann nicht sagen, dass Kapitalismus schlecht ist per se. Ich sehe genau wie du einen Innovationsmotor und dieser Wettbewerb, der eine bietet dieses an, der andere jenes, der eine macht es ein bisschen pfiffiger, der andere ein bisschen traditioneller. Ich kann mich auch als Verbraucher oder als Mensch, als Kunde, kann ich mir den Partner suchen, der mir irgendwie am genehmsten ist. Wenn ich es halt ein bisschen ruhiger brauche, ja, dann gehe ich jetzt nicht in den lärmenden Szeneladen, aber der hat auch seine Kundschaft und das ist ja die Vielfalt, genieße ich ja auch. Also ich kann nicht sagen, ja, nee, ich könnte auch mit der Standardhose oder dem einen Joghurt im Regal leben, mit mir froh, dass es Vielfalt gibt. Es ist halt ein bisschen, also wenn man jetzt hört zum Beispiel große Versandhändler, dass sie ihre Retouren gar nicht mehr angucken, sondern komplett so wie sie sind, gleich in den Müll werfen, wobei das vielleicht Sachen sind, die sind maximal einmal ausgetestet, ein Unboxing und das Leben dieses Dings ist zu Ende. Da komme ich nicht mehr mit. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe, dass das aus kapitalistischen Gründen so ist. Ja, diese Metaebene darüber, ich verstehe das, aber da fehlt mir einfach der Begriff von Wert, den du gerade so schön eingeführt hast. Also es ist nicht nur die Zuschreibung von Geld oder Gewinn, sondern es hat auch, das Ding hat einen Wert an sich, eine Existenz und die ist nicht so leichtfertig wegzubringen. Ja. Wobei das eben diese Frage, glaube ich, dann wieder des Wettbewerbs ist, wenn man das so im großen Maßstab tut. Ich habe zu dieser Geschichte mit den Retouren auch differenzierte Artikel gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so schwarz-weiß ist. Und dass es bestimmte Produkte gibt, gerade eben so im Hygienebereich oder sowas, Kopfhörer, also umgekehrtes Beispiel, wir haben hier tatsächlich schon mal gebrauchte In-Ear-Kopfhörer von Amazon geliefert bekommen. Also es gibt auch Dinge, die eher in meinen Augen eher nicht passieren sollten, die genau das Gegenteil sind. Also mit dieser ganzen Retourengeschichte, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das doch sehr aufgebauscht wurde. Aber da bin ich nicht tief genug im Thema, als ich das qualifiziert beantworten könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Produkte gibt, wo es am Ende, die, wie man so schön sagt, die thermische Verwertung vielleicht tatsächlich die bessere Lösung ist. Also das würde ich nicht, also wir haben hier ich hatte neulich eine Reisetasche, die ist gerissen, als ich sie hochgehoben habe das erste Mal. Ich bin mir nicht sicher, was sie mit dem Ding gemacht haben. Ich wüsste aber auch nicht, wie man so eine Naht, wie man das Ding wieder so instand setzen soll, dass man es dann noch für einen auskömmlichen Preis wieder verkaufen kann. Also ich sehe durchaus auch die, also ich will die Welt nicht nur rosa-rot malen, ich sehe manchmal durchaus auch externe Zwänge. Also ich würde nicht sagen, dass es die nicht gibt. Im Gegenteil, es gibt die im Kapitalismus in meinen Augen eigentlich zu oft. Und es ist ein Privileg, sich diesen ein Stück weit entziehen zu können, aber keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns eigentlich nicht, aber dass es zumindest beim Lebensmittelsektor vielleicht ein bisschen sinnvoller zugeht, dass zum Beispiel
Dinge, die nicht verkauft werden können in der vorgesehenen Zeit, dass sie dann Tafeln zugeführt werden, wenn es auch bedauerlich ist, dass es die Tafeln überhaupt braucht. Aber wenn es schon so ist, dann ist es ja gut, dass diese Sachen nicht dann auch noch irgendwie ins Feuer gehen, sondern vielleicht noch irgendjemanden satt machen können oder vielleicht einfach mal etwas anderes als die immer gleiche Stulle. Es kann ja auch mal ein kleines Extra sein. Das ist ja jedem auch mal gegönnt. Wir können ja auch mal gönnen, finde ich. Aber gut, total. Jetzt genug. Gar keine Frage. Also absolut gönnen, und ich finde eben auch nicht, dass Menschen, die selbst nicht für ihr Erwerbsleben oder für ihren Unterhalt sorgen können, dass die denen nur das Mindeste zusteht. Also das ist zum Beispiel auch irgendwie, finde ich, ein ganz schlimmes Menschenbild zu sagen, wenn du nicht selber Geld verdienen kannst, ist dir nur das Dahinvegetieren erlaubt. Also die Hartz-IV-Sätze, die scheinen ja künstlich kleingerechnet zu sein und entsprechen eigentlich nicht dem, was mal Vorgabe der hoher Gerichte war. Also das ist was ich auch in dieser Gesellschaft, ne, wo ich von der Umverteilung sprach, von der wir eigentlich etwas mehr machen sollten. Eben keine Gleichmacherei, aber den Armen etwas mehr geben, als sie heute haben, damit sie sich eben auch schon mal ein bisschen Luxus gönnen können, damit sie das Gefühl haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich finde, das ist, wenn man schon in der ersten Welt lebt, dann finde ich, sollte man auch an dem Lebensstandard der ersten Welt teilhaben können, weil sonst ist man eben ist man Mensch zweiter Klasse, und das ist nicht fair. Ja, in der, was war's denn? Die Vrindheit von Holgi mit Alexandra Tobor. Eine lange zurückliegende Ausgabe. Ich habe so eine Bugwelle, wie der Herr Schasen sagen würde, die muss ich auch abarbeiten. Da wurde letztens gefragt, da ging es auch um First World Problems, und da schoss mir automatisch in den Sinn, ja natürlich, solange wir unsere Exkremente mit Trinkwasser wegspülen können wir nur von First World sprechen. Das geht gar nicht anders. Also wenn man bedenkt, wie viel Kilometer manche Menschen auf dieser Welt für 20 Liter sauberes Wasser oder halbwegs sauberes Wasser laufen müssen, und wir spülen damit unsere Exkremente weg. Diesen Luxus, den muss man, also das sind so Kleinigkeiten, aber manchmal wird mir das, dann springt mich das so an und denke, boah, wo hast du dir jetzt wieder gerade Gedanken gemacht? Ja, du bist wieder in so einer Sorgensituation, aber eigentlich, es geht dir so unverschämt gut im Vergleich zu anderen Leuten. Sei doch einfach mal ein bisschen dankbar und freu dich da an dem, was du hast. Und da muss ich mir manchmal selber wieder so zu Raison rufen, sozusagen. Bevor das jetzt hier zum Philosophie-Podcast ausartet, das lassen wir lieber Rita und Nora mit dem Was denkst du den Podcast, um jetzt noch ein paar zu pluggen, würde ich doch gerne mal jemanden fragen, der schon mal in deinem Tesla drin gesessen hat, wie sich das denn angefühlt hat. Lars, du hast da schon mal drin gesessen. Wie war das? Das ist schwer zu beschreiben. Also wir haben diese Beschleunigung, ich hatte Pablo mal auf diese Beschleunigung angesprochen, die ja so ein bisschen legendär ist, und ich muss zugeben, dass es nicht so ganz meine Welt ist. Es ist technisch ziemlich großartig und sehr enorm und ja auf irgendeine Weise auch cool, aber so, ich bin tatsächlich eher der Radfahrer, also von dem cooles Auto-Aspekt ist das wahrscheinlich jemand anders besser zu fragen, der da noch weiter einsteigen kann, sagen kann, ja, auch als Auto wirklich geil. Also das ist für mich nur von der technischen Seite wirklich spannend, was da alles geht. Aber da ich nicht so der Auto-Nerd bin oder so, gibt's bei meiner Begeisterung da irgendwo Grenzen? Wobei, wie gesagt, ne, technisch total cool. Also. Ja, weil das ist genau das, was ich von dir wissen wollte. Ich frage ja nicht, damit du mir jetzt meine Meinung oder andere Leute Meinung bestätigst, sondern dass du deine Sicht der Dinge. Und wenn du sagst, nett,
technisch, ja, ist mal was anderes und das Konzept, das Antriebskonzept, ja, ist überzeugt auch, aber ich fahre lieber Fahrrad. Das ist doch eine super Antwort. Da frage ich doch lieber, ja, ich frage doch nicht lieber jemand anderen deswegen. Ja, ich meine, ich bin ja selber auch Autofahrer. Ich wohne in der Provinz, ich habe ein Auto, weil es hier kaum ohne geht. Und die Elektromobilität und so, klar, das ist ein Thema, wo wir nicht drumherum kommen. Es gibt jetzt so Facetten, wo irgendwas in mir sagt, ja, das ist sind schon Facetten. Muss das jetzt sein? Ja, aber das Ding kann das nun mal. Und das mal zu erleben, wie diese Beschleunigung ist und so, das ist auch ziemlich cool. Allerdings so habe ich tatsächlich, kann ich auch das Adjektiv beängstigend da durchaus mit reinbringen. Also mein Körper war zwischendurch so in so einem leichten Panikzustand. ich glaube, das können andere Leute mehr, wissen andere Leute mehr zu schätzen. Genießt du das, Pablo, dass das Ding so eine Beschleunigung hat? Also ich kann das sehr genießen, ja. Also ich bin tatsächlich ein bisschen autonah, schon auch seit, also nicht seit Kindheit, das ist tatsächlich so in der Teenagerzeit, als es dann auf den Führerschein zuging, hat sich das bei mir breit gemacht. Aber ja, Autos sind cool und deswegen ist das, ich weiß nicht, Tim sagt das, glaube ich, immer, das rechts unten Modell. Also das ist schon so mit Soße und Schaf. Tesla mit Soße und Schaf. Und ja, mir macht das großen Spaß. Ich lese im Moment ein bisschen im Chat mit. Björn, der Hobby-Querschnitt, erzählt gerade auch davon, dass er auch schon Tesla gefahren ist. Nämlich genau mit diesem, allerdings nicht mit mir. Weil die Podcast-Welt ist ja klein. Hat der Christian Kessen hat den Björn mit meinem Tesla durch die Gegend gefahren. Ohne mich zu fragen. Aber es war trotzdem in Ordnung. Es hat mich sehr gefreut. Und hinterher war das ganze Armaturenbrett voller Kohlenstaub, oder wie? Ja, ohne das geht es bei Christian nicht. Man muss halt Abstriche machen. Aber Armaturenbrett ist schwarz, von daher, das ist schon okay. Fällt das nicht so auf. Einfach nachgefärbt, das ist schon okay. Das kann man machen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht so richtig verstanden haben, mit wem wir eigentlich sprechen. Also der Lars hat eine Reise gemacht, nämlich nach Baikonur zum Start von Alexander Gerst zu seiner zweiten ISS-Expedition. Und diese Reise war eine recht kostspielige Angelegenheit. Lars hat dazu ein Crowdfunding gemacht, aber er hat die Hälfte des Reisepreises versucht, dann auch durch einen Sponsor zu bekommen. Und dieser Sponsor ist eben Pablo, beziehungsweise die Bevuta AG. IT, Bevuta, IT, nee, AG ja nicht, ne, genau, Quatsch, IT, Bevuta IT, mit kleinem B wollte ich dazu sagen. So, die Fahrt, die Lars gemacht hat, war an dem Tag, als ihr euch zum ersten Mal getroffen hattet, um über dieses Projekt zu sprechen. Ich habe mit Lars viel geredet und ich kenne ziemlich gut seine Sicht der Dinge, deswegen stelle ich ihn mal hinten an. Ich frage jetzt mal eben dich, Pablo, als du zum ersten Mal davon erfahren hast, da ist jemand, der hat mit mir Kontakt aufgenommen. Was hast du gedacht, was das ist? Wie war dein Gefühl, deine erste Reaktion? Ach, das war ja, Lars hatte ja einen sehr guten Botschafter. Lars hatte da mit Reinhard darüber gesprochen, Reinhard Remford. Und Reinhard hat zu der Zeit auch noch für mich gearbeitet, war insofern sehr regelmäßig hier und ist ja auch ein guter Freund von mir. Und Reinhard sagte mir, Du, da möchte jemand nach Baikonur reisen und sucht noch einen Sponsor. Man kann auch mitfahren. Das kam so, ich glaube, das ist ziemlich 1:1 wiedergegeben. Und genau, also ich konnte noch gar nichts sagen, bevor er mir mitteilte, ich könnte wohl an der Reise teilnehmen. Was für mich natürlich so, oh, schön. Das war schon sehr reizvoll. Natürlich hätte ich auch einfach die Reise so buchen können, nachdem ich wusste, dass es die gibt. Aber das ist, glaube ich, zum einen nicht meine Art und zum anderen habe ich mir dann von Reinhard erstmal ganz grob erzählen lassen, eben von auf Distanz und von Lars und ich habe dann parallel zum einen Lars zur Bevuta nach Köln eingeladen und angefangen auf Distanz zu hören und ja, das war so der Einstieg. Okay, wie war das denn für dich, Lars? Also ich stelle mir das ja total
nervenaufreibend vor, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein großes Projekt, das ist ein Wunschprojekt, das möchte ich gerne und ich brauche Leute, die mich dabei unterstützen und ich gehe zum ersten, eigentlich ist man so eine Art Bittsteller, aber man will auch nicht so, man will da nicht so sich so reinkriechen irgendwie, sondern du hast ja auch eine gewisse, hast auch eine Idee, hast also was verkaufen und so. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Moment der gemischten Gefühle, so richtig Mixed Motions in freien Kultur. War das so? Ja, das kann man eigentlich nicht anders sagen. Das mit dem Sponsor, als das Projekt angefangen war, hatte ich eigentlich überlegt, es komplett über ein Crowdfunding zu machen. Es gab noch eine Idee, von der ich auch die Hoffnung hatte, dass die klappen würde, wo ich gedacht habe, dass wenn das klappt, hat man noch so ein bisschen Zugpferd dran. Das hat aber so jetzt nicht geklappt. Da muss man mal gucken. Es ist nicht hundertprozentig vom Tisch, aber ich rechne nicht mehr damit. So. Es gab aber irgendwann so im Frühjahr, als ich alles überschlagen habe, also die Reisekosten selber, dann das, was ich an Technik noch benötigen würde, um alles zu dokumentieren, wie ich mir das vorstelle. Das war also auch in einem deutlich vierstelligen Bereich allein an Technik, was ich mitnehmen wollte und was ich noch nicht hatte. Und ja, das habe ich dann irgendwann überschlagen und habe gesagt, okay, ich habe zwar für meinen, also ich will es realistisch sehen, mein Podcast ist kein großer Podcast und für diese Summe war er nicht groß genug. Da wurde ich mir irgendwann ziemlich sicher, dass das alleine darüber nicht klappen würde. Also dafür war einfach nicht genug Reserve da. Dafür war Heizung kaputt, Auto kaputt und irgendwann waren Reserven weg. Muss man einfach so sehen. So, und dann habe ich entgegen meiner ersten Überlegung dann doch gesagt, okay, ich möchte diese Reise unbedingt machen. Und vielleicht geht ja ein Mischmodell über Sponsoring und Crowdfunding. Und ja, da habe ich einfach ein unglaubliches Glück gehabt, dass tatsächlich die erste Adresse, bei der ich gefragt habe, nämlich die Bewuter über Reinhard dann, dass das tatsächlich geklappt hat. Das hätte ja auch ein deutlich steinigerer Weg sein können. Aber ja, irgendwo, ich hoffe, ich kann das so ausdrücken, waren wir auf einer Wellenlänge. Es gab irgendwann konkrete Informationen vom Veranstalter. Da hatte ich ziemlich lange darauf gewartet, dass ein paar letzte Lücken geschlossen waren, wo ich sagen kann, so, das wird der Spaß eigentlich jetzt in etwa kosten und das ist da drin enthalten. Und nachdem ich diese Sachen hatte, haben wir uns dann, Pablo, innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, ne? Dienstags hatte ich die Sachen, Donnerstag haben wir uns getroffen, oder wie war das? Okay, das weißt du genauer als ich. Mein Terminkalender ist immer so voll, ich muss da leider passen. Also, dass es so schnell geht, überrascht mich gerade ein bisschen, aber ich glaube auch von dem ersten Kontakt über Reinhard ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Also irgendwie kleiner ein Monat, meine ich. Also das ging ja alles irgendwie also innerhalb weniger Wochen. Es ging damit los und dieses Abklopfen und da gibt es was und dass wir gesagt haben, okay, könnte man mal drüber sprechen und dann hat Pablo eben weitere Informationen gewollt, die ich noch nicht hatte, die aber wirklich nötig waren, ganz klar. Und als die dann da waren, ging es wirklich rasend schnell und so schnell, dass ich also dann ja, noch fast Probleme hatte, mich darauf eben auf das Gespräch vorzubereiten. Das ist dann im Zug passiert. Auf dem Weg nach Köln habe ich dann so eine Präsentation fertig gemacht und ja, das war dann viel weniger förmlich, als ich das selbst erwartet hatte. Und das war dann ein sehr schöner Nachmittag in Köln. Und ja, da konnte ich ja direkt im Prinzip auch mit der Zusage nach Hause fahren und wusste an dem Abend, ich werde nach Baikonur reisen. Das war an dem Abend noch ein sehr fremdes Gefühl, dass das wirklich passieren wird. Haben dir die Finger gezittert, als du den Klingelknopf da gedrückt hast? Oder gibt es einen Pförtner? Hast du gestottert, als du mit dem Pförtner gesprochen hast? Also war das irgendwie ein Moment, wo du nicht mehr ganz so komfortabel warst mit dir selber? Nee, ich war nervöser eigentlich beim Erstellen der Präsentation im Vorfeld.
Also es war, dass das Unternehmen und so, das alles war eben auch so locker da, dass ich jetzt nicht den Eindruck hatte, da ist jetzt irgendwie eine Riesenschwelle oder so, sondern ich habe das Gefühl, das passte eigentlich direkt so zueinander und fühlte mich da eigentlich direkt wohl. Das, hattest ja, du eines deiner Motiv-T-Shirts an? Deiner Nerd-T-Shirts? Ja, ich habe eine Kombination angehabt, die ich gelegentlich mal trage, nämlich ein Motiv-T-Shirt und trotzdem ein Sakko drüber. Und aber ich glaube, ich hatte das Sakko dann ziemlich schnell ausgezogen. Ich glaube, dir war heiß. Daran ja, kann ich mich erinnern. Es war auch eine skurrile Bahnfahrt gewesen. Der Zug war ziemlich im Eimer. Also zwei Waggons waren gar nicht dran. Bei einem waren die Heizung kaputt, bei dem anderen die WCs, beim dritten die Türen. Und dann musste man noch improvisieren, damit ich für mein Notebook einen Tisch bekommen würde, wo ich mich dran setzen konnte, weil der Waggon, den ich reserviert hatte, der war einfach gar nicht da. Und dann habe ich die verlorene Zeit in Köln in einem Café noch weiter gesessen und dann irgendwann musste ich halt hin und war so gerade eben fertig mit dem, was ich vorhatte. Ja, und aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch ohne das geklappt hätte, weil ich hatte den Eindruck, allein schon darüber, wie wir miteinander gesprochen haben, hing es am Schluss, glaube ich, nicht mehr an der Präsentation. Pablo, brauchtest du noch viel Überzeugungsarbeit oder warst du eigentlich schon überzeugt? Also mit einer Präsentation hatte ich nicht gerechnet. Wer Lars ist und wie viel Hand und Fuß das hat, das interessierte mich halt schon. Also ich finde, sein Auf-Distanz-Podcast ist durchaus professionell gemacht und ich habe auch jetzt über die Reise Lars als immer sehr gut organisierten Menschen erlebt. Das ist was mir sehr lieb ist, weil mein eigener Laden ist manchmal ein regelrechter Flohhaufen und ich fühle mich manchmal ein bisschen wie der Flohdompteur, ohne dass irgendwie meinem Team gegenüber despektierlich zu meinen, aber es ist halt manchmal, da alle Fäden zusammenzuhalten, ist manchmal ein bisschen, kostet manchmal Energie und da war agil. Einfach jemand zu sehen. Die sind agil. Ja, natürlich. Ja, richtig. Scrum und so. Ganz agil. Ja, Entschuldigung, genau. Wie konnte ich? Nein, aber Lars ist da, glaube ich, jemand, der es scheinbar auch gewohnt ist, eben ja, sich selbst zu organisieren, seine eigene Arbeit und seine Projekte zu organisieren und da jemanden zu haben, auf den man nicht noch aufpassen muss. Das war schon irgendwie sehr, das fand ich sehr gut. Also da einfach jemand zu haben, wo ich mir zum einen menschlich vorstellen konnte, dass wir anderthalb Wochen ziemlich mit großer Nähe verbringen. Ganz kurz stand sogar im Raum, dass wir uns das Hotelzimmer teilen. Das haben wir dann aber doch nicht, das haben wir dann doch nicht gemacht, weil so über anderthalb Wochen und wir kannten uns halt noch gar nicht. Und ja, die Reise war letztlich so anstrengend, dass wir, denke ich, beide froh sind, oder? Eigene vier Wände, das war schon wertvoll. Ja, das zum einen und zum anderen in der Praxis. Also teilweise saß ich ja bis morgens 4 Uhr noch mit dem Podcast zugange. Da hättest du ja zum Beispiel auch nicht gut bei schlafen können. Also das ist im Prinzip war das Gold richtig. Ja, absolut richtig. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir ja teilweise auch einen etwas gegeneinander verschobenen Schlafrhythmus hatten und du ja oft noch weniger Schlaf bekommen hast als ich. Ja, also doch, das war. Nein, aber das hat, finde ich, auch von vornherein sehr gut funktioniert. Also ich hatte da keine Bedenken. Aber vielleicht nochmal, die Entscheidung für dich da mitzufahren, war die schon vorher gefallen, bevor Lars das erste Mal da war? Sagst du, ich mache das auf jeden Fall? Oder ist das quasi durch Larsens, wie soll man sagen, Präsentation oder Vorsprechen ausgelöst gewesen? Ja, also das Projekt zu unterstützen, also für mich war schon relativ klar, dass wenn ich es unterstütze, auch ich selber mitreisen will, also so viel zu mitfahren. Ob ich das unterstützen würde, hing schon auch von Lars als Person ab. Weniger von der, also er hatte halt tatsächlich eine Präsentation vorbereitet, so mit Slides. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mit einer vergleichbaren Präsentation erstmal die Bewuter vorgestellt und er dann sich und seine Projekte.
was eben auf mich schon einen sehr professionellen und gut vorbereiteten Eindruck gemacht hat. Insofern positiv, aber es ist nichts, was ich erwartet hätte und auch nichts, wo ich glaube, es letztendlich dran gehangen hätte. Also wäre Lars einfach nur so gekommen und hätte von sich und seinen Plänen erzählt auf der Tonspur, wäre das für mich auch völlig in Ordnung gewesen. Also das da hatte ich keinerlei Erwartungen. Okay, warum hast du es denn überhaupt finanziert? Ich meine, du steckst da Firmengelder rein, vermute ich mal, also dass du das nicht aus der privaten Tasche gemacht hast. Das ist ja, fällt das für dich unter Marketing? Hilft das deiner Firma, dass der Name Bewuta jetzt hier fällt, ab und zu auch methodisch inkorrekt Podcast mal gefallen ist oder jetzt auf der AD Spalkonur Seite eben auch prominent zu sehen ist? Ist das aus einer Marketingperspektive dir wichtig? Also irgendwie, die Frage ist ja immer, was ist das Return of Investment sozusagen, wenn ich mal mit diesem Business-Sprech. Ja, quasi. Was ich mir halt so Sprache der Unternehmen so geklaut habe, genau. Ne? Also was ist das? Jein. Also zum einen, das, was wir quasi vorhin im Vorgeplänkel schon hatten, es ist gar nicht immer alles, es ist bei mir nicht alles hochrational und es ist nicht alles vermessen und super geplant. Also das ist das eine, dass ich auch gerne Dinge tue, weil sie mir einfach gefallen. Und wie gesagt, die Bewuta ist eine Plattform, um Dinge möglich zu machen. Und aber auf der anderen Seite muss ich mich letztendlich nicht zuletzt auch gegenüber dem Finanzamt irgendwo rechtfertigen und kann nicht jede private Spielerei aus der Firmenkasse bezahlen. Das ist halt die andere Dimension. Und ich war aber davon überzeugt, dass uns das ein Stück weit Publicity bringen würde. Und das ist für ein Unternehmen eben wichtig. Also es ist einfach auch für ein Unternehmen wie das meinige, wo es nicht um Profitmaximierung geht, ist es aber wichtig, dass wir unsere Brötchen bezahlen können. Wir machen Projektgeschäft, also wir müssen ganz regelmäßig neue Kunden akquirieren. Wir müssen Unternehmen finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und wie ich vorhin schon mal ausgeführt habe, hätte ich da gerne bestimmte Geschäftspartner, also Unternehmen und Menschen, die ihrerseits innovativ sind und sich für Technologie und Wissenschaft interessieren. Und da fand ich das Umfeld von so einem Astronomie- und Raumfahrt-Podcast schien mir gerade richtig. Also ich glaube, das ist auch eine Mischung aus Bauchgefühl und unternehmerischer Überlegung. Bist du denn im Unternehmenskontext mal irgendwie jetzt in den letzten Tagen darauf angesprochen worden? Also wo wir profitiert haben, denke ich, ist ganz klar bei Twitter. Also wir haben über 50 Twitter-Follower hinzugewonnen. Und überhaupt das ganze positive Feedback, was mich sehr gefreut hat, was man nicht, glaube ich, sehr schwer zu bewerten ist, also dass auf einmal Leute in ganz anderer Art und Weise mit uns auf Twitter kommunizieren und Dinge, die wir tun, gut finden, das ist ganz schwer zu bewerten und hängt ja auch sehr vom Kontext ab. Also wenn ich was zu Podcasting poste, wie das Foto von dem Zoom L12, das ich neulich gekauft habe, das kriegt eine Riesenresonanz. Hingegen das Video, das du erwähnt hattest, und selbst obwohl da ein bisschen Raketentechnik und Innovation drin vorkommt, hat das viel weniger Aufmerksamkeit gefunden. Also man merkt schon, dass, glaube ich, nicht kommerzielle Themen auf Twitter viel besser aufgenommen werden als Themen, die irgendwie einen kommerziellen Bezug haben. Aber nichtsdestotrotz hat es unsere Reichweite erhöht. Du erwähntest, dass wir bei Methodisch Inkorrekt erwähnt wurden. Da ein bisschen Fun Fact. Reinhard erwähnt, dass es einen großzügigen Sponsor gibt, was er selber eingefädelt hat, nennt aber nicht den Namen des Unternehmens. Wo ich so ein bisschen, ich lag ein bisschen mit dem Kopf auf dem Tisch. Aber das ist typisch Reinhard. Das ist ein Liegen gelassen. Ein Herz von einem Menschen. Aber manchmal gehen ihm so essentielle Dinge durch. Aber im letzten MINT-Korrekt hat er sowas Ähnliches gemacht. Insofern beziehe ich das in einem anderen Kontext, da ging es nicht um mich. Insofern beziehe ich das nicht zu sehr auf mich. Ich glaube, das ist einfach eine Eigenheit von ihm. Und wie das so ist,
Naja, als er noch dein Angestellter war, hat er ja doch recht häufig davon gesprochen. Also es gab so Episoden, wo man schon mitzählen konnte, wie oft hat er das jetzt mal wieder gesagt. Irgendwann hat das, glaube ich, auch der Nikolas mal ein bisschen erwähnt. Hast du es jetzt oft genug erwähnt? So, das war schon ja. Wirklich. Also ich kannte deine Firma, die Bewuta IT, kannte ich lange, bevor ich überhaupt irgendwie von dir oder irgendwas gehört hatte. Ich wusste, dass es die gibt, aber was sie dann genau macht, keine Ahnung, aber irgendwie es wurde immer positiv erwähnt sozusagen. Ihr seid doch die ihn in den Anzug gesteckt und nach Italien geschickt habt zum Präsentieren von irgendwas. Nein, das war nicht. Ist tatsächlich okay. Hängen geblieben. Nein, das war. Das ist hängen geblieben, ja. Nein, oh Gott. Nein, also zum einen muss man sagen, hat das mit der positiven Erwähnung der Bewuta deutlich angefangen, deutlich bevor er angefangen hat, für die Bewuta zu arbeiten. Noch zu Zeiten, wo er Angestellter der Uni war. Dann hat er vor einige Monate für das Unternehmen Sekels gearbeitet. Das ist so ein klassischer Mittelständler, die so magnetische Abschirmungen machen und mit speziellen magnetischen, ferromagnetischen Materialien handeln. Und die waren die ihn in den Anzug gesteckt und nach Italien geschickt haben. Also das würde mir, also zum einen haben wir keine Kontakte nach Italien und zum anderen, wann ich das letzte Mal eine Anzughose zur Hand genommen habe oder einen Schlips, da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Also ich trage gelegentlich ein Hemd, noch seltener ein Jackett, aber das vor allem, wenn es halt kalt ist, damit man was vor oben drüber hat. Aber eine Anzughose oder einen Schlips sind mir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nahe gekommen und ich habe auch absehbar nicht vor, das wieder zu tun. Da treten wir ganz anders auf und das war, auch als reiner Tierwahl, das war deutlich legerer. Das war schon alles okay. Dass wir inzwischen nicht mehr so oft Erwähnung finden, das hat mich auch, finde ich eigentlich schade. Also bevor ich ihn bezahlt habe, hat das funktioniert. Während ich ihn bezahlt habe, hat er uns gerne lobend erwähnt. Aber jetzt ist, obwohl wir persönlich nach wie vor in engem Kontakt stehen, er war vor 2 Tagen noch hier, ist das irgendwie bei MINT.Korrekt irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Aber mal gucken, was da noch kommt. Na gut, vielleicht ist es ja, ne? Bei Geld hört die Freundschaft auf. Wer weiß, vielleicht hat das doch gewirkt. Nein, ich bin aber, Katze. Ja, aber ich möchte was ganz anderes machen. Ja. Ich möchte jetzt mit euch das Spiel spielen, weil du ja gerade Schlipshose und Krawatte und so weiter angesprochen hast. Ich packe meinen Koffer für Baikonur. Was hast denn du da reingetan? Meinst du tatsächlich, also was in meinem wahrhaftigen Koffer für Baikonur drin war? Mhm. Ich habe jetzt so viel. Lars, magst du anfangen? Dann kann ich noch einen Moment nachdenken und mal gerade durchatmen. Klamottenmäßig war es bei mir äußerst simpel eigentlich. Ein paar Hosen, ein paar kurze Hosen, Haufen T-Shirts, Unterwäsche, Socken. Und der Rest war Technik, wirklich zum allergrößten Teil und ein Kulturbeutel. Ich habe mich nicht groß auf Regen eingerichtet. Ich hatte zwar eine Jacke dabei, die so halbwegs wasserdicht ist, aber ich hatte mir die Klima- und Wetterverhältnisse da angeguckt für Baikonur und das sah eher unwahrscheinlich aus und das haben wir da in der Gegend auch nicht gehabt. Regen hatten wir nur mal in Astana. Und der Rest, Technik, Kameras, Aufnahmegeräte, also 2 Notebooks, 3 Kameras, 2 Notebooks, Kameras und 3. Also ich fange nochmal an. 2 Notebooks, 3 Kameras, 2 Aufnahmegeräte, ein Headset, noch einen Haufen Ohrhörer, ein Reportagemikrofon, ein Stativ, so ein kleineres Stativ, so ein Gorillapod war noch dabei. Und das waren so jetzt die Sachen, die wirklich mir gerade offensichtlich einfallen. Damit war allerdings auch schon einiges an Volumen zusammen. Das kann ich mir vorstellen. Hast du die Gewichtsgrenze gerissen? Ich kam knapp dran. Wir hatten es gibt ja diese Geschichte, wir durften bei der Lufthansa 24 Kilo
Also in den Gepäckraum schmeißen und 8 Kilo Handgepäck dabei haben. Und dann gibt's, was mich im Prinzip so ein bisschen mitgerettet hat, ich wusste das vorher gar nicht, man kann noch so eine Art Handtasche dabei haben. Also im Prinzip nochmal so eine Notebooktasche extra. Die habe ich auch nochmal ziemlich vollgestopft und die hat keiner kontrolliert. Also gewichtsmäßig und so. Aber tatsächlich so, das Handgepäck für die Kabine war 8 Kilo erlaubt und wir haben es mit einer Gepäckwaage am Kölner Hauptbahnhof gewogen. Ich war auf 8,0 Kilo. Da gibt es auch irgendwo einen Tweet zu, glaube ich. Ja, den habe ich gesehen, der ist gut. Das war wirklich, wirklich viel Glück. Bei dem innerkasachischen Flug wurde das dann von Astana nach Kyzylordar reduziert auf 20 Kilo. Dann sind wir mit einer anderen Fluggesellschaft zurückgeflogen von Kyzylordar nach Astana, also nach dem Raketenstart. Da kamen wir ein bisschen ins Schwimmen, da waren nur noch 15 Kilo erlaubt und das haben also einige aus unserer Reisegruppe gerissen, ich sowieso ganz locker. Und das haben wir dann so geregelt, dass ja unser Guide, der so ein bisschen so ein Schlitzohr war, muss man sagen, der Jakob, der hat dann so die Leute davon überzeugt, holt in diesen Sicherheitsbereich nochmal eben 2, 3 Leute dazu. Die haben weniger Gewicht da drauf und dann reichte es, wenn der Mittelwert passte, über 3, 4 Leute. Und allerdings bei dem Flughafen hat Pablo Übergewicht bezahlt für sein Gepäck. Das waren enorme Summen, ne, Pablo? Oh ja, das war in, Gott, wir haben ja insgesamt über die Reise mit 3 verschiedenen Währungen hantiert. Das war ein Rubel und... nee, das war ein Tenge. Ach, das stimmt, nein, du hast ja recht, das war ein Tenge. Und es waren, glaube ich, umgerechnet sowas wie 4,50 Euro. Also so viel, also die haben tatsächlich sowas wie 1 Euro pro Kilo berechnet. Also ich kenne aus Europa, ich meine, da wären das typischerweise sowas wie 20 oder 30 Euro pro Kilogramm, wenn ich da gerade nicht falsch liege. Und ja, die wollten 4,50 Euro von mir haben. Insofern war das am Ende, Lars stand ziemlich der Schweiß auf der Stirn, weil eh irgendwie, ne, dir ging es in dem Moment nicht so gut, glaube ich. Und ja, und ich habe mich meinem Schicksal ergeben und mal gefragt, irgendjemand meinte auch schon, es wäre nicht so teuer und dann zeigte sich tatsächlich, es war am Ende ein Apfel und ein Ei. Habe ich dann noch mit der Kreditkarte bezahlt, weil ich hatte, glaube ich, in dem Moment gar keine Tenge. Also ich hatte nicht mal die passende Währung, weil es war überhaupt nicht absehbar, dass, also keiner von uns hat damit gerechnet, auch nur noch 1 Cent zu brauchen an der Stelle. Ja, aber es ging. Wir hatten am Abendessen vorher und mit dem Taxi zum Flughafen hatten wir so kalkuliert, dass wir möglichst wenig einheimische Währung übrig haben und haben im Prinzip dem Taxifahrer, der uns zum Flughafen gebracht hat, den gesamten restlichen Bestand an Tenge gegeben und dann noch so ein paar Euro obendrauf, wo er nicht glauben konnte, dass 2 Euro bei denen sowas ungefähr 800 Tenge bedeutet. Da mussten wir ziemlich überzeugen, aber das hat dann auch geklappt. Aber ja, du sagst gerade, mir ging's nicht gut. Ich hatte, zum einen fing ich an zu kränkeln, was ja dann in der Woche nach der Reise durchgestartet ist. Zum anderen war ich mit dem ganzen Gepäck einfach hyper nervös. Ich fliege so selten, ich habe da keine Routine, ich will alles richtig machen, ich will nichts aufhalten, ich bin da total verkopft. Und ich wusste genau, bei 15 Kilo, jetzt geht's richtig in die Probleme. Und ja, ich war in dem Moment einfach gestresst, total gestresst und mir wäre es fast lieber gewesen, hätte ich den Preis vorher gewusst, dann hätte ich diese Sache mit dem Durchmitteln und so gar nicht gemacht, sondern ich hätte fast gesagt, die 5 oder 10 Euro wäre irgendwo für meinen Kopf wahrscheinlich viel einfacher gewesen, als da die ganze Zeit total nervös rumzuhippeln, also mich machte das gerade in dem Moment ziemlich kirre und dann war das eigentlich total einfach gelöst. Ich musste aber dann sehr lachen, dass du irgendwie nur 4,50 Euro bezahlt hast. Ich glaube, das ist auf der Reise häufiger vorgekommen, dass manche Sachen erst irgendwie ganz schwierig erschienen und letztlich sich irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst haben. Es gab immer wieder Situationen, Und uns vermittelt hat, dass es jetzt irgendwie ganz, hier geht's nicht weiter und die Pässe fehlen und wir dürfen nicht durch oder wir dürfen keine Fotos machen und letztendlich hat sich davon überhaupt nichts bewahrheitet. Am Ende ging irgendwie alles, also abstruse Sachen bis zu unserem Guide, der irgendwie hinterm Crewbus der Astronauten stand. Also der ist während des Walkouts den Astronauten bis auf, ich weiß nicht, 1 Meter oder 2 nahe gekommen. Also auf dieser Reise war quasi alles möglich.
Ja. Ich muss euch mal wieder einfangen, meine Herren. Ich finde das ja total, also ihr entwickelt eine Dynamik, eine Gesprächsdynamik, die, die ich sehr genieße. Aber wir waren noch beim Kofferpacken auf dem Hinweg. Ihr seid schon quasi auf dem Rückweg gewesen. Jetzt wart ihr bei dem Crew-Coming-Out da. Coming-Out, Quatsch, wie heißt das? Roll-Out, auch nicht. Egal. Ja, aber Walkout, coole Astronauten sind doch auch, oder? Also ja, aber ich würde gerne nochmal, weil Lars hat gerade gesagt, zwei Aufnahmegeräte, zwei Laptops, ein Headset, komischerweise. Hast du alles doppelt eingepackt, weil du wirklich die Sorge hattest, wenn irgendwas schief geht, ich bin da hinten quasi am Ende der Welt, da gibt's nichts zu kaufen, ich muss mich so pampern, absichern, dass nichts schief gehen kann? Oder warum ist das alles so viel? Das war ein wichtiger Punkt dabei, weil ich die Sache mit dem Crowdfunding und ich in dem Moment ja mit fremdem Geld hantiere, mich extrem verpflichtet fühle zu sagen, okay, ich will das und das und das machen auf dieser Reise und dann am Schluss zu sagen, ja, ihr habt mir zwar einen Haufen Geld dafür gegeben und ging aber nicht, weil von dem Notebook war die Festplatte kaputt und ja, da konnten wir dann halt nichts machen. Hätte ich selber als Geldgeber für so ein Projekt gesagt, okay, das hätte eigentlich nicht sein sollen. Und deswegen, ich habe das zweite Notebook nicht einmal auspacken müssen, aber es war für genau diesen Zweck da. Es war komplett dafür ausgestattet, dass man zur Not auch damit hätte podcasten können. Zweites Headset hatte eben Pablo im Gepäck, er hatte das gleiche auch nochmal dabei. Zwei Aufnahmegeräte, ja, das eine war in dem Moment von Pablo, das hatte er mir vorher zugeschickt, damit ich mich damit vertraut machen kann. Das andere war mein eigenes. Und ja, dass man im Prinzip, selbst wenn einmal eine komplette Geschichte ausfällt, man mit dem Zweitsatz arbeiten kann. Das war die Idee, ja. Okay. Pablo, du musst mir jetzt nicht sagen, wie viele Unterhosen du eingepackt hast und ob du eine Zahnbürste dabei gehabt hast. Aber hast du auch Technik mitgenommen außer dem Headset? Also Zahnbürste vergesse ich tatsächlich sehr regelmäßig und habe ich dann auf dem Rückflug vergessen. Ich habe tatsächlich meine elektrische Zahnbürste im Hotel in Astana gelassen. Also da hast du quasi genau ins Schwarze getroffen. Technik, ich hatte jetzt längst nicht im Umfang wie Lars dabei, weil diese ganze Podcast-Produktion, davon habe ich ja bis heute nicht wirklich Ahnung. Das Headset haben mir freundlicherweise die Kollegen von MINT.Korrekt geliehen. Ich hatte ursprünglich Reinhard gefragt. Der hatte mir das zugesagt und Nikolas hat es mir dann zugeschickt, weil das Ding bei ihm lag eben ein weiteres der legendären Beyer Dynamic DT297, besser bekannt als Tim Pritloff Gedächtnis-Headset. Übrigens das Modell, mit dem ich auch gerade sende. Allerdings nicht mehr das von MINT.Korrekt, das haben sie inzwischen wieder. Ja, also Headset hatte ich dabei, ich hatte an Technik noch dabei, mir eine relativ neu gekaufte Kamera, Panasonic Lumix FZ1000, die mir gute Dienste geleistet hat und mein Notebook, einen Lenovo ThinkPad X250, auf dem eben ein Debian Linux läuft und das ist mir ein sehr treuer Begleiter, das hat mich von Teneriffa bis Kasachstan inzwischen schon an viele Ecken begleitet. Das ist so mein Arbeitsross. Welche Art von Backups und Sicherheitsmaßnahmen hattest du dabei? So eine Reiseapotheke mit allerlei Mittelchen, die man vielleicht mal brauchen kann, Mückenspray oder also ich stelle mir halt vor, da ist so ein Land, von dem man relativ wenig weiß. Gut, der Lars, der hatte jetzt schon recherchiert, hast du dir eine Packliste geschickt vielleicht sogar in seiner Umsicht, könnte ich mir das direkt vorstellen. Wie bereitet man sich auf sowas Unbekanntes vor? Das ist so, was ich irgendwie für mich so ein bisschen rauskriegen möchte. Also in die Packliste hat er mir keine geschickt, kann ich mir auf der einen Seite bei seinem Grad der Organisation total gut vorstellen, auf der anderen Seite finde ich Lars als auch gleichzeitig als einen sehr zurückhaltenden Menschen. Ich glaube, Lars hätte das als Übergriff verstanden. Also ich glaube, auf der einen Seite wäre ihm das sicher ein leichtes gewesen, auf der anderen Seite, glaube ich, würde er das einfach nicht tun, weil er nicht, mich hätte es nicht gestört. Es hätte mir wahrscheinlich vielleicht nochmal vor Augen geführt, dass ich vielleicht doch eine Jacke haben will. Ich bin irgendwie von
gutem Wetter ausgegangen, irgendwie wie ganz selbstverständlich, und hatte mich nicht so gut informiert. Hatte dann keine Jacke dabei, was sich an einem Tag in Astana etwas unglücklich gezeigt hat, weil da hatten wir teilweise 15 Grad und Regen. Ich hatte keine Jacke dabei, ich hatte einen Hut bereitgelegt, hatte den Hut dann aber letztlich nicht eingepackt. Der ist dann irgendwie in der Abreisehektik irgendwie auf dem Bett liegen geblieben. Kurze Hosen besitze ich nicht, und diese Kombination aus kein Hut und keine kurzen Hosen, das hat mir, glaube ich, sicher zu meinem Hitzschlag an Tag 1 in Baikonur beigetragen. Also das war so ein bisschen unglücklich. Also von daher war ich nicht so gut vorbereitet. Was Redundanz angeht, ich hatte zwei Handys dabei, weil ich eben schon die Ahnung hatte, dass ich eben meine geschäftliche Nummer, ich wollte erreichbar sein für den Fall der Fälle. Auf der anderen Seite wollte ich ganz klar das Internet nutzen und mir dort eine Karte holen. Keins meiner Geräte ist Dual-SIM-fähig, deswegen waren da zwei Handys, was ja gleichzeitig mir die Möglichkeit gegeben hätte, auch wenn eins kaputt geht, auf das zweite auszuweichen. Also das war die einzige Stelle, wo ich mehr Equipment dabei hatte, als vielleicht zwingend gewesen wäre. Muss man, weil du gerade Handy erwähnst, denke ich sofort an Ladegeräte, braucht man irgendeinen Stecker für so einen Adapterstecker für Baikonur, oder passt unser Euro-Stecker da irgendwo in die Wand? Die haben tatsächlich genau den gleichen Typ wie wir. Ich glaube, es ist Typ F. Bin ich etwas auf schwierigem Terrain. Aber nee, es ist genau die Schutzkontaktstecker, ganz genauso wie wir sie hier auch haben. Also das, jeder deutsche Stecker findet dort ganz genau irgendwie eine Möglichkeit, sich einzustecken. Also das war sehr, sehr angenehm, unkompliziert. Gleiche Frequenz ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, die Russen arbeiten eigentlich mit 60 Hertz, aber soweit ich das gesehen habe, war sowohl in Astana als auch in Baikonur alles 50 Hertz. Also unsere Technik hat da einwandfrei funktioniert. Genau wie hier. Ab wann war dir denn klar, Pablo, dass du auch ins Mikrofon sprichst während der Reise? Das war ganz lustig. Ich hatte mich mit jemand anders über Podcasting unterhalten und dass ich vielleicht nochmal über Tschernobyl erzählen möchte in einem Podcast, weil ich mal nach Tschernobyl gereist bin. Das ist so ein anderer wichtiger Punkt auf meiner Bucketlist. Und vielleicht auch irgendwann mal über die Reise nach Baikonur erzählen wollte. Und dann wollte ich Lars eigentlich fragen, ob wir nicht im Anschluss an die Reise mal eine Episode zusammen aufnehmen, um so unsere Reise, unsere Erfahrungen zusammenzufassen. Ich glaube, das war quasi ein Missverständnis, oder? Lars, das ist bei dir, du hast das anders gepasst, bei dir kam das anders an. Ich gebe zu, ich war jetzt für einen kleinen Moment vom Chat abgelenkt. Kannst du mir die letzten zwei Sätze nochmal eben sagen? Ja, gerne. Wie wir dazu gekommen sind, während der Reise zu podcasten. Ich hatte dir ja einen Vorschlag gemacht, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ich hatte nur eine Episode im Sinn und du hattest aber, glaube ich, gleich vor Augen, dass wir tatsächlich während der Reise berichten. Korrekt? Also Podcast war ja im Prinzip geplant. Es gab die Idee, einen Podcast zu machen, wobei der Umfang mir selber in dem Moment nicht klar war. Und ja, das war wahrscheinlich so ein kleines Missverständnis. Ich habe mir in dem Moment sofort vorgestellt, dass wir abends das tun würden, was wir dann auch gemacht haben. Dass wir uns abends darüber unterhalten, weil das eben sehr viel weniger steif ist, als wenn ich alleine versuche, irgendwie mich daran zu erinnern, was war denn jetzt eigentlich, und ein Skript runterrassel. Also man hört es bei dieser einen Episode, die ich am Schluss in Köln aufgenommen habe, die ich alleine aufgenommen habe. Die ist in dem Podcast, wenn man diese Episoden durchhört, ist dieses eine Ding ein totaler Fremdkörper im Nachhinein. Also ich ärgere mich fast, dass ich sie gemacht habe. Aber die erste war doch auch, und die erste und die zweite sogar. Also ich kann mich erinnern, dass ich aus Hörerperspektive zwischendurch mir mal gedacht habe, ich hätte ja gerne mal den Pablo gehört, aber der hat bestimmt keine Lust. Und ich habe mich dann irgendwann gefreut wie ein Schnitzel, als ich dann endlich mal soweit war, dass er dann auch zu hören gewesen ist. Und ja, doppelt habe ich mich gefreut, weil euer Gespräch so, das war ja wie, als hättet ihr noch nie was anderes gemacht, als so flott miteinander zu reden. Also da war ja kein
kein Kennenlernen, kein Warmmachen, kein Fremdeln mit der Technik und der Situation. Das war ja gleich ins Volle und das hat sofort gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Ja, darüber habe ich mich allerdings auch extrem gefreut, weil das war wirklich auch so eine Sache, mal gucken, wie das klappt. Aber ich war mir schon sicher, dass es besser klappen, interessanter werden würde, als wenn ich jetzt, als wenn ich das jetzt jeden Abend alleine mache. Dass das allerdings dann so dynamisch wurde und dann später auch mit dem Peter noch, wo wir dann zu dritt weitergemacht haben, das war schon klasse. Aber es gab nur eine Episode mit mir alleine und das war quasi die Nullnummer. Die zweite Episode war schon, ja, das, die zweite Episode war schon zusammen in Astana. Ja. Das, okay, dann komme ich mit dem Video durcheinander. Du hast ja auch ein YouTube oder zwei YouTube-Videos im Vorfeld gemacht. Das waren dann Solo-Geschichten. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich in meinem Hirn ein bisschen durcheinander gebracht. Du hast ja, das auch per Video begleitet. Die Nullnummer war tatsächlich Lars alleine. Lars hatte mich da auch schon gefragt, ob ich nicht dazukommen könnte. Es war aber für mich tatsächlich mit dem mit der Technik, die bis dato für mich komplett neu war. Ich habe nie selber aufgezeichnet und mein Rechner war dafür auch nicht entsprechend eingerichtet. Also ich habe dann auch den Anspruch, dass es eine gute Qualität sein soll. Ich hätte mich mit dem H6 vertraut machen müssen. Ich hätte es irgendwie alles interfacen müssen und das war... Und ich war auch ziemlich im Stress vor der Reise und da habe ich dann Lars gebeten, noch vielleicht die Nullnummer eben alleine einzusprechen und dann mit dem festen, zu dem Zeitpunkt dann schon mit dem festen Vorsatz täglich zu senden. Also das haben wir schon noch vor der Reise uns darauf verständigt, dann sehr bald, nachdem diese Idee grundsätzlich zusammen aufzunehmen im Raum stand, hatten wir uns dann bald darauf verständigt, tatsächlich täglich was aufzunehmen. Das Ganze und das, was ihr auch produziert habt, das folgt ja wirklich so einem dramaturgischen Faden sozusagen. Ihr nähert euch ganz langsam dem Höhepunkt und zwischendurch gibt es aber immer so Zwischenhöhepunkte sozusagen. Also in Astana angekommen, seid ihr erstmal ganz begeistert von der kasachischen, sagen wir mal, Kultur, Lebenswelt, die ihr da kennengelernt, diese große Moschee, die da irgendwie so mittendrin so raumgreifend ist und die Stadt prägt, aber genauso diese bunten LED-Lampen und so weiter. Also ihr habt das alles so wahrgenommen und so begeistert geschildert und dann kam halt der Weg nach Baikonur und dann, oh, wir sind jetzt wirklich da und jetzt kann es allen nichts mehr passieren und so. Und dann nochmal dieser Start. Also es wurde quasi auch von Mal zu Mal nochmal gesteigert, bis dann das große Finale war, wie, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann kam noch so ein sehr emotionaler Moment. Also diese ganze, ich habe an einem Samstagnachmittag habe ich mir das so in längerer Zeit mal durchgehört, nochmal, obwohl ich das alles schon mal gehört hatte, aber ich war gleich wieder gefangen und mittendrin. Also ich habe es wirklich geschafft, da so eine quasi einen dramaturgischen Faden zu spannen, wie es besser eigentlich gar nicht, wenn man es gewollt hätte, wenn man es geskriptet hätte, nicht besser hinkriegen konnte. Hat euch einfach die Reise so geholfen dabei oder wie ist das gekommen? Gibt es da irgendeine Erklärung für? Hoppla, da war in dem Sinn eigentlich keine Hilfe nötig, zumindest aus meiner Sicht. Also ich habe einen Zettel mit Stichworten gehabt, wenn wir gepodcastet haben, um nichts zu vergessen. So, das war alles, was es an Skript gab. Also ne, da stand dann drauf sowas wie Moschee, Häuserbeleuchtung, solche Geschichten. Wie wir uns, oder also ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen, Pablo sagt sich ja gleich noch was dazu, aber genau diese Dramaturgie habe ich selber ja auch so empfunden. Ich komme nach Astana und in dem Vorfeld habe ich schon gesagt, oh, ich bin wohl gespannt auf die Hauptstadt, aber ich glaube, ich werde total aufgeregt sein, dann auf den Start hinfiebern und hoffentlich weiß ich das eigentlich zu schätzen, was ich in Astana erlebe. Und es war zum Glück so, dass ich mich zwar auf den Raketenstart und dieses Finale, diesen Höhepunkt so richtig freuen konnte, dass das aber das andere nicht gemindert hat, sondern ich konnte das richtig genießen und habe das in dem Podcast einfach erzählt. Genau so, wie ich das erlebt habe.
Ja, und diese Steigerung nach Baikonur hin und dann das der Rollout der Rakete, das Aufrichten der Rakete und dann später der Start, diese Steigerung war in dieser Reise einfach drin. Da brauchte man nicht noch irgendwas forcieren oder steuern, das war einfach da. Das finde ich auch im Nachhinein an dieser Reise wirklich großartig, dass die ganze Zeit so viel war, auch wenn es zwischenzeitlich echt anstrengend war. Aber ja, der Podcast hat gezeigt, oder in dem Podcast ging es so, zumindest aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe. Ja, ich glaube auch, das Skript haben am Ende andere geschrieben, also der Reiseveranstalter und Roskosmos und wer da so drumherum war, weil wir haben uns dem gefügt, was man uns vorgegeben hat. Also wir sind ja ein bisschen früher angereist, hatten dann erstmal ein ganz schönes Jetlag, mussten da erst wieder irgendwie rauskrabbeln, dann ging es aber irgendwie, als wir uns einigermaßen eingefunden hatten, eben mit der Stadtrundfahrt in Astana weiter. Die Reise nach Baikonur, der Rollout, eben die Dinge, die Lars da erzählt hat, das ja, war ja gar nicht unsere Entscheidung. Und wir haben halt die Dinge erzählt, die andere für uns ein Stück weit geplant haben, die wir erlebt haben. Und ja, das war am Ende, hat die Reise das Skript geschrieben. Und ich glaube, das, ja, aber schön. Mich freut es sehr, Martin, dass du dass du da so begeistert von bist und dass du es dir tatsächlich ein zweites Mal angehört hast. Also das, ich habe gerade ganz schön große Augen gemacht. Also es sind ja, glaube ich, über 10 Stunden Material. Ja, also, das dauerte lange. Ja, also wie gesagt, ich habe auch schon 8 Stunden Podcasts gehört, so ist es nicht. Also, aber ja, Hut ab. Ich habe noch nie so viel Material zweimal gehört. Also das ehrt mich, es ehrt mich sehr, dass du dir da so, und freut mich sehr, dass du dir da noch, also dass das so eindrücklich war, dass du dir da nicht nur einmal, sondern zweimal die Zeit für genommen hast. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es kamen auch noch überraschende Wendungen hinzu. Ihr hattet ja gedacht, Baikonur sei eine sterbende Stadt, so eine, so, dass da die Dustbins, wie heißen diese Dinger da, diese, du hattest den Dust Devils über die Prärie ziehen und alles so ein bisschen wie, ich habe gerade so eine Szene aus so einem Italo-Western irgendwie, da spielt irgendwie so eine Mundharmonika und die Saluntür hängt schief in den Angeln. Also, natürlich sieht es da nicht so aus, aber er war da mit der Erwartung hingefahren, dass es jetzt wirklich, also Astana ist die lebende Metropole und da in Baikonur ist der Hund begraben. Und dann kommt er da hin und erlebt die Stadt ganz anders. Also da war auch nochmal so ein, wie, wenn man es inszeniert hätte, hätte man es so schreiben müssen eigentlich. Und zack, erlebt ihr da das sind sogar Kinder. Ja, hör mal, da gibt es Kinder. Das war so schön. Ja, es ist, also mich haben nicht die Kinder an sich überrascht, sondern die Menge der Kinder, weil ich habe das wirklich als so eine funktionale Retortenstadt erwartet. Ich hatte so, ja, ich will nicht sagen Luftaufnahmen gesehen, aber was ich von außen so gesehen hatte, wenn man die Fotos der einzelnen Monumente mal eben beiseite lässt, war nicht wirklich schön, oder also es sah jetzt nicht so aus für, boah, das ist aber eine schöne Stadt, die muss ich mir unbedingt mal angucken, wäre jetzt so nicht unbedingt mein Favorit gewesen. Was wir dann gesehen haben, sobald man von dieser Hauptstraße, von diesem Boulevard wegging, wirkte es teilweise so etwas marode, da gab es Löcher in der Straße und auch Löcher, die im Prinzip so mehr oder weniger offenbar in die Kanalisation führten, also es hat so Sachen von Verfall, und der erste Abend war so, ja, so habe ich mir das in etwa vorgestellt. Als wir dann am nächsten Abend ein bisschen mehr Zeit hatten, uns da umzugucken und diesen Boulevard lang gelaufen sind, da war richtig Leben. Das, also mir kam es wirklich so vor wie ein Ferienort am Meer, so ein Urlaubsort, wo die Leute abends noch so ein bisschen am Shoppen sind und irgendwo was essen gehen und sich gerade einfach gut und entspannt gehen lassen. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Das ist natürlich jetzt ein extrem kurzer Ausschnitt, den wir erlebt haben. Ich habe keine Ahnung, wie es der Stadt an sich geht, aber dieses Gefühl, diese Atmosphäre, die ich da erlebt habe, die war völlig anders als das, was ich erwartet und vielleicht sogar befürchtet hatte. Das hat Spaß gemacht, da rumzulaufen, und damit hatte ich nicht gerechnet.
Pablo, wie war das für dich? Ja, ganz ähnlich. Also eben auch diese Vitalität der Stadt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass da eben, ja, dass es eine Schlafstadt ist, dass da Leute vielleicht hinpendeln, also dass da ganze tatsächlich, also Martin, du sagtest, dass dich scheint das mit den Kindern nicht so überrascht zu haben. Mich tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass da, aber da leben halt die Techniker für die Raumflüge und vielleicht auch vor allem eben zu dem Zeitpunkt, wenn halt gerade was ansteht, aber dass das tatsächlich eine vitale, funktionierende Stadt ist mit, ja, wo ganze Familien leben, wo es irgendwie nicht zu knapp lokale Infrastruktur gibt mit vielen Restaurants und Geschäften und ja, also eine mittelgroße Stadt, wie es sie im Prinzip auch in Deutschland geben könnte, also was Lars sagte, so ein bisschen so eine Ferienstimmung, was glaube ich aber auch im Wetter lag. Wir hatten abends so, wir hatten so laue Sommernächte. Also es war so, so Sommerwetter. Es wurde dunkel, es waren, weiß ich nicht, gute 20 Grad. Es war immer noch warm, aber es war deutlich kühler als am Tag. Es war vergleichsweise angenehm. Und irgendwie Alleen, es standen Bäume rum, es gab die Möglichkeit draußen zu essen. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, auch mal ein paar, oder könnte mir gut vorstellen, durchaus mal ein paar Wochen in Baikonur zu sein, einfach um dieses Lebensgefühl noch besser mitzunehmen. Zumal alle paar Dutzend Meter irgendwelche Raketenmodelle oder andere Statuen ausgestellt sind, es Bilder von Raketenstarts an den Wänden gibt. Also es ist, also dieser Raumfahrtbezug ist wirklich an jeder Straßenecke zu sehen. Also es ist so ein bisschen auch ein Freilicht, also auf der einen Seite eine vitale Stadt, auf der anderen Seite ein Freilichtmuseum. Also es ist, ist verrückt. Schön. Ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Freilichtmuseum. Ist aber teilweise eben auch wohl, so wie ich das wahrnehme, eine bewusste Entscheidung, sich dem Tourismus eben zu öffnen. Und man kann dieses, was wir eben gemacht haben, das wird zentral verwaltet und im Prinzip über so verschiedene Reiseunternehmen weiterverkauft. Und man hat dann so die Auswahl von verschiedenen Touren, die von Roskosmos angeboten werden. Und davon haben wir dann eben ein Paket gehabt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass man in Baikonur sich dem schon sehr bewusst aussetzt und sagt, okay, das mit den Raketen, das ist der Grund, weswegen die Leute kommen, da spielen wir ein bisschen mit. Und dieser Boulevard, der hebt sich schon eben von dem Rest der Stadt ein bisschen ab. Wenn man also jetzt eine Parallelstraße zu diesem Boulevard nimmt, da sind diese Raketenplakate und so eben nicht ausgestellt. Was aber verstreut ist über die Stadt, das sind eben diese Monumente, die wir bei der Stadtrundfahrt in Baikonur dann alle besucht haben. Da ist also, ich habe das Gefühl, das ist gerade so im Wandel und ich könnte mir vorstellen, dass in diese Richtung noch mehr passiert, sofern man die Raumfahrt da nicht komplett abzieht. Aber das ist ja so kurzfristig noch nicht zu erwarten. Okay, reden wir über einen Menschen, den ihr aufgesammelt habt, über Peter. Wie ist Peter zum Teil eures Teams geworden? Ich muss etwas ausholen. Peter hat mich mal, als ich bei einer Veranstaltung der ESA in Darmstadt war, angesprochen. Peter ist tatsächlich der erste Hörer, der mich jemals angesprochen hat, so nach, machst du nicht diesen Podcast? Das war tatsächlich in dem Moment für mich auch das erste Mal, dass sowas vorkommt. Und seitdem hatten wir so einen losen Kontakt. Und als ich dieses Jahr zu Ostern mal getwittert hatte, von wegen, ich glaube am 1. April war das, von wegen, ich werde diese Reise machen, hat Peter mit mir Kontakt aufgenommen und fragte, kann man da mit? Also ist das so eine öffentliche Reise? Achso, ich dachte, er fragt, ob es ein April-Scherz ist. Nee, das stand in meinem Tweet dabei, es wäre kein April-Scherz. Achso, okay. und die Info konnte ich dann noch weitergeben und dann hat sich Peter der Sache so mit angeschlossen. Er hatte da von dieser Reise eh schon gehört und das war jetzt dann so ein bisschen der fehlende Schubser, im Prinzip da auch noch mitzufahren.
Und da hatte ich ihm schon angedroht, so, da zerre ich dich mit vors Mikrofon und frage dich aus, warum du die Reise machst und so. Und ja, es war, mir hat das so gut gefallen zu dritt bei dem Ding, das für mich außer Frage war, an den anderen Abenden, wenn Peter Zeit und Lust dazu hat, dass er wieder mit dazu kam. Also mir hat das extrem gut gefallen, einfach am ersten Abend schon zu dritt. War einfach klasse. Ja, ich fand es so cool, das wollte ich weitermachen und Peter hat zum Glück gesagt, ja, mache ich mit. Ihr habt mich noch nicht vergrault, hat er gesagt. Das fand ich so gut. Super cool. Nein, mehr Eindrücke, mehr gut. Also das war einfach noch eine weitere Perspektive auf die Geschehnisse, gerade in Baikonur, wo es ja dann wirklich ums Eingemachte ging. Ja, auch ein total netter Kerl. Wir haben ja eben gestern nochmal in genau dieser Konstellation aufgezeichnet. Ich hatte dann das Vergnügen, dass Peter mir hier im gleichen Raum, ich sitze gerade im Konferenzraum, im großen Konferenzraum der Bewuta, und da saß Peter mir gestern Abend hier gegenüber, waren in dieses Interface hier eingesteckt und konnten dann zusammen aufnehmen. Ja. Das zentrale Element war natürlich der Start der Soyuz-Rakete mit Alexander Gerst an Bord. Ihr habt es tatsächlich also nicht durch ein Medium vermittelt wahrgenommen. Also wir, die wir hier irgendwie ins Fernsehen gucken oder in einen Webstream gucken, wir hören ja auch was und sehen auch was. Aber ihr habt es unmittelbar wahrnehmen können, sofern ihr nicht durch eure Objektive geschaut habt, was ich gehört habe, das teilweise ja auch gewesen ist. Und du, Pablo, hattest von einer Helligkeit dieser Verbrennungsflamme berichtet, wo du gesagt hast, das habe ich so noch bei keiner Übertragung wahrgenommen. Das kann auch keine Kamera beschreiben. Kannst du es vielleicht durch Worte das beschreiben, was du da wahrgenommen hast? Ja, genau. Also erstmal diese technische Komponente. Ich glaube, das hängt einfach mit dem Dynamikbereich zusammen. Ne? Du hast so einen Sensor, der ist irgendwann am Anschlag. Irgendwann nimmt er halt wahr, okay, maximale Helligkeit erreicht. Unser menschliches Auge ist da, glaube ich, ein bisschen flexibler. Und ja, es war einfach ein gleißend helles Licht. Also vielleicht am ehesten vergleichbar mit der beim Schweißen, ja, also der Punkt, wo halt die wo das Metall zusammengeschmolzen wird, wo man ja eigentlich auch nicht mit bloßem Auge reinguckt. Allerdings nicht so unangenehm. Also ich glaube, wer so einen Schweißprozess mal so aus der Entfernung gesehen hat, das ist ja immer sehr, sehr unangenehm, die Flamme oder das Licht, das da ausgesandt wird. Ich habe das als ähnlich hell empfunden, aber eben nicht, man konnte gut hingucken. Also es hat einem nicht gleich die Netzhaut verbrannt. Aber es war, also das Licht auf der einen und eben der Sound auf der anderen Seite, das sind die beiden Faktoren, weswegen ich jedem wünsche, dass er mal die Gelegenheit hat, das selbst zu sehen, weil es ist ganz schwer in Worten zu beschreiben und es ist eben mit einer Kamera nicht einzufangen. Es ist einfach, ja, es ist in dieser Feuerball ist zum einen sehr groß im Verhältnis zur Rakete. Auch das nehme ich auf den Aufnahmen, das ist auf meiner eigenen Aufnahme anders wahr. Es ist irgendwie, es ist deutlich eindrucksvoller. Also es ist einfach ganz, ganz schwer zu transportieren. Es ist ja beeindruckend. Und dass man Geräusche ja nicht nur mit den Ohren wahrnimmt, sondern zum Beispiel auch mit dem Bauch, das kennt ja jeder aus der Disco oder Techno-Bar oder so, dass es durchgeht. Wie ist das mit der Geräuschkulisse? Wo hast du sie wahrgenommen? Im ganzen Körper womöglich? Dieses Erlebnis insgesamt war so intensiv, dass ich dir tatsächlich das gar nicht sagen kann. Also ich habe gefühlt am ganzen Körper, ob uns der Schall, also wie intensiv dieser Schall tatsächlich war. Also ich traue mir keine definitive Aussage zu. Also gefühlt war dieses, gefühlt hat man die Rakete, also man hatte das Gefühl, die Rakete zu spüren. Das schon. Ob das ja, inwieweit man das technisch belegen könnte, weiß ich nicht. Aber es macht definitiv Gänsehaut und es ist ein Geräusch, obwohl die Rakete fast 2 Kilometer entfernt war, ein Geräusch, das einem sehr nahe kommt. Mhm.
ergreift quasi, sie nimmt dich in Besitz oder so, ja. Kannst du das auch so beschreiben, Lars, oder hast du noch andere Dinge wahrgenommen dabei? Ja, ich habe die gleichen Dinge wahrgenommen, habe andere Metaphern gewählt. So diese Flamme habe ich also als einen Ausschnitt Sonne für mich beschrieben, als würde man also jetzt nicht den Sonnenball sehen, sondern so einen ganz kleinen Teil davon nehmen und ja, der ist halt immer noch enorm hell und dieses Geräusch, auch wenn diese Aufnahme eben, die ich da gemacht habe, das den reinen Ton schon ziemlich gut trifft. Ich habe sie auch nochmal über die Stereoanlage laufen gehabt und das war schon am nächsten dran, als ich es mal ein bisschen lauter gedreht habe. Aber es ist ein Gefühl, es ist, oder das Geräusch ist komplett um einen drum. Man hat aber noch nicht den Impuls, sich die Ohren zuzuhalten. Also es ist nicht einfach nur laut, sondern es ist grandios umfassend. Also ich habe Gänsehaut gehabt. Ich weiß, dass ich in dem Moment angefangen habe. Ich fing an zu heulen, das habe ich im Podcast ja auch schon gesagt. Das war einfach der Moment, wo diese ganze Reise auf diesen Punkt, dafür war ich da. Da kam diese emotionale Komponente dazu und ich kriege das, glaube ich, auch nicht sauber getrennt. Aber ich habe die Rakete gesehen, ich guckte zwischendurch von der Kamera einmal hoch, weil ich wollte die Rakete ja auch mal mit eigenen Augen sehen. Ich sehe diesen Zylinder mit diesem unglaublich hellen Punkt da am Himmel. Und das ist ein Anblick, den werde ich nie vergessen, der war irgendwie unwirklich und trotzdem habe ich es gerade erlebt und absolut Wahnsinn. Ja, ihr habt in der Nachbetrachtung diesen Moment auch recht emotional beschrieben und ich glaube, Pablo ist dann relativ schnell auf mehr so technische Aspekte wieder übergegangen, einfach zu sagen, boah, das sind jetzt 310 Tonnen mit 26.000 PS in 8 Minuten auf 400 Kilometer Höhe beschleunigt worden und da oben sitzen drei menschliche Wesen drauf, die wir ein paar Stunden vorher noch quasi auf Armeslänge, nicht ganz, aber so hätten berühren können, so diese Dimensionen, die das eigentlich hat, hast du dann versucht, in Worte zu kleiden. Hast du das verarbeitet bekommen oder ist das eigentlich so, ja, steht es einfach so und man kann es gar nicht richtig fassen? Ich finde das bis heute unwirklich. Also ich glaube, also zumindest mir geht es so, das mögen andere Menschen anders wahrnehmen, aber Dinge, die so sehr über das hinausgehen, was ich im Alltag erlebe, die bleiben bei mir immer so ein bisschen surreal. Die sind nicht so richtig zu greifen. Also mein Alltag, der ist hier und der ist nah und das ist relativ einfach, aber so Sachen, eben auch meine Tschernobyl-Reise. Also wenn ich nicht Fotos von mir hätte, wie ich vor dem Sarkophag stehe, würde ich mir das wahrscheinlich selber nicht so richtig glauben. Also ich brauch Beweise, um mich selber davon zu überzeugen, dort gewesen zu sein. Und das trifft auf die Baikonur-Reise definitiv auch zu. Das einfach irgendwie sich vergewissern zu können, dass sich nicht diesen Umstand sich nicht nur einzubilden. Also so abgefahren ist das für mich, dass ich ja irgendwie Evidenz brauche, dass ich etwas habe, woran ich mich festhalten kann. Ich muss mich kneifen, damit ich es glaube, sozusagen. Ja, ja, genau. Ich muss es spüren, dass es da ist, ja, so sinngemäß. Also ich muss jetzt mal, weil du das zum zweiten Mal, glaube ich, Tschernobyl erwähnst, ich habe jetzt gerade totale Lust, in der gleichen Art und Weise von dir zu hören, wie deine Tschernobyl-Reise gewesen ist. Könntest du die bitte nochmal machen mit Lars und Peter, bitte? Also das, ja, also kann man drüber nachdenken, das ist auch deutlich günstiger. Also wer was Cooles erleben will und der Geldbeutel nicht ganz so tief ist, ich habe
mal, glaube ich, behauptet, Tschernobyl kann man so für 500 € ungefähr, dürfte das gut gehen. Also wenn man es jetzt wirklich günstig haben will, geht das wahrscheinlich auch noch für noch weniger Geld. Aber für 500 € kommt man relativ unkompliziert nach Tschernobyl und zurück. Ist was, was ich definitiv empfehlen kann. Ich habe so verschiedene Podcasts im Kopf, wo ich es irgendwie spannend fände, mal Gast zu sein, und ich hoffe, dass sich da noch was ergibt. Also ich hoffe, es gibt da noch mal die Gelegenheit, bei jemand anders zu Besuch zu sein und vielleicht tatsächlich in einem anderen Podcast oder in einem anderen Podcast sowohl noch mal über die Baikonur-Reise als auch über Tschernobyl mal sprechen zu können. Also wenn das Realität wird, lasse ich euch das gerne wissen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so umfassend. Auf der anderen Seite, wir wollen ja irgendwann zum Raketenstart von JUICE, von dem Satellitenreisen, an dem die Bewuter mitarbeitet. Das ist aber ja noch ein paar Jahre hin. Vielleicht machen wir ja tatsächlich einen Zwischenstopp und reisen nochmal gemeinsam nach Tschernobyl. Also finde ich eigentlich eine schöne Idee. Also ich glaube, das werde ich die Idee werde ich mit Lars und Peter mal drehen. Also vielleicht ist das ja tatsächlich was man dann so 2019 oder 2020 zur Halbzeit einschieben kann. Also wenn ich die Reaktion im Chat gerade deute, solltet ihr das tun. Da wird schon geschrien. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Und meinst du, Peter würde sich dazu auch bewegen lassen? Das ist die Frage an mich gerichtet. Ja, also an beide. Ich dürfte beide antworten. Ich gucke euch beide an. Ich habe keine Zweifel. Ich bin da fest von überzeugt. Ich glaube, den muss man für so eher verrückte Dinge, ich glaube, den muss man nicht zweimal fragen. Wäre mein Tipp. Der Peter, der hat zwischendurch irgendwas, also nicht irgendwas, der hat etwas gesagt, was, ich glaube, er war es so, das wollte ich sagen. Ich glaube, Peter hat das gesagt, was mich hat mich einen Moment lang innehalten lassen und zum Nachdenken gebracht. Und er sagte, die Reise ist körperlich zehrend, aber seelisch nährend. Also ich muss jetzt zwar meiner Physis Gewalt antun, damit ich das ja alles überlebe und überstehe, aber ich nehme dafür für meine Seele, für meinen Geist, für meinen Spirit so viel mit, dass ich da irgendwie auftanke. So verstehe ich das mit diesem Nähren. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so wörtlich gesagt hat, aber der Sinn, glaube ich, kam so rüber. Erste Frage, war es wirklich Peter oder war es Pablo? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, es war Peter. Und zweite Frage, habt ihr es auch so empfunden? Habt eure Seele da was mitgenommen, was der Körper im Grunde dagelassen hat, lassen musste? Lars, magst du? Lars, fang mal an. Ich ringe noch mit Worten. Das ist bei dieser Reise noch so immer noch ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass mein Kopf, das hatte ich auch in unserem Podcast gestern Abend schon beschrieben, mein Kopf eine Woche lang wirklich noch massiv mit Eindrücken beschäftigt war. Dass ich jede Nacht, also ich kann mich erinnern, jede Nacht in der ersten Woche nach der Reise davon geträumt zu haben. Das wurde zwar zunehmend skurril und das will ich auch nicht weiter ausführen, aber also der Kopf hat unheimlich viel mitgenommen und hatte unheimlich viel zu verarbeiten, und die Erinnerung an die Reise, davon mal abgesehen, dass wir zwischendurch eben enorm müde waren, sind davon mal abgesehen wirklich extrem positiv. Das ist eine Reise, bei der ich kaum etwas anders machen würde, bis auf die Facette, ob ich überlegen könnte, hätte ich das mit den Blogbeiträgen irgendwie hinkriegen können. Ich wüsste im Moment noch nicht wie, aber das ist so eine Sache, die mich ein klein bisschen fuchst. Das hatte ich vorher versprochen, dass ich sowas machen würde. Das hat vor lauter Zeit einfach nicht mehr hingehauen. Das wird nachgetragen. Aber das ist so der einzige Punkt, der mich ein bisschen fuchst, und der Rest war einfach durchweg toll. So, das kann ich nicht anders sagen. Es war einfach klasse. Und es war, man könnte, wenn man es jetzt als Urlaub sieht, war es ein Abenteuerurlaub. Es war anstrengend, es war wahnsinnig viel zu tun, es gab wenig Freizeit, aber davon werde ich noch ewig zehren können, ja.
Südlich der Block. Pauschalreise, Abenteuerurlaub, super. Pablo, bitte. Ja. Entschuldigung, ich wollte da gar nicht reingrätschen. Ich wollte gerne Lars bezüglich der Blog-Einträge ein bisschen in Schutz nehmen. Ich war ja, wirklich nah dran und ich weiß, wie wenig Schlaf ich bekommen habe und wie sehr mich das wie sehr mich das mitgenommen hat. Ich würde sagen, Lars hatte im Schnitt nochmal eine Stunde, anderthalb weniger als ich, weil er halt auch immer noch die Post-Production des Podcasts gemacht hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bis auf eine Nacht, wo es gar nicht ging, ist in der Nacht immer noch auch noch der Podcast rausgekommen. Also Lars hat da definitiv an den Grenzen des Machbaren operiert und das mit den Blog-Einträgen war definitiv gut gemeint, aber einfach nicht machbar. Das, ja, also dass er das jetzt noch nachholen will, finde ich sehr schön, aber es war in der Reise nicht. Da manchmal nimmt man sich, meint es gut und nimmt sich zu viel vor, ich kenne das und dann klappt es halt nicht, aber ich hoffe, da hat jeder, der darauf gewartet hat, hat hoffentlich dafür Verständnis. Ich als jemand, der live dabei war, muss sagen, bitte bringt dieses Verständnis auf, weil es ging einfach nicht anders. Ja, ich, der den ganzen Sonntag braucht, um so eine Sendegarten-Episode hier zu umschreiben und hochzuladen und die wenigen Kapitelmarken, die ich da überhaupt reinmache, zu positionieren. Ich frage mich allen Ernstes, Lars, wie du das überhaupt geschafft hast. Es ist mir wirklich ein komplettes Rätsel, wie du die Aufnahme gemacht hast, die Postproduktion, also du hast es ja quasi nochmal durchhören müssen irgendwie. Du hast teilweise noch O-Töne eingeschnitten an die richtigen Stellen, dann hast du das die Metadaten erzeugt und das Ganze dann auch nochmal in Post prozessiert, wahrscheinlich durch Auphonic geschickt, hochgeladen. Mir ist das komplett schleierhaft, wie du überhaupt das geschafft hast und ich habe überhaupt keine, also es stellt sich mir nicht die Frage, ob du noch hättest Blogbeiträge machen können oder nicht. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, da müsstest du dich ja zweiteilen quasi, weil du kannst ja nicht durch die Stadt fahren oder die Monumente anschauen, erleben, aufnehmen, abends das Erlebte durchdenken, durchsprechen, wiedergeben und dann auch die Postproduktion machen und am nächsten Tag wieder. Wann sollte denn auch die Zeit dafür sein? Also so sehr ich es genossen habe, ich kann mich an einen Abend erinnern, wo ich nach Hause gekommen bin und ich habe gedacht, gibt's schon, ich hätte jetzt total Lust, eine neue Folge zu haben. Da bin ich wirklich wie so ein Junkie, habe ich F5, vielleicht kommt es ja gleich, gedrückt und wirklich gehofft und dann kam es tatsächlich auch. Und dann habe ich aller Vernunft zum Trotz, obwohl ich eigentlich längst hätte ins Bett gehen müssen, habe ich dann noch, soweit es irgendeine Verfassung zugelassen hat, mir das dann Neueste auch noch angehört. Und ich war in dem Moment auch, so diese Unmittelbarkeit, also diese Reise auch tatsächlich in ihrem Verlauf so mitzuverfolgen, das hatte ein Erlebnischarakter, das war schon sehr beeindruckend. Also einfach nochmal gesteigerte Form von Podcasting irgendwie. Das waren jetzt zwei Elemente. Also wo hättest du die Blogbeiträge Zeit hernehmen können? Undenkbar. Was denkst du denn wo? Hättest du jetzt auf dem Steuersitz der Buran sitzend, hättest du da deine Blogbeiträge schreiben wollen beispielsweise? Naja, vielleicht ist es nur eine Kopfsache. Also ich weiß nicht genau, wie die Menschen, die das Projekt unterstützt haben, über diese Sache denken. Mein eigenes Gefühl ist, ich habe es versprochen im Prinzip. Ich habe gesagt, ich habe das vor. Bei dem Video hatte ich ja einen Vorbehalt gesagt wegen Bandbreite und Internet, weil Videodateien sind groß. Das wäre bei Baikonur schwierig gewesen. Ansonsten waren die Videos, wo ich mich mal selber aufnehme und erzähle, was war, technisch nicht aufwendig und auch nicht zeitraubend. Da war aber tatsächlich genau das, was ich befürchtet hatte. Da war es dann innerhalb Baikonur, haben wir uns alle anscheinend den gleichen Sendemast geteilt mit der restlichen Presse. Und da war die Bandbreite, die zur Verfügung stand, sehr schwankend. Aber so ein Blogbeitrag mit ein paar Bildern, den hatte ich eigentlich als festes Element mit eingeplant, hatte davon erzählt, dass ich das machen will.
und fühle mich da selber etwas wortbrüchig und das fühlt sich einfach blöd an, weil, wie gesagt, fremde Leute haben mir Geld dafür gegeben, also es war nicht mein Geld. Ich habe gesagt, dafür mache ich dies und das und habe einen Teil meiner Meinung nach eben während der Reise nicht eingelöst und das fühlt sich so für mich blöd an. Ich wüsste im Moment nicht, wo ich es hätte hernehmen sollen. Aber genau, was hättest du denn lassen können? Genau, ja, das aber ist die Frage. Das blöde Gefühl ist trotzdem da. Ja. Von meiner Seite, ich glaube, der Podcast hat einen ganz anderen Umfang, als das sich vorher irgendjemand ausgemalt hat und als es angekündigt war. Ich hoffe, also unterm Strich haben die Leute jetzt einen sehr umfassenden Podcast bekommen und im Nachgang bekommen sie auch noch die Blogbeiträge. Also am Ende des Tages wirst du mehr geliefert haben, als irgendjemand erwarten konnte. Und ich, also aus meiner Warte, finde ich, sollte jeder glücklich sein. Also ich empfinde dich nicht als wortbrüchig. Und ich habe immerhin den größten finanziellen Beitrag geleistet. Genau. Ne? Du musst in erster Linie musst du ja Pablo zufriedenstellen. Und der ist zufrieden. Also, alles ich sag. Super. Was musstest du eigentlich dafür tun, Lars? Hast du jetzt den neuen Firmentrailer besprochen? Nö, das ist. ist ja schon. Sponsoring ist ja ohne Gegenleistung, oder? Na, also die Gegenleistung ist schon das, was Pablo ja im Prinzip gesagt hat, dass die Bewuter halt mal genannt wird, dass wir. Dass die Bewuter da eine gewisse Präsenz hat. Das ist bei Sponsoring nun mal so. Ne, das Logo taucht auf der Homepage kann man es sehen. Ja, das ist beim Sponsoring nun mal so. Mir war ganz wichtig von vornherein, dass ich eben das Projekt insofern inhaltlich unabhängig bleibt. Das war allerdings eine Sache, die Pablo von sich aus beim ersten Gespräch schon gesagt hat. Es ist dein Podcast, du bestimmst, was da reinkommt. Und ja, wir waren da immer auf einer Wellenlänge und haben zumindest so aus meiner Sicht eigentlich nie irgendwie einen Reibungspunkt gehabt, oder Pablo? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und manche Sachen ergeben sich ja auch einfach. Also im Rahmen des Sponsorings hat mir niemand versprochen, dass ich Gast im Sendegarten sein würde. Aber ich glaube, ohne das Sponsoring und ohne die Reise hätte sich auch das zumindest für heute nicht ergeben. Und es sind manche Sachen, ich glaube, es öffnet manchmal Türen. Also es ist, ja, auch wenn jetzt irgendwie über dem Sendegarten nicht das Bewuter-Logo schwebt, freue ich mich sehr, hier Gast sein zu dürfen, meine Geschichte zu erzählen. Und mit ein bisschen Glück erreiche ich Menschen, die ja, die damit was anfangen können und die ja, vielleicht auch bereit sind. Ich habe Lars' Projekt unterstützt und vielleicht gibt es Menschen, die gerne mein Projekt unterstützen wollen und würden da ja auch was zurückkriegen. Sehr schön. Da könntest du vielleicht gleich an der Stelle eine Frage beantworten, die aus dem Chat gekommen ist. Pablo schreibt Blume 7, mich würde mal interessieren, was die Bewuta mit Juice zu tun hat. Darfst du darüber reden? Kannst du darüber reden? Oder lieber? Ja, das ist ja Wissenschaft, öffentlich finanziert und ja, das kann ich tun, soweit ich da im Thema drin bin. Das Ding ist, dass das ein Projekt ist, das wir nicht verantwortlich managen. Das ist für uns eher ungewöhnlich. In der Regel ist es so, dass wir bei Projekten gesamtverantwortlich sind, also an der User-Interface, also an der Anforderungsdefinition beteiligt sind, an der User-Interface-Gestaltung, an dem Projektmanagement. Also wir machen oft sehr, sehr viele Aspekte eines Projektes aus einer Hand. Hier ist es jetzt so, das Juice als Satellit als Ganzes ist ein ESA-Projekt und auf diesem quasi nackten Satelliten, also man spricht da vom sogenannten Satellitenbus, das ist also quasi das Chassis mit dem Hauptcomputer und den Triebwerken, aber ohne wissenschaftliche Instrumente. Für dieses Chassis ist die ESA verantwortlich. Das wird europaweit koordiniert und auf diesem Chassis wiederum sind insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 wissenschaftliche Instrumente. Und eins dieser wissenschaftlichen Instrumente ist das Submillimeter Wave Instrument, SWI kurz. Und dieses SWI wird vom Max-Planck-Institut für Solarsystemforschung, kurz MPS, in Göttingen verantwortlich.
verantwortet. Und jedes wissenschaftliche Instrument hat einen eigenen Computer. Also es gibt den Hauptcomputer des Satelliten, aber jedes dieser 12 wissenschaftlichen Instrumente hat nochmal einen eigenen Computer. Der dient zum Beispiel der Ausrichtung des Instrumentes, aber auch der Prozessierung, der Vorprozessierung der Daten. Also das eigentliche Instrument liefert Rohdaten in den Computer und dort werden diese Daten schon mal aufbereitet, bevor sie dann zur Erde gefunkt werden, weil die Bandbreite zur Erde ist begrenzt. Deswegen versucht man eben nur die Daten zu übertragen, die relevant sind, beziehungsweise in einem Format zu übertragen, dass es möglichst platzsparend ist. Und das ist das eine, also dieser Computer, der quasi das Instrument SVI mit dem eigentlichen Satelliten verbindet. Und auf der anderen Seite hat man das sogenannte Raumsegment, also das, was im All fliegt, im Weltraum. Und auf dem das Gegenstück dazu ist das sogenannte Bodensegment. Da gibt es halt auch wieder analog die großen Antennen und die Bodenstationen, die diese Daten entgegennehmen. Dafür sind wir nicht direkt verantwortlich. Aber diese wiederum übergeben die Daten an ein Stück Software, das diese Daten wiederum an das Institut weiterleitet. Und auch an dieser Softwarekomponente sind wir beteiligt. Also sowohl die Komponente im All als auch die Komponente am Boden, die sich jeweils mit dem SWI beschäftigt. Wenn das technisch noch ein bisschen mehr interessiert, darunter läuft keine klassische CPU, also so ein Intel- oder ARM-Chip oder sowas, wie wir das in unseren Computern und Handys haben, sondern da läuft ein sogenannter FPGA, also ein frei programmierbarer Chip. Und in diesem frei programmierbaren Chip wiederum wird die Logik einer CPU, nämlich eines eines Sun-Chips geladen. Jetzt habe ich mich selber, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Spark, genau. Spark heißt die Architektur von Sun. Genau, da wird diese Spark-Architektur in diesen FPGA reingeladen. Also dann ist das wieder eine CPU und die wiederum programmieren wir direkt ohne Betriebssystem. Also da wird dann direkt Code auf diesem synthetischen Spark ausgeführt. Also wer jetzt die letzten 2 Minuten nicht folgen konnte, das ist sehr in der Informatik-Ecke verankert und aber wir haben ja viele Technikinteressierte in der Podcast-Welt. Insofern hoffe ich, dass diese Information zumindest dem einen oder anderen ein bisschen weiterhilft. Ansonsten, wen das im Detail interessiert, kann gerne mal mit uns Kontakt aufnehmen. Vielleicht schaffe ich es denjenigen, der da von unserer Seite dran programmiert, zu dem Reiseabend einzuladen. Also vielleicht kommt der Felix Winkelmann, der da an Juice arbeitet. Vielleicht schaffe ich es, dass er zum Reiseabend dazu kommt. Aber das kann ich nicht versprechen, weil da muss ich ihn erstmal fragen. Ja, das solltest du wirklich tun vorher. Das stimmt. Ja. Es gibt im Chat noch eine Anschlussfrage. Ich weiß nicht, ob die hier zu beantworten ist. Kam denn das MPS direkt auf die Bewuta zu? Fragt Blume 3. Das MPS kannte bereits den Felix Winkelmann, der auch einen Compiler geschrieben hat. Also wer ein bisschen mehr über Felix Winkelmann wissen will, lohnt sich mal nach Chicken Scheme zu suchen. Da findet man einen Wikipedia-Artikel über sein lange primäres Projekt. Das ist ein Projekt, das erste Taufe gehoben hat. Das ist ein Compiler. Und insofern, Felix als solches hat eine gewisse Reputation und da muss man sagen, da ist man primär auf Felix zugegangen, aber Felix als Bewuta-Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, aber redet mal hier mit meinem Chef. Der muss das auch gut finden. Und dann haben wir uns zu dritt die Köpfe zusammengesteckt und festgestellt, dass das eine ganz gute Option ist. Und haben dann gemeinsam dieses Projekt angegangen. Gibt es besondere Herausforderungen, wenn man mit so einem Auftraggeber, der Weltraumprojekte vorhat, zusammenarbeitet? Also muss man dann doppelt und dreifach belegen, was man irgendwie gemacht hat? Muss man die Sicherheit um ein x-faches mehr prüfen, als es bei, sagen wir mal, normalen Projekten der Fall ist? Ist das eine besondere Herausforderung?
Es ist anders als andere Projekte, was aber auch mit diesem ganzen Forschungsüberbau zu tun hat. Es ist in meiner Wahrnehmung in der Tendenz bürokratischer als andere Projekte. Kommerzielle Projekte sind oft in meinen Augen stärker zielorientiert, ohne den Kollegen da irgendwas Böses zu wollen, aber es ist doch eben, weil vieles mit der ESA und dem zu ESA gehörenden FTEC, wo ja die ganzen, wo viele technische Details geklärt werden und wo auch Tests stattfinden, also ESA spielt eine Rolle, FTEC spielt eine Rolle, Airbus, wenn ich das richtig im Kopf habe, baut den Satellitenbus, die sind eingebunden, es gibt sehr viel technische Dokumentation, teilweise Dokumentation, auf die wir zugreifen müssen, teilweise Dokumentation, die wir liefern müssen, wie das mit technischer Dokumentation ist, die ist teilweise von unterschiedlicher Qualität, also Dokumentation zum Beispiel auch von der Hardware, die wir verwenden, Dokumentation, die von der ESA oder von Airbus kommt, also das ist auch nicht alles aus einem Guss und das ist auch wie andere Projekte, gibt es Licht und Schatten und ich würde, wenn es in meiner Verantwortung wäre, das Projekt, würde ich es wahrscheinlich anders aufsetzen und anders managen, auch nicht zuletzt wegen der Codequalität, aber das ist der Prozess, wie die ESA ihre Projekte macht und alles in allem sind die ja doch recht erfolgreich, insofern, und ich trage ausnahmsweise mal nicht die Verantwortung, also wenn sonst Projekte in die Binsen gehen, ist es, stehen wir dafür gerade, weil wir eben die Gesamtverantwortung fürs Projekt tragen. In dem Fall stellen wir einen Programmierer und die Gesamtverantwortung für das Instrument liegt bei Max Planck und die Gesamtverantwortung für den Satelliten liegt bei der ESA. Also da sind wir nicht so stark involviert wie in manch anderes Projekt und haben deswegen aber, was die Prozesse zum Beispiel angeht, auch gar nicht so viel zu sagen. Also das ist, ja. Mhm. Für die, also wenn ich mal so alte NASA-Filme oder so, was ich ganz gerne mal mache, aber auf YouTube anschaue, dann schwingt da immer so Bit, man hat versucht, die Technik bis aufs Letzte auszuschöpfen, also wirklich die Dinge auszugewringen, auch gerade was so Prozessorleistung oder Speicherkapazität oder was, dass man nochmal irgendwie versucht hat, einen eleganten Trick anzuwenden, um dann noch irgendwas machbar zu machen, was eigentlich das Blech gar nicht hergegeben hätte, aber man hat es halt dann doch geschafft. Ähnlich hat man ja auch so Reparaturmanöver, hier Minkorrekt erzählt ja gerne vom Jupp, vom ollen Jupp, also ein Lars, hilft mir, ist es ein Fernrohr, ein Teleskop, ne? Ein Weltraumteleskop, was dann eingeschränkte Beweglichkeit hatte, weil nach und nach durch das Alter Komponenten ausgefallen sind. Da hat man ganze Software-Steuerungen einfach mal ausgetauscht und so. Ist das, bewegt sich Juice und eure Arbeit auch in so einem Rahmen, wo man wirklich versuchen muss, mit minimalstem Hardware und sowas auszukommen, oder ist man inzwischen so weit, dass man, weil man eben diese Chips und die Schaltvorgänge auf engstem Raum zusammenbritzeln kann, dass man da schon relativ komfortabel programmieren kann und jetzt auch nicht mehr dieses absolute auf die Spitze treiben machen muss? Nee, es ist eher nicht so, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Man hat so zwei gegenläufige Entwicklungen oder zwei gegenläufige Trends, die einen da einkeilen. Auf der einen Seite ist es so, dass es nicht die allerneueste Hardware ist, denn die muss zum einen im Vorfeld schon sehr gut getestet sein, die muss, man sagt, weltraumhart sein. Das heißt, die Weltraumstrahlung darf da nicht einfach wild die Bits durch die Gegend kippen, weil dann würde es nicht mehr funktionieren. Das heißt, man braucht sehr spezielle Hardware, die nicht oft neu aufgelegt wird. Und es ist so, dass an diesem Projekt insgesamt rund 10 Jahre tatsächlich programmiert wird, bevor es fliegt. Also das heißt, die Technik hat schon ein gewisses Alter, bevor man anfängt, also anfing im ungefähr im Jahr 2013, anfing zu programmieren. Dann ist die Technik, sagen wir, schon mal 5 Jahre alt. Dann programmiert man daran 10 Jahre, dann ist sie 15 Jahre alt und dann fliegt Juice 7 Jahre zum Jupiter. Das heißt, bis dahin ist der Computer 22 Jahre alt. Und dann hat es, glaube ich, noch mal eine operative Phase von etwa 3,5 Jahren. Das heißt, bis es wirklich zum Einsatz kommt, ist der Computer, ja, also 22 Jahre. Ich glaube, keiner von uns hat so einen alten Computer noch im Einsatz.
Das sind schon, ist schon ein recht enormer Zeitraum. Und dazu kommt ja, dass man bei einem wissenschaftlichen Experiment, also die Ausrichtung, das weiß ich zufällig von diesem SWI, ist extrem diffizil. Und auch die Datenmengen. Man möchte ja eigentlich immer möglichst viel an Informationen aufnehmen. Das heißt, das Processing, das Post-Processing dieser, oder also das erste Prozessieren dieser Daten und das Übertragen, wird man immer versuchen, ein Maximum aus der Technik rauszuholen. Weil die Hardware können wir jetzt nicht mehr austauschen, die ist zertifiziert für diesen Satelliten, darauf wird bereits programmiert. Und ja, und gleichzeitig, also auf der einen Seite haben wir heute schon alte Hardware, die wird dann noch viel älter sein und gleichzeitig wollen wir das maximal mögliche an Ergebnis haben. Insofern ist das nach wie vor ein Thema, da möglichst elegant mit umzugehen und möglichst viel aus dieser Technik rauszuholen. Ich gehe auch davon aus, das ist, also da bin ich im Detail im Projekt nicht drin und das ist sicher nicht einkalkuliert, aber es ist eine Option, später während des Flugs die Software noch zu aktualisieren. Und ich würde einfach aus der Erfahrung heraus sagen, dass das auch passiert. Also ich denke, es werden diese 7 Jahre im Flug, würde ich tippen. Das ist keine offizielle Aussage, aber meine Einschätzung ist, dass es in der Zeit nochmal Updates geben wird für den Satelliten. Ja, das kann ich mir immer so ganz schwer vorstellen, dass man das mal einfach so macht. Andererseits, man hat ja eine relativ direkte Sichtverbindung, wenn er an der richtigen Stelle steht, da ist ja nichts mehr dazwischen, was dann noch irgendwie, also keine Bäume, keine Sträucher, an die man dann vorbeifunken muss. Aber dass man die Sonne oder sowas. Also es gibt ja durchaus Himmelskörper, die sich schon mal dazwischen schieben. Kleinkram, genau, so eine Sonne. Da vielleicht noch ein interessantes technisches Detail. Der Hauptcomputer kann direkt in den Speicher aller weiteren Computer reinschreiben. Also dieser Hauptcomputer ist besonders gut getestet und besonders konservativ angelegt und der hat die Möglichkeit, die anderen Computer hart quasi zu überschreiben. Also sowohl, wenn ich das richtig verstehe, in den Arbeitsspeicher als auch in die Massenspeicher dieser Geräte direkt reinzuschreiben, ohne dass sich die Software dagegen ernsthaft wehren kann. Also das ist so der Mechanismus, mit dem man eben auch damit umgeht, wenn die Teams, die an den Instrumenten arbeiten, falls die irgendwie schlampen sollten, dass man in der Regel die Instrumente darüber retten kann, dass man dann eben einen externen Update-Mechanismus hat. Ja, also auch das ist natürlich ein ganz faszinierendes Detail. Faszinierend. Wo du von deiner Drohne vorhin gesprochen hast, würdest du gerne mal mit einer Drohne über den Mars fliegen? Deiner Drohne, das ist eine überraschende Frage. Also ich würde definitiv nicht Nein sagen. Das ist natürlich ganz praktisch ein bisschen schwierig. Also so interaktiv ist cool an so einer Drohne ist ja, dass es so, dass man direkt Einfluss nehmen kann. Ich weiß gar nicht, Lars, das weißt du wahrscheinlich, wie sind so die Laufzeiten? Erde, Mars? Also ich weiß, das schwankt, aber das sind mehrere Minuten, oder? Lichtgeschwindigkeit zwischen, ja, also... Also, 20 Minuten ist, glaube ich, so der noch eher kürzere Teil. Okay, ja. Nagel mich aber jetzt nicht drauf fest. Nein, ach Quatsch. Fände ich ein total spannendes Angebot. Also mir tut es ein bisschen leid, dass ich da jetzt so nüchtern bin und diese nette Idee und Illusion zunichte mache. Also wenn es mal die Möglichkeit gibt, sehr gerne, ja. Warum nicht? Ja, mir fiel halt die Technik der Rover ein und wollte das gerne weiter ausschmücken. Zumal ich gesehen habe in irgendeiner Animation, dass tatsächlich so Mini-Helikopter oder sowas als Forschungsvehikel für den Mars tatsächlich geplant ist. Aber du hast natürlich völlig recht, das kann man ja nicht in Echtzeit machen. Man hat ja da diese Laufzeiten. Also bei der Mars 500, wo hat man das, glaube ich, simuliert mit einer halben Stunde? Also von der Frage, die irgendjemand an die Bodenstation, die natürlich quasi an der Wand, hinter der Wand nebenan gewesen ist und zurück, hat man jeweils 30 Minuten Zeit verstreichen lassen, sodass man quasi eine Stunde wäre das ja dann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Also, dass man diese Verzögerung halt abgebildet hat, aber das würde ja bei dem Drohnenfliegen auch nicht klappen. Wohingegen das bei dem Roverfahren ja so ähnlich zumindest gemacht wird. Ne? Also der Rover, soll ich das richtig weiß, der weiß, wo er ist und die Piloten hier auf der Erde
die wissen dann, der soll jetzt mal 3 Meter nach rechts oben, wo 1 Uhr so fahren. Dann programmieren sie ihm das ein und quasi beim nächsten Daten-Update-Zyklus gucken sie nach, ob das Ding dann dahin gefahren ist oder nicht. Und also sie mussten doch mal an so einem Krater entlang und da war das immer sehr, sehr knifflig, ob sie vielleicht einen Millimeter zu weit programmiert haben, dass das Ding dann den Kraterrand runtergefallen wäre. Also da möchte man auch manchmal nicht tauschen. Da könnte ja auch richtig Schaden entstehen. Kurz eben erwähnt, 3 Zahlen. Die eine Zahl, die brennt mir die ganze Zeit unter den Nägeln. Du hattest 26.000 PS für die Rakete gesagt. Da fehlen noch Faktor 1.000. Also es sind 26 Millionen, das eben als Zahl. Die Laufzeit für die Funksignale zum Mars, das ist je nach Entfernung, wo Erde und Mars gerade zueinander stehen, zwischen etwa 3 Minuten und 22 Minuten. Pi mal Daumen so. Zwischen 3 Minuten und 22 Minuten? Ja. Ne, oh. Wenn der Mars auf der anderen Seite der Sonne steht, dann ist halt einmal die komplette Laufzeit zur Richtung Sonne sozusagen und dann auf die gegenüberliegende Seite zum Mars. Oder der Mars steht der Sonne gerade, der Erde gerade ganz nah. Ach so, ja, Logo. Dann hat man eben nur einen ganz kurzen Weg. Mhm. Das sind dann ungefähr 3 Minuten und der lange Weg, wenn er so von uns aus gesehen beinahe hinter der Sonne steht, dann etwa 22, 23 Minuten. Also okay, bei 3 Minuten, da könnte ja Pablo tatsächlich schon fast in Echtzeit mit der Drohne fliegen. Das könnte gerade noch hinhauen. Martin, ich bring dir mal die Drohne mit. dann reden wir nochmal über 3 Minuten Verzögerung. Dazu muss man ja immer, da bin ich wieder Techniker, man muss ja in der Regel den Roundtrip betrachten, weil du sendest halt einen Steuerbefehl hin und möchtest ja ein Bild zurückbekommen. Und das heißt, die kürzeste Zeitschleife wären 6 Minuten. Ne? Also ich gebe einen Steuerinput und 6 Minuten, also der hat 3 Minuten, braucht er hin, dann wird er ausgeführt und weitere 3 Minuten später sehe ich das Ergebnis. Also, ich weiß nicht. Es ist, mal gucken. Also, die Rover-Piloten, habe ich auch großen Respekt vor. Und ich denke, dass das auch immer mehr als einer ist, der da drauf guckt, ob denn das Kommando auch so richtig ist, wäre mein Tipp. Ich glaube, die haben da mindestens ein 4-Augen-Prinzip. Würde ich doch auch vermuten, aber man weiß es nicht. Interessant sind ja sowieso diese Prozesse. Also soviel ich weiß, ist das gesamte Prozessmanagement, wie wir das so kennen, das gegenwärtige ist aus der NASA-Zeit, aus der Apollo-Zeit hervorgegangen, weil man da einfach dieses riesige Projekt hatte und man wurde gezwungen, das in Teilprojekte zu zerlegen und dann hat sich das mehr oder weniger aus der Notwendigkeit ergeben, dass da die Leute so planvoll zusammenarbeiten. Das finde ich immer wieder faszinierend, also dass die Sachen zusammenpassen. Oder Alexander Gerst erwähnte es auch bei Kopplungsmanövern im Weltall, wenn Module zusammengebaut werden, die sich auf der Erde niemals getroffen haben. Die erste Begegnung von 2 Passteilen ist im Weltraum und dann gibt es nur die eine Chance. Es gibt keine zweite. Und dann muss das halt passen. Das sind so Dimensionen. Und wie sie das Ding überhaupt dicht kriegen und überhaupt diese vielen Jahre dicht halten, diese internationale Raumstation, dass das sie nicht an allen Ecken und Enden aus die Luft lässt, so wie so ein alter Fahrradschlauch. Das ist mir auch ein komplettes Rätsel, wie sie das immer wieder hinkriegen. Naja. Gut, jetzt ist er da oben. Ihr habt ihn sozusagen dahin begleitet. Er ist ja schon voll im Einsatz. Innerhalb weniger Stunden war er adaptiert, also so war zumindest in der ersten Pressekonferenz zu hören, dass er sogar was so die Halterungen, wo man mit den Füßen so reinfährt, die hätte er quasi wie automatisch gefunden. Das musste er sich gar nicht mehr bewusst machen, obwohl das jetzt 4 Jahre her gewesen ist, dass er da gewesen ist. Also dieses Muskelgedächtnis, auf das er angesprochen wurde, das muss unglaublich stark sein. Viel stärker, als er selber das erwartet hat. Euer Gedächtnis an diese Fahrt wird sicherlich auch viel stärker sein, als ihr es erwartet habt. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, der hat auch mit der Community zu tun, nämlich als ihr wieder in Frankfurt gelandet seid, da seid ihr von einer Podcasterin oder einer Hörerin aus dem Podcastland in Empfang genommen worden. Was war denn das für ein Gefühl eigentlich, Lars?
Für mich ein sehr schräges Gefühl, weil es ist, dieses Podcast ist ja erstmal, wir sprechen irgendwo rein und hoffen, dass jemand hört und hoffen auch, dass es in dem Moment irgendwie gut ankommt, das, was wir da veranstaltet haben, und das Feedback generell war ja schon mal sensationell. Das hat mir wahnsinnig gut getan und freut mich immer noch wahnsinnig, dass dann spontan wir abgeholt worden sind, in Empfang genommen worden sind am Frankfurter Flughafen von der Vera, die jetzt auch gerade im Chat noch mit dabei ist, war ja ein ganz komisches kleines Gefühl, von ein klitzekleines bisschen Popstar zu sein in dem Moment. Popstar, nicht Rockstar. Das, ich habe es genau gehört. ja, es ist... Das andere Wort ist belegt, ist klar. Ja, das ist Punk ist tot, fährt nach Baikonur. Aber ist eigentlich ein Gefühl, das mir sehr fremd ist, dass jemand sowas für mich tut. Da in Frankfurt anzukommen und da steht jemand mit Kaffee und Küken. Die Vera, sie hatte auch eine ISS gebastelt, die ist aber, glaube ich, so unterwegs ein bisschen kaputt gegangen. Es gibt, meine ich, bei Twitter ein Foto davon. Ja. War total toll. War in dem Moment, also ich habe mich auch sehr über den Kaffee gefreut, weil der Kaffee in Kasachstan, ich hatte eine Zeit lang gar keinen und ziemlich viel Instant-Kaffee, und das war einfach in dem Moment einfach total toll. Da steht jemand, begrüßt uns, wir kommen wieder an. Ich fühle mich total willkommen, fühle mich in dem Moment einfach irgendwie gerade klasse. Und es gab auch noch Kaffee. Das war insgesamt einfach spitze. Wie war es bei dir, Pablo? Ja, also gar nicht so. Ja, für mich war das auch. Also ich bin ja noch Neu-Podcaster und dann hat man gleich irgendwie eine kleine, aber sehr feine Fanbase, die allen Ernstes in Frankfurt am Flughafen, was ja sowohl für Lars als auch mich überhaupt nicht das Heimatterritorium war. Also wenn man irgendwie in der Nähe der Heimat landet, dann wird man ja schon mal irgendwie von Freunden oder Verwandtschaft oder so abgeholt. Aber dass da tatsächlich in der Ecke, in der wir uns eigentlich überhaupt nicht rumtreiben, auf einmal eine mir zumal komplett fremde Person, also abgesehen von Twitter, irgendwie aufschlägt und uns eben mit Kaffee und Küken versorgt, das war großartig. Und der Umstand, den Begriff, dass Lars jetzt Kaffee und Küken geprägt hat, ich muss jedes Mal sehr, sehr breit grinsen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist die Art von Wortwitz, die ich sehr mag. Sehr schön. Was mir aufgefallen ist, weil Lars, du hast bei den finalen Rückschauen sozusagen, also bei den letzten, also nach dem Start, wo du schon im Grunde die Abreise so vor den Augen hast, du mehrmals bei der Einschätzung der Gesamtreise gesagt, ich würde es wieder machen. Also ich würde nichts anders machen. Und das hast du, glaube ich, 2, 3, 4 Mal gesagt. Ja. Und da habe ich gedacht, ist das für dich sozusagen das höchste Kompliment, was du einer Aktionen geben kannst, dass du sagst, ja, ich würde es genauso wieder machen. Warum erwähnst du es so oft? Gab es da einen Grund für? Der Grund ist eigentlich ziemlich banal. Ja gut, er hat zwei Schichten. Der eine ist banal und ist einfach so ein Ausdruck, dass es so toll war, wie es war. Insgesamt. Und das andere ist so ein bisschen eine kleine Hilflosigkeit darin, dass ich das nicht hingekriegt habe, zum Beispiel mit den Blogbeiträgen. Das ist aber nach den Möglichkeiten, die da waren, auch für mich selber das Beste, gefühlt eigentlich das Bestmögliche war, weil ich wüsste nicht, wie ich es hätte hinkriegen sollen. So, das, was ich also sagen würde, angenommen, ich würde mit dem Wissen jetzt genau das Gleiche machen, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, es gibt auch Blogbeiträge während der Reise, weil ich weiß, werde dafür keine Zeit haben. Ansonsten, ja, es
es war genau so gut, wie es war und ich würde wahrscheinlich kaum was anderes machen, weil dieses Podcasten, was wir gemacht haben, wie wir das erzählt haben, noch mit den Eindrücken vom Tag, das hätte, glaube ich, ein Blogbeitrag nicht transportiert. Nein, und, auf keinen Fall. Unmöglich. Deswegen glaube ich für mich selber, Video wäre ein Problem gewesen in Sachen Bandbreite, Blogbeitrag hätte es nicht transportiert und da war tatsächlich der Podcast das perfekte Mittel in dem Moment, um davon zu berichten. Und mit der Entscheidung bin ich eigentlich sehr zufrieden zu sagen, da dann liegt der Fokus dort und nicht auf dem schriftlichen Blogbeitrag. So, das ist, meine ich damit, dass ich würde es nicht anders machen, aber ich würde wahrscheinlich, ich würde halt Blogbeiträge nicht nochmal ankündigen, wenn ich nicht wirklich hundertprozentig sicher bin, dass es klappt. So, das sind so die Kleinigkeiten, die da alle mit reinspielen in diesen Satz. Okay, dann verstehe ich das. Du hast dich immer noch mit der Frage beschäftigt, bin ich sozusagen den Spendern, den Geldgebern, den Sponsoren, bin ich denen gerecht geworden? Oder habe ich irgendwo tatsächlich Erwartungen geweckt, die ich nicht erfüllt habe? Und das im Prinzip ist die dahinterliegende Frage, dass du dann quasi als Antwort gibst, nee, wenn ich es nochmal täte, würde ich es aber genauso wieder machen. Das ist quasi die Antwort einer nicht ausgesprochenen Frage in dem Moment. Ja, ich stelle mir diese Frage selber. Ich selber bin schon ein bisschen enttäuscht davon. Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit rumjammern hier, darum geht's nicht. Es ist einfach eine Sache, von der ich erzählt habe, die werde ich machen. Es hat nicht geklappt. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand darauf sich gefreut hat während der Reise. Eben, es hört halt nicht jeder auch Podcasts. So, und diese Blogbeiträge hat es eben während der Reise nicht gegeben, sondern die kommen jetzt hinterher. Alexander Gerst ist schon oben. So, und also die lesende Klientel, die also die Podcasts nicht hören, sondern während der Reise dort dann das verfolgen wollten, die haben das, was ich versprochen habe, eben nicht bekommen. Und jetzt begreife ich das erst. Denn natürlich, ich habe die komplett ausgeblendet, die nicht lesende, also die lesende Klientel, die nicht hörende Klientel. Ich habe immer gedacht, ja, die Leute haben doch das Beste bekommen, was sie bekommen konnten. Aber klar, es gibt Leute, die wollen das nicht im Audioformat haben. Du hast also ja, ich wurde auch jetzt verstehe ich dich erstmal. Danke. Ich wurde auch konkret drauf angeschrieben. Oh. Dass, zwar okay. Nur von einer Person, aber sehr konkret reicht. Auf diese Facette. Mhm, ja, schon. Allerdings auch ohne das würde ich mir diese Frage gestellt haben. Ich hatte mir die vor dieser Mail auch schon selbst gestellt, weil ich weiß ja, was ich gesagt habe, was ich tun würde. Ich komplettiere das alles. Da kommen nach und nach diese Sachen. Im Moment ist halt noch ein bisschen anderer Orga-Kram da mit den Bestellungen der Aufkleber und so, hatte ich ja im Podcast auch schon mal erzählt. Aber die Webseite, die kriegt noch eine neue Struktur, dass man das alles schön nach Ereignissen finden kann und so weiter. Das wird alles rund gemacht und ich hoffe, dass dann die Menschen, die es auf diese Weise erleben wollten, das noch bekommen und dann auch zufrieden damit sind. Die Beteiligung an diesem Projekt sollte natürlich nicht zu einer Enttäuschung werden. Ja, aber jetzt verstehe ich erstmal die Sorge, die dich umtreibt, weil du tatsächlich auch andere Medienkonsumentinnen und Konsumenten zufriedenstellen möchtest und dir das an der Stelle natürlich nicht gelungen ist, richtig. Ja. Aber dafür hast du so viel anderes und in, also für mich unbegreiflicher Qualität und Geschwindigkeit produziert, dass ich wirklich, also dann hättest du den Podcast lassen müssen oder kürzen, dann hätte der Gedankenaustausch zwischen Peter, Pablo und dir sich auf ein 15 Minuten Highlight oder irgendwas zusammenschnotzeln müssen und nicht hätte nicht diese Qualität bekommen. Also du kannst ja auch nicht mehr als rund um die Uhr schaffen und ab und zu mal eine Mütze Schlaf nehmen. Genau das ist die Facette, ich würde es nicht anders machen wollen. Also es ist das, was in dem Moment entstanden ist, fühlt sich für mich, wenn man jetzt den Crowdfunding-Aspekt mal eben beiseite lässt, fühlt sich für mich vollkommen richtig an.
Und ich hoffe einfach, dass das ja draußen nachvollziehbar ist, warum. Also, ja, von meiner glaube Seite schon. Als jemand, der dabei war, für mich ist der Podcast und das Podcast aufzeichnen ein ganz wesentlicher Teil der Reise gewesen. Also das hat sich durchaus irgendwie gegenseitig befruchtet. Also für mich ist es nicht die Reise und wir haben sie dann irgendwie versendet, sondern das ist irgendwie Teil des Rhythmus gewesen, den wir in diesen anderthalb Wochen hatten. Also insbesondere da in Baikonur auf der Terrasse zu sitzen, zu dritt, das hatte unheimlich viel Atmosphäre und ja, es hat irgendwie zu dieser Reise auf jeden Fall beigetragen. Und das, was Lars meinte, ja, es würde was fehlen, wenn wir diesen Podcast nicht aufgenommen hätten. Wir würden es beim nächsten Mal wieder so machen. Verstehe. Prima. Pablo, wie viele Leute durften deine Buran schon anfassen? Wie viele Leute meine Buran schon anfassen durften? Noch gar nicht so viele, weil ich sie nicht mit ins Büro gebracht habe bisher. Hier fehlt es noch an einer guten Möglichkeit, sie aufzustellen. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich das nächste Mal bei IKEA bin, kaufe ich eine Vitrine für die Buran. Und noch ein paar, da werden noch ein paar andere Sachen reinpassen. Aber genau, noch steht sie zu Hause. Ich habe aber tatsächlich, eigentlich wollte ich das gar nicht ankündigen, aber ich wollte mir mal einen passenden Karton suchen und wollte sie am 6.7. mit nach Essen stellen. Wenn ich schon das Audio-Interface dabei habe, dann kann ich auch noch die Buran einpacken. Dann haben wir noch ein bisschen Raumfahrt-Deko für Essen. Können wir das unperfekt temporär mit Raumfahrtdeko versehen. Da könnte ich noch die Sojus einpacken. Ja, mach das. Ein Plan. Ja, wobei das Potruhe-Treffen ist das Potruhe-Treffen. Das wird ja kein Addis Baikonur-Treffen. Aber ich sehe gerade, Vera schreibt zum Reisebericht bitte. Also davon gehe ich ja mal aus, dass wir die Modelle da dabei haben werden. Also die Sojus kommt auf jeden Fall mit. Ja. Och. Ja. Nur die Sojus. Kriegen wir auch hin. Ach, und ja, die Protonen auch, ja. Ja, das ist doch irgendwie die flauschige Podcast-Welt. Das wird uns keiner übel nehmen, wenn wir unsere Deko anschleppen, ich glaube. Na, wir wollen doch mit euch, also das ist doch, ja. ihr habt was erlebt und mit uns geteilt. Und das jetzt nochmal zu konkretisieren, dass man das in eigenen Augenschein nehmen kann, das ist doch nur folgerichtig irgendwie. Es geht doch nicht darum, dass du mir jetzt, dass du zu mir kommst und sagst, guck mal, was ich für ein tolles Modell habe und du zwingst mir das auf. Im Gegenteil, es ist ja eher so, das steht da und ich habe die Chance, das wahrzunehmen, aber ich kann auch da vorbeigehen und es nicht wahrnehmen. Also das sehe ich recht entspannt. Also dann würde ich ja auch sagen, ja, ich habe den Leuten hier beim Kongress meinen Sendegarten da, dieses Ensemble aus Holz und Sonnenschirm aufgezwungen. Ja? Würdest du doch auch nicht sagen, irgendwie. Nee, dass ich mich da, ne? Kann man natürlich so deuten, aber ist nicht naheliegend, so zu deuten. Sie darf mit. Lars, ich freue mich. Für mich gehört sie, ist das eigentlich das Symbol der Reise. Also ich bin tatsächlich nicht groß traurig, mir selber keine gekauft zu haben, weil ich das irgendwie als dekadent empfunden hätte, mir zwei Modelle, neben dem sehr großen Modell, also noch mehr reinzuhauen. Also die Buran war eigentlich schon jenseits meiner gefühlten Reisekasse. Also da dann noch was draufzusetzen, das ging für mich nicht. Lars hat mehrere Modelle gekauft, aber insgesamt bescheiden als ich. Also ja, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das eigentlich ganz schön. Wir haben uns ja unterschiedliche Dinge gekauft, insofern ergänzt sich das gut. Ich mag das. Lars und ich, wir sprachen die Tage über andere Raketenmodelle noch und gab so den einen oder anderen Anbieter, der etwas teurere Dinge auch angeboten hat und der rutschte es mit heraus, nee, das ist zu teuer, das ist ja die Pablo-Klasse. Das können wir. Dabei habe ich mich vorher noch so bescheiden gegeben und jetzt muss ich hier für den Luxus herhalten. Na super. Naja, ich meine, es war eine wohlüberlegte und auch über mehrere Tage gereifte Entscheidung, die du da getroffen hast.
Und es war, also wie das rausgekommen ist, das war ja so im Nebensatz als Last. Und dachte, Pablo, hattest du nicht auch was gekauft? da hat es sich bei der zerrissen, weil ich ja schon, also man hatte ja deine Liebe zu diesem Modell und diese Überlegung, ja, soll ich das kaufen? Nee, das ist viel zu teuer und hin und her und hin und her. Hatte man ja schon über eine gewisse Zeit mitbekommen. Und dann dieses ganz lapidare erste Geschichte, wie ihr zu dem Laden noch in aller Windeseile hingesaust seid und die dann auch dankenswerterweise noch die Öffnungszeiten verlängert hat. Aber dann kommt so so ganz nebenbei, Pablo, hattest du nicht auch noch was gekauft? Und dann kommt der Knaller, dass er das tatsächlich erworben hat. Also das ist so schön gemacht einfach. Ja, das war ich hab's total genossen. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Lars war sich, glaube ich, gar nicht sicher, ob ich das erzählen will, weil, naja. Genau, gut, das war der Punkt. Ja, genau. Also es war so, ich hatte das durchaus im Kopf, wollte mich dabei nicht vordrängeln. Das war so die eine Seite. Und die andere war so Lars, der mich sehr fragend anguckte, weil er eben sicher gehen wollte, dass das für mich auch okay ist. Weil es hätte ja auch sein können, dass ich mir irgendwie, dass ich da so viel Geld für irgendwie ein Stück Holz ausgebe, dass ich das nicht jedem auf die Nase binden will. Wie gesagt, Lars ist da immer sehr rücksichtsvoll. Und dann guckte er fragend, machte große Augen und ich glaube, ich habe den Daumen gehoben oder so und dann hat Lars mich halt gefragt. Also das war so ein bisschen in der Situation choreografiert. Also wir haben uns da kurz verständigt und dann habe ich es eben auch erzählt. Aber ich gucke auch gerade nebenbei Buran-Modellbilder durch und ich finde tatsächlich im Internet verschiedene Modelle, allerdings kaum welche, die käuflich zu erwerben sind, so wie ich das sehe. Und keines sieht aus wie meins. Das ist echt verrückt. Also es ist, ich habe schon mal die Vermutung geäußert, dass meins tatsächlich handgefertigt ist, also dass das Einzelstücke sind, die irgendwie in Heimarbeit entstehen. Das ist keine Massenware. Ja, das passt ja dann auch wirklich. Du hast ja gesagt im Podcast, in den Episoden, dass du das auch in die Firma mitnehmen willst, zur Inspiration. Und wenn du sagst, ihr macht ja auch keine Massenware, sondern im Gegenteil, ihr sucht euch spezielle Projekte aus, dann passt das ja auch tatsächlich sehr zusammen. Also das wäre ja schön. Danke für diese Brücke. So philosophisch habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, ich kann deinen Gedankengang gut nachvollziehen. Ja, finde ich gut. Was ich ja überhaupt nicht verstanden habe, wie ihr mit dem schon bei der Hinfahrt fast vorhandenen Übergepäck das Ganze auch noch wieder mit zurückbekommen habt. Also das ist ja dann wirklich, also gut, ihr hattet damit angefangen sozusagen, ich habe euch ja so unterbrochen, wie Lars geschildert hat, dass man sozusagen das Gewicht von den Koffern so auf, also mathematisch, rechnerisch auf mehrere Menschen verteilt hat und dass es im Durchschnitt dann passte. So ungefähr, ne? Ja, genau. Wir haben da ein bisschen, wir haben es sehr ausgereizt. Also auf dem Hinflug hatten wir tatsächlich hier und da noch ein bisschen Luft oder ich zumindest und wir haben irgendwie die Dinge so verteilt. Lars hatte teilweise Technik, hatten wir teilweise in die Koffer gepackt, die wir dann später als ins Handgepäck genommen haben und so. Also wir haben dann noch so die letzten Reserven rausgequetscht für den Rückflug. Hat aber alles gepasst. Zumal die auch sehr freundlich waren in Astana und so. Also ich glaube auf ein halbes Kilo wäre es da am Ende auch nicht angekommen. Also das war alles sehr umgänglich. Ja, ich denke, wir müssen leider diesen wunderbaren Reisenachklang langsam beenden. Ganz dicke Grüße nochmal von dieser Stelle aus an den Peter, an den Dritten im Bunde, der sich so also wirklich klasse da eingefügt hat. Also ich habe immer nur gedacht, das ist alles so harmonisch, das passt. Na klar, ihr wart natürlich durch die Situation auch geflasht, ihr konntet euch konzentrieren, es gab auch nichts anderes als genau diese Themen, aber dass es trotzdem so alles so schön ausgegangen ist und auch noch diesen dramaturgischen Bogen, der sich so ergeben hat, mit Krankheit, mit kaufen, nicht kaufen, doch kaufen und so weiter. Also das ist alles so schön und ich habe es einfach sehr genossen. Ich danke euch aus meiner Hörerperspektive dafür, dass ich das so miterleben durfte. Ich habe also wirklich großen Spaß beim Hören gehabt und ich hoffe, dass es anderen ähnlich ergehen und ergehen wird, die es dann jetzt noch hören werden.
eine tolle Geschichte und eingangs hatte ich ja Alexander Gerst zu Worte kommen lassen, der sagte, man sollte sich nicht zu früh abschrecken lassen von Ideen, die möglicherweise ein bisschen schräg oder unerreichbar scheinen. Einfach mal versuchen, vielleicht klappt es ja dann doch. Ihr habt es gemacht, herzlichen Dank dafür. Ja, sage ich auch. Also ich habe es auch sehr genossen. Und eine letzte Frage. Pablo, hast du denn auch ein Modell vom Sarkophag aus Tschernobyl? da habe ich tatsächlich noch nicht mehr drüber nachgedacht, aber vielleicht ist das ja mal was, was ich bei, irgendwann, wenn ich mal Muße habe, mal selber baue. Also wurde aber auch nicht angeboten und ist natürlich auch ziemlich makaber. Also da, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie eine spannende Idee. Ich denke, ich werde da mal drüber nachdenken. Vielleicht, es gibt immer mal so Phasen, wo ich es auch gut finde, Dinge mit der Hand zu tun. Unsere digitalen Ergüsse sind ja immer so wenig greifbar und dadurch ein bisschen unbefriedigend. Vielleicht verziehe ich mich bei Gelegenheit mal in die Werkstatt und baue einen Sarkophag. Aber am besten konsequenterweise ja direkt aus Stahl. Und dann stellt man den für 2 Jahre nach draußen, damit er rostig wird und dann hat man einen authentischen Sarkophag. Ja. Mal sehen, so könnte es gehen. Ganz herzlichen Dank für die Schilderung auf der Gartenbank. Wir gehen einfach mal weiter in unserer Sendeabfolge. Und Pablo, du kannst noch bei uns bleiben? Ist es noch nicht zu spät? Ich werde langsam ein bisschen müde, aber eigentlich bin ich von meinem Naturell eher ein Nachtschwärmer. Also wunderbar. Dann schwärmen noch mit uns. Ich begleite euch gerne. Ja, genau. Dann kommen wir nämlich jetzt von der Gartenbank weg ins Querbeet. So, wenn mein Rechner hier mal mitspielen würde, dann sehe ich, dass unser erstes Thema die Ganzohr 2018 in Wien ist. Und der Lars hat da was zusammengetragen. Ja, ich wollte das einfach mal kundtun. Das Ganzohr ist ja das Treffen der Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Das findet dieses Jahr in Wien statt und zwar vom 28. bis zum 29. September. Und Gastgeberin ist dieses Jahr die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Und nach dem aktuellen Stand gibt es am Samstag 4 Vorträge und am Sonntag 2. Und den Samstagnachmittag, den soll es dann als Barcamp geben. Und weil einige früher anreisen, so wie wir das auch gerne immer machen, ein loses Treffen ist dann auch für den Freitagabend schon geplant. Und wer sich da mal weiter informieren möchte, die Überlegungen für die Themen und alle weiteren Infos, die gibt es dann auch in einem eigenen Thread im Sendegate. Prima, dankeschön. Ich kann schon mal verraten, dass ich schon eine Fahrkarte und eine Hotelbuchung habe. Ich möchte da unbedingt hin. Ich möchte auch vor allen Dingen Wien mal sehen. Ich war da noch nie. Das ist eine schöne Gelegenheit. Du hast noch was mitgebracht, nämlich das Podcast-Patent, was uns vor einiger Zeit so ein bisschen Sorge bereitet hat, weil jemand gesagt hat, diese Idee ist meine und ihr könnt die nicht einfach frei benutzen. Was ist ja, mit dieser Drohkulisse? Ja, diese Meldung, die ist jetzt schon ein paar Wochen älter, aber ich konnte ja zwischendurch dem Sendegarten nicht so beiwohnen, deswegen möchte ich das gerne noch nachtragen. Und zwar geht es da um eine Geschichte, bei der ich beim letzten Podstock erzählt hatte, als wir da auf der Bühne waren. So ein Patent-Troll hat sich also ja ein Patent gesichert. Da geht es um ein System for Disseminating Media Content Representing Episodes in a Serialized Sequence. Also ein System zur Verbreitung von Medieninhalten in Episoden in einer Serie oder serialisierten Sequenz. Und ja, da drin kann man theoretisch so Podcasting so wiedererkennen. Und diese Firma hat also dann andere Firmen in Regress genommen, weil die angeblich das Patent verletzen. Und das Ganze ist dann durch die Electronic Frontier Foundation, die EFF, über eine Crowdfunding finanzierte Kampagne so gelaufen, dass die das Patent überprüfen ließen. Und das US-Patentamt hat eben entschieden, dass diese Vorgänge nicht patentierbar sind.
Und dieser Patenttroll hat dann gesagt, da sind wir nicht mit einverstanden. Das Ganze ging vor ein Berufungsgericht und das Berufungsgericht hat gesagt, nö, ist nicht. Und daraufhin hat die Firma Personal Audio, das ist dieser Patenttroll, also gesagt, wir wollen dann mit vors oberste Gericht, vor den Supreme Court, und die haben den Fall abgelehnt. Und damit ist die höchste Instanz endgültig auch mit abgehakt. Die Sache ist vom Tisch, dieses Podcast-Patent ist Geschichte, und von dieser Ecke, aus genau dieser Ecke, kann also in diesem Fall nichts mehr kommen. Prima, können wir uns auch wieder etwas beruhigen, was diese Sachen angeht. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Torben, der weist uns darauf hin, dass der Apfelklatsch, der Podcast, nicht mehr existiert. Er ist aber nicht weg, er heißt nur anders. Er wird umbenannt zum Geek-Café. Wir wurden angeschrieben mit: Hallo liebes Sendegarten-Team, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Ein Urgestein der Apple-Podcast-Szene wandelt sich. Aus dem Apfelklatsch wird das Geek-Café. Weitere Infos findet man dazu direkt auf der Geek-Café-Seite. Und da bin ich mal hingegangen über diesen Podcast. Seit dem Jahre 2011 produzieren wir, Tobias T. Hildebrand und Thomas A. Costa, mit Leidenschaft und Hingabe erfolgreich den Podcast Apfelklatsch. Über 7 Jahre veröffentlichen wir so insgesamt über 320 Folgen mit Gadget-Reviews, App-Tipps, den neuesten News aus der Apfelwelt und etliche Sonderfolgen. Die lockere Atmosphäre während der Aufnahme ist dem Konzept oder eben dem Fehlen desselbigen zu verdanken. Durch die ungezwungenen Gespräche und gelegentlichen Off-Topic-Diskussionen hat sich der ursprünglich reine Apple-Podcast langsam, aber sicher zum offenen Technologie-Podcast entwickelt und Platz für neue Ideen geschaffen. Durch eine Erweiterung der Themengebiete haben wir die Möglichkeit, über den digitalen Obstteller hinauszuschauen und uns als Podcast weiterzuentwickeln. Damit geht eine Änderung des Namens einher. Aus Apfel klatscht wird das Geek-Café. Trotz dieses Wandels werden wir unsere Wurzeln als Apple Podcast nicht vergessen. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. So, das waren Tobias T. Hildebrand und Thomas A. Costa. Und na klar, das geben wir der Welt zu wissen. Demnächst eben aufs ins Geek-Café. Okay, dann hast du noch was, Lars, nämlich die Google Podcast-App. Pod, mein Gott, ist ja wie bei What's in Your Pants. Die Google Podcast-App, wie auch immer. Ja, genau. Es war ja schon angekündigt gewesen, Google hat eine eigene App zum Thema Podcasting rausgebracht, also ein Podcast-Client mit dem schlichten Namen Google Podcasts. Und ja, da gibt es im Hintergrund ein eigenes Podcast-Verzeichnis, das Google angelegt hat, ähnlich wie so das Verzeichnis von iTunes auch. Google hat auch eigene Erweiterungen für Feeds definiert, die aber ganz analog zu iTunes laufen. Überall, wo da iTunes in den Feed-Dateien drin steht als Tag, da gibt es eben Gegenstücke mit dem Wort Google. Ich müsste jetzt nachgucken, wie der Begriff genau war. Ansonsten ist das 1:1 auch mit der Kategorisierung. Achso, Google Plays, der Tag. So, und dafür gibt es auch Developer-Guidelines, aber erstmal, Google liest überall auch diese iTunes-Tags mit raus. Das heißt, die Feeds, die wir haben, funktionieren schon. Google gibt an, bereits über 2 Millionen Podcasts im Verzeichnis zu haben. Ich habe die Projekte, die ich, wo ich irgendwie dran beteiligt bin, alle wiedergefunden und viele andere auch. Und im Sendegate gibt es auch viele Meldungen oder einige Meldungen darüber, dass Leute sich dort wiederfinden konnten. Das scheint also schon recht umfassend zu sein. So, das ist also der Hintergrund, dieses Verzeichnis. Über dieses Verzeichnis kann man in der App jetzt Podcasts finden und abonnieren, und so wie ich das selber gesehen habe, als ich die App ausprobiert habe und dann auch von anderen Berichten gesehen habe, ist das auch im Moment der einzige Weg, wie man dort einen Podcast abonnieren kann. Ich weiß nicht, ob man vielleicht noch irgendwie einen Weg hätte, über einen QR-Code oder sowas zu arbeiten. Man kann wohl irgendwie auch Links übergeben, wenn die App installiert ist. Aber dass ich jetzt sage, ich gebe in die App selber die Adresse eines Feeds ein, das Feature wird also intensiv vermisst. Ich habe es da auch nicht gefunden. Aber ein paar Sachen kann die App trotzdem wohl. Die kann, wenn man mehrere Geräte hat und die App ist überall installiert, dann synchronisiert sich das über das Konto. Das heißt, wenn ich also jetzt den Sendegarten nach 1,5 Stunden irgendwo auf dem einen Gerät pausiere und mache auf dem anderen Gerät dann weiter,
Das wird dann übertragen. Die App soll Stille überspringen können. Sie kann verschiedene Abspielgeschwindigkeiten. Aber es gibt auch noch so ein paar Einschränkungen. Also die Shownotes sind noch nicht komplett, sondern die zeigen im Moment nur die Summary, also diese Zusammenfassung einer Episode. Es gibt auch noch vereinzelte Berichte über Abspielprobleme. OPL-Im und Import-Export fehlen noch. In den Bewertungen findet man, dass man auch Episoden nicht auf SD-Karten speichern kann. Und naja, also an konformen Funktionen fehlt es noch, aber es ist eine sehr schlichte App, mit der man ziemlich schnell klarkommt, ohne jetzt auch groß im Thema zu sein. Und damit ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Da wird sicherlich noch was nachkommen. Zu dem kein Download auf SD-Karte ist es sowieso ein bisschen skurril. Also die App scheint sehr stark darauf ausgelegt zu sein, nur zu streamen, und weil es fragt auch gar nicht die Standardberechtigung für Downloaden an, sondern die muss man, also die musste ich zumindest selber in den Einstellungen der App noch mal geben, die Berechtigung. Da gab es kein Pop-up. Es kann sein, dass ich vielleicht mal eine Alpha-Version installiert habe. Es gab ja vor ein paar Wochen schon mal so ein erstes Pre-Release oder so, dass das daher kommt, aber zumindest auf einem Testgerät hatte ich das, wo ich das heute ausprobiert habe, das Phänomen, dass ich das Recht erstmal manuell zuweisen muss und da kein Pop-up kommt, wie man das sonst so kennt von Apps, wenn die mehr Berechtigung haben wollen. Ja, also das ist schon ein bisschen, ja, also wenn man so andere Podcatcher kennt, dann ja, vermisst man einiges in dieser App, das stimmt. Ja, wobei ich mich eben frage, wir jetzt, die wir selber auch produzieren und sehr, sehr viel hören, nehme ich mal an, ob das jetzt jemand, der sich neu in das Thema kommt, ob das Sachen sind, die überhaupt vermisst werden. Oder ob das jetzt wirklich ein super einfacher Einstieg ist und genau das ist, um es noch breiter zu streuen, keine Ahnung. Also vielleicht ist das auch ein Ansatz, dass es mitwachsen kann, keine Ahnung. Ja, es soll ja auch irgendwie so eine Empfehlungsfunktion geben, ne, dass man irgendwie auf andere Podcasts hingewiesen wird, wenn man da schon irgendwelche abonniert hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das passiert. Zumindest die Hauptseite mit dem Top 10 oder so, das waren jetzt eher so die Klassiker aus den Öffentlich-Rechtlichen und die man auch so im iTunes-Charts ganz oben sieht. Also jetzt kaum aus der, ja, also wenn man jetzt ein Feed aufmacht, dann sieht man ganz andere Charts aus der Community. Ja. Ich nehme an, dass das so eine ähnliche Geschichte ist wie dieses Zugehörig bei iTunes. Das heißt, wenn du den und den Podcast gehört hast, dann gefällt dir vielleicht auch dieser und jener und welcher. Da ist ja die Zugehörig-Funktion bei iTunes, glaube ich, auch nicht so weit von weg. Ich denke, so in diese Richtung wird das gehen. Prima, dankeschön. Also da tut sich auch was. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, dass in der Google-Suche zum Beispiel Texte und Videos genannt werden, aber keine Audioangebote. Da tut sich da ja auch was irgendwann mal, weil ja da, also der Dirk Prims hatte das mal erzählt, dass es in Amerika das wohl auch schon gab. Und wenn man jetzt hier so sieht, dass auf dem Audiosektor vielleicht was passiert, dass Google da einfach ein Auge drauf geworfen hat. Wer weiß, schauen wir mal. Lars, bist du schon bereit für die nächsten Termine? Oh ja. Im Blühkalender, ja. Unser Termin, Heini, wie du dich selber genannt hast, denn ich würde mich ja nie trauen, das zu sagen, wenn du es nicht selber gesagt hättest. Dann hören wir uns doch mal rein, was der Blühkalender für uns zu bieten hat. Genau, die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate habe ich wieder zusammengetragen und wie immer stammen die aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Und los geht's, wie schon erwähnt, heute mit dem Podcasting-Treffen Pottruhe. Das ist am 6. Juli, dieses Mal als Sommertreffen, wenn es passt, auf der Dachterrasse. Und zwar die Dachterrasse des Unperfekthauses in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Dann gibt es noch weitere Treffen am 6. Juli, nämlich zum Beispiel das 18. Pod-Appler-Treffen, dieses Mal in der Barbecue-Edition bei Tinova im Garten. Auch da geht es um 19 Uhr los.
Und ein weiterer Termin am 6. Juli, da geht es dann nach Augsburg. Das ist dann das vierte PodcasterInnen und HörerInnen-Treffen. Auch das fängt um 19 Uhr Das fängt auch um 19 Uhr an. Der Ort wird festgelegt, sobald klar ist, ob es Biergartenwetter gibt oder eben nicht. Dann am 28. und 29. Juli geht es dann in die Nähe von Potsdam. Da ist am Fahrländer See das Festival Auf die Ohren. Und das ist ein Podcast-Festival. Es gibt Acts und Workshops. Genaue Infos folgen da. Weitere Infos kann man auf jeden Fall schon mal abrufen bei aufdieohren.com, wobei da Bindestriche sind. Also auf die-ohren.com. Dann steht das Podstock an vom 17. bis zum 19. August. Das ist dieses Mal in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Man kann noch Dinge nachtragen. Habe ich das richtig, Sebastian? Kann man noch Workshops und so einreichen? Genau, Programm oder? Kann man noch einreichen. Wir haben jetzt bis zum 30., aber dann wird es auch langsam Zeit, weil wir tatsächlich vom Programm doch schon recht voll sind. Also das wird schon wieder ein schönes Planungsding, Puzzle, das zu machen. was es schon alles gibt und alles weitere über das Podstock kann man unter podstock.de nachlesen. Und wer noch ein bisschen mehr Podstock-Luft schnuppern möchte, kann auch bei Auf- und Abbau helfen. Das ist eigentlich auch immer recht launig. Dafür gibt es dann am 16. und am 20. August noch zusätzliche Tage, an denen allerdings dann hauptsächlich eben gerödelt wird. Da gibt es kein Programm. Aber dann Pizza. Geht's. Pizza und Pasta hatte ich, glaube ich, auch noch. Ne? So. Entschuldigung. Und ich fand die Stimmung dabei immer sehr schön. Also ich nehme diese Tage immer gerne mit. Dann springen wir in den September. Da gibt es vom 8. bis zum 15. die digitale Woche Kiel. Und auch dieses Jahr gibt es im Rahmen dieser Woche wieder einen Podcast-Tag. Der ist am 15. September. Da sind geplant Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Das wären die Termine schon für dieses Mal. Im Terminwiki gibt es natürlich auch noch Links zu den weiteren Infos zu den Veranstaltungen, Adressen und so weiter. Und es ist eben ein Wiki, das heißt, weitere Einträge können selber ergänzt werden. Dann lesen wir die beim nächsten Mal mit vor. Und das wär's schon. Dankeschön, vielen Dank. Wunderbar, wenn das der Fachmann selber macht hier, das ist mal am allerbesten. Aber Sebastian hat dich würdig vertreten, also gar keine ich Frage. Ich hab's gehört, das war schon toll. Also danke an euch beide an dieser Stelle. Ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft, endlich ein paar Setzlinge vorzubereiten. Bei den letzten zwei Ausgaben, glaube ich, musste darauf verzichten, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe jetzt auch nicht wirklich so tief reinhören können, wie ich es hätte selber gerne machen wollen, aber ganz ohne Setzlinge ist ja auf die Dauer auch doof. Und deshalb kommen wir jetzt mal dahin. Also diese subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich zusammengestellt, jetzt noch immer mehr auch durch eure Hörerinnen und Hörer Ratschläge. Und beim ersten konnte man gar nicht anders, der knüpft nochmal an die letzte Episode mit dem Sascha Erler und an die Feuerwehrgeschichten. Es ist tatsächlich, wir haben ja überlegt, ob es einen Feuerwehrpodcast gibt, es ist tatsächlich ein Feuerwehrpodcast entstanden. Vermutlich unabhängig von der Idee, die wir da gewälzt haben. Aber der Sascha schrieb, da ist der verlangte Feuerwehr-Podcast und das völlig ohne mein Zutun. Über das Thema Feuerwehr steht da auf der Webseite, gibt es eine Menge zu berichten. Und nicht nur wir haben etwas zu sagen, auch viele aktive Feuerwehrleute möchten ihr Wissen weitergeben. Deswegen haben wir unser Interview mit Josef Helpenstein, Stabsstellenleiter Schulentwicklung an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz, für euch aufgezeichnet. In unserer ersten Folge sprechen wir mit ihm über sein krassestes Erlebnis als Feuerwehrmann und die unterschiedlichen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Feuerwehrleute in Deutschland. In der zweiten Folge berichtet er uns von der Ausbildung an den Feuerwehrschulen und der Möglichkeit einer Feuerwehrmann-Leitausbildung. Und das Wir, was da spricht, das sind Dr. Michael Ruffer und Sascha Mestenhauser. Einen kleinen Ausschnitt haben wir auch mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Feuerwehrmagazin Podcasts.
Da nicht jeder Lust und Zeit für das Lesen von Artikeln hat, haben wir vom Feuerwehrmagazin uns gedacht, dass wir euch einige unserer Beiträge rund um das Thema Feuerwehr auch einfach erzählen könnten. Also haben wir unser Interview mit Josef Helpenstein, Stabsstellenleiter Schulentwicklung an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz ganz einfach aufgezeichnet. In der ersten Folge verrät der aktive Feuerwehrmann uns sein krassestes Erlebnis in seiner langen Feuerwehrlaufbahn. Außerdem berichtet er über die unterschiedliche Ausbildung an den Feuerwehrschulen in Deutschland und warum Aus- und Fortbildungen nicht über alle Ländergrenzen hinweg anerkannt werden. Da dies unsere erste Folge ist und daher vieles neu für uns, würden wir gerne eure Meinung hören. Gefällt euch das Format? Ist akustisch alles gut zu verstehen? Habt ihr Vorschläge, worüber wir mal reden sollten? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, ich würde vorschlagen, jetzt zum Anfang wäre es eine gute Sache, eine Vorstellung von Ihnen. Einen kleinen Überblick über Ihren Werdegang, Ihre Person, aktuelle Tätigkeit, was Sie bisher so gemacht haben. Ja, dann fangen wir mal an. Ne? Mein Name ist Josef Helpenstein. Ich werde in diesem Jahr ganze 60 Jahre. Habe relativ früh den Weg zur Feuerwehr gefunden, mit 17 Jahren. Nicht aus Leidenschaft, sondern weil meine Kumpels plötzlich weg waren und ich dann samstags mal nachgeschaut habe, wo sind sie denn? Schwupp war der Weg zum Ehrenamt gefunden. Später hat sich dann auch noch der Weg zur professionellen Feuerwehr ergeben. Mit relativ jungen Jahren habe ich eine kurze Zeit bei einer Werkfeuerwehr verbracht, die damalige Siemens-Werkfeuerwehr. Danach der Wechsel zur Berliner Feuerwehr, der ich 15 Jahre angehört habe. Und während der Zeit ich dann auch Maschinenbau studieren durfte. Ja, soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Feuerwehr-Podcast. Jetzt habe ich natürlich verschlagen, wie die Feuerwehr-Magazin-Podcast. Die Webseite, die ihr sicherlich wissen möchtet, ist www.feuerwehrmagazin.de/wissen/podcast-serie-80690. Aber ich denke, wenn man auf die Webseite feuerwehrmagazin.de geht, dann wird man entsprechend auch das Angebot finden. Das zweite, unser zweiter Setzling, das ist wieder eine Zusendung von Arnim. Der hatte mir schon mal aus diesem Netzwerk was zugeschrieben und das ist aus dem blindzellen.org Netzwerk-Podcast. Ich weiß nicht so ganz genau, was es ist, aber es geht in diesem Fall um ein Angebot, was sich an blinde und sehbehinderte Menschen richtet, die einen auf relativ einfache Art und Weise eine eigene Webpräsenz einrichten möchten. Da hat er einen Service aufgetan. Der Host dieses Angebotes ist König Kort oder Kort König. Und der Arnim empfiehlt uns das sozusagen mit den Worten, das muss wirklich als Setzling in den Sendegarten. Ich lese mal eben aus der Selbstbeschreibung. Connect heißt das, ist der Internetdienstebereich der Internetplattform www.blindzellen.org, ein Wort, wo wir barrierearm für sehbehinderte und blinde Menschen optimiert die unterschiedlichen Provider-Services bereitstellen. Von Infoabrufen, Newsletter-Hostings, E-Mail-Services, Mailinglisten, dynamischen und statischen Nameserver-Diensten, Webhosting, Cloud-Services, Domain-Echtzeitregistrierung und vieles mehr bis zu unserer Eigenentwicklung des barrierefreien dynamischen Content-Management-Systems Conny müssen Anwender auf der Blindzellen-Plattform auf nichts verzichten. Der Connect-Podcast soll begleiten, informieren, dokumentieren, erklären und unterhalten. Durch den Podcast begleitet Kort König. Auch da einen kleinen Höreindruck. Eins Punkt, theoretische Grundlagen. In diesem Tutorial soll die Arbeit mit dem Content Management System, abgekürzt CMS, Conny, näher beschrieben werden. Mit diesem CMS können Blinde ohne HTML-Kenntnisse und ohne sehende Hilfe ihre eigene Homepage selbst erstellen und pflegen.
In diesem ersten Kapitel sollen einige theoretische Grundlagen erläutert werden, die für die Arbeit mit dem CMS Conny hilfreich oder Voraussetzung sind. Erstens die Grundsätze bei der Webseitengestaltung. Zweitens die für das CMS Conny hilfreichen Grundkenntnisse in HTML und drittens der Zugang zu einem FTP-Server. 1.1 Grundlagen der Webseitengestaltung. Es ist eine Tatsache, dass gut gemachte Internetauftritte ein Anziehungsmagnet sind. Bei vielen professionellen Webauftritten wird aber trotzdem die Tatsache ignoriert, dass längst nicht alle, die im Internet unterwegs sind, auch in der Lage sind, die neueste Technik zu nutzen. Das liegt zum Beispiel an einer langsamen Telefonverbindung, an einer veralteten Computertechnik oder an einem ungeeigneten Browser, der zum Beispiel kein JavaScript beherrscht, nicht Plugin-fähig ist oder keine Bilder anzeigen kann. Und oft sind es ausgerechnet diejenigen Anbieter, die behaupten, dass sie einen möglichst großen Personen- oder Kundenkreis erreichen wollen, die gnadenlos auf die neueste Technik setzen und dadurch einen großen Teil der Besucher von ihrem So, das ist also quasi ein Angebot, wie man da eine Webseite oder ein CMS einrichten kann. Ich sage nochmal die URL, das ist connect.podcast.blindzellen mit D dazwischen, also blindzellen.org. Gibt es dieses Angebot und natürlich kommt der Link auch in die Shownotes. Und der dritte im Bunde, da freue ich mich ganz besonders, das ist etwas, was uns der Klaus schon vor einiger Zeit mal ins Körbchen geworfen hat, der ist schon aus dem März. Da geht es endlich mal wieder darum, dass Frauen am Mikrofon sind. Wir haben ja heute wieder so eine Herrenrunde hier, das ist ja fast nicht mehr richtig schön. Und zwar geht es um Menschen, also Frauen, die etwas mit Computer machen. Und das Angebot nennt sich FUCK. Man kann das auch anders aussprechen, aber ich tue das jetzt nicht. FUCK. Frauen und Computerkram heißt das. Es ist der Podcast eines Makerspaces, ein Hackerspace, so. Die Heart of Code, so heißt das nämlich, das Haus oder das. Die Vereinigung ist ein Hackspace für Frauensternchen in Berlin-Kreuzberg. In unserem Podcast Frauen und Computerkram sprechen wir über unseren Space, unsere Arbeit und die Themen rund um Technologie, Computerkram und unsere feministischen und persönlichen Perspektiven darauf. Unsere Webseite findet ihr hier und unseren Twitter-Account findet ihr hier. Achso, hier und hier, das ist so, liebe ich ja. Dahinter sind natürlich Dinge verborgen, die ich jetzt beim Kopieren verloren habe. Und irgendwo haben wir wohl auch noch eine Facebook-Seite, aber die finde ich gerade nicht. Ja, super. Das ist ja wirklich Information aus der Hölle. Die Webseite ist frauenundcomputerkram.de. Frauen und Computerkram zusammenschreiben, ein Wort. Und der Podcast ist, sagen wir mal, also so aus dem Leben gegriffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die diesen Raum in der ersten Etage über einer Tordurchfahrt eine alte Remise und man kommt in diesen Raum nur, wenn man von außen eine Leiter hochklettert. Und wir werden jetzt Ohrenzeuge, wie das jemand tut. Vielleicht ein paar Worte zu uns auch. Kommt da gerade jemand? Jemand die Leiter hoch? Hallo? Warum wird jetzt zu spät? Zu spät? Ich werde total spät. Wir sitzen hier schon und nehmen... seit 7 Minuten die 0. Folge auf. Das ist Cat, die ist jetzt gerade die Leiter hochgekommen. Ich dachte, ich komme nach Ja, ich habe gedacht, ob hier jemand einbricht. Ich habe mal ganz lange, ganz laut gerufen. Was? Und ich habe gerunken. Was? Wir haben dich husten gehört. Ich habe gepackt. Ich dachte, wir treffen uns um 7 oder 8 und ich wusste nicht, dass wir einen Podcast machen. Ach so, ja, können wir nehmen. Okay, hi, willkommen zum Podcast machen. Ich habe euch... Instrumente mitgebracht, eine Bohrmaschine für den Podcast. Den könnt ihr mal vorführen, was wir machen. Ach geil, so ist das. Wir machen einen Podcast und du bringst eine Bohrmaschine. Den braucht man noch so, die oder? Soundeffekte. Zur 0. Folge. Genau, ich weiß, die neue Klatsche. Genau. Okay, aber dann sag doch mal direkt, wer du bist. Nee, so. Ich mach nicht mit beim Podcast. Ich bin nur zu Besuch. Okay, dann. Marie, willst du anfangen und sagen, wer du bist, was du machst und warum und wieso du hier sitzt. Und wie, ja, okay.
Ja, also ich bin Marie, ich bin mittlerweile Softwareentwicklerin, bin aber eigentlich auch Soziologin und bin zu Heart of Code gekommen, weil ich das irgendwie total toll fand und irgendwie von mehreren Ecken sich das irgendwie auf einmal so fast natürlicherweise ergeben hatte und dass ich bin total glücklich, dass das entstanden ist, so vor ungefähr eineinhalb Jahren, glaube ich schon. Und das verbindet irgendwie ganz viele Sachen, die ich mega spannend finde, einfach Technik und Gesellschaft zusammenzudenken. Und ich beschäftige mich außerdem auch mit Menstruations-Apps. Ja, ich glaube, das hast du schon alles gesagt. Jenny, wer bist du? Jenny? genau, Jenny, ich bin Journalistin, arbeite beim Deutschlandradio als Freie oder so generell für Radiosender und bin vor anderthalb, zwei Jahren irgendwann mal so im Internet versunken auf der Suche nach Menschen, die sich für Technologien zu interessieren und ich einfach auch Gruppen gesucht habe, denen ich mich anschließen kann, weil ich mich sozusagen journalistisch viel für Technik interessiert habe, aber auch immer gedacht habe, du musst irgendwie selbst auch was machen, du musst dich selbst auch irgendwie mehr weiterbilden und was ich nicht so gern mag, ist Männer fragen und dann weil ich dann immer denke, es ist wie deinen großen Bruder fragen oder deinen Vater fragen oder den besten Freund fragen und das ist irgendwie so ein Mechanismus, der mich so ein bisschen nervt, weil das immer so heißt, ich kann das auch mal selbst nicht und dann erinnere ich mich an Informatikunterricht früher und so ein bisschen saturiert nervigen Blick von meinem Informatiklehrer und alles sowas, was einen halt entmutigt, sich selbst mit Technologien zu beschäftigen. Da haben wir es wieder. Menschen werden entmutigt und nicht ermutigt zu irgendwas. Das ist, das sollte unbedingt geändert werden, finde ich. Wir sollten alles ausprobieren und uns nicht von irgendwelchen Ideen abbringen lassen. Getreu der Idee von Sastikl, von Lars und Pablo und Peter und der Idee von, die wir eingangs gehört haben, von Alexander Gerst. Also noch einmal, die URL ist frauen-und-computerkram.de. Ich habe ein bisschen geschwankt, ich hatte zwei Ausschnitte. Dieser ist jetzt etwas informativer, der andere war noch ein bisschen lustiger, weil die Dame, also die Frau, die vor allen Dingen die Elektroinstallation macht, ist die Marie. Und da es nicht immer alles so richtig funktioniert und auch ab und zu mal die Sicherung rausfliegt oder es auch mal einen Funkenschlag gibt, nennen sie sie Funken-Marie. Und das fand ich einfach großartig. Es ist ein wunderbar humoristisches Ding und großartig. Also Frauen und Computerkram, das könnte man wirklich in seinen Podcatcher übernehmen. Macht großen Spaß. So, durch mit den Setzlingen, kommen wir in die Schlusskurve zu den Blütenschätzen. Und heute oute ich mich mal zum Mut zu keinem Blütenschatz. Ich mache immer so Screenshots, wenn mich irgendwas besonders fasziniert hat und ich weiß aber jetzt nicht mehr, was dieser Screenshot mir sagen soll. Ich bin etwas überfragt. Ich muss an der Stelle echt passen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich frage mal unseren Gast. Pablo, hast du einen Blütenschatz für uns? Ja. Ich bin ja tatsächlich auch Hörer dieses netten Formates. Insofern hatte ich da schon eine Ahnung. Ich hatte ja insgesamt nicht viel Vorlauf. Seit wann weiß ich, dass ich dabei bin? Seit zwei Tagen. Und seit einer halben Stunde vor Aufzeichnung tatsächlich auch, dass ich einen Blütenschatz gebrauchen könnte. Sind zwei Blütenschätze in Ordnung? Na klar. Okay. Weil mir ist in der Zwischenzeit noch was eingefallen. Wir hatten vorhin du hattest mich gefragt, ob ich nicht einen Rover auf dem Mars steuern will. Und da fiel mir ein, dass es ein sehr nettes Video gab, wo erklärt wird, wie SpaceX plant, die Menschen zum Mars zu bringen. Also unter anderem, wie sie Raumschiffe im All betanken. Also sie schicken erst irgendwie so ein Crew-Modul hoch und schicken dann Tanker hinterher, um dieses Ding wieder aufzuladen, um dann damit zum Mars zu fliegen. Der Titel ist Making Life Multiplanetary und fand ich irgendwie eine ganz nette Sache. Ist auch schon irgendwie bestimmt ein Jahr alt, aber
finde ich, lohnt sich anzugucken. Ist denke ich, eher kein Geheimtipp. Haben sicher viele schon gesehen. Eher ein Geheimtipp ist das Video mit dem spannenden Titel und Vortrag Space Exploration is the Worst von Emily Calandarelli. Da will ich gar nicht viel zu sagen, weil spoilern wäre viel zu schade. Es ist vielleicht der beste Vortrag, den ich je gesehen habe. Also leider nur im Video, nicht, weil ich vor Ort. Es ist ein TEDx. Wie gesagt, guckt ihn euch an. Der ist auch deutlich kürzer. Der erste hat, glaube ich, fast eine Stunde. Der zweite, ja, 43 Minuten. Der zweite ist nur so ungefähr eine Viertelstunde lang. Geht eher so als Snack-Content durch. unbedingte Empfehlung. Ist auch schon ein bisschen älter, aber kennen nicht ganz so viele und ist tatsächlich ein etwas, ja, was mein Herz jedes Mal ein bisschen höher springen lässt, wenn ich ihn sehe. Super, ganz herzlichen Dank. Wo mir gerade einfällt, würdest du dich gerne mal mit Elon Musk auf einen Kaffee treffen? Das ist eine lustige Frage, weil ich vor 2 Tagen die Chefin des DLR gesehen habe auf einem Sommerfest, auf dem DLR-Sommerfest, und mich gefragt habe, ob ich mich gerne mit ihr unterhalten würde, weil ich hatte den Eindruck, das wäre relativ unkompliziert möglich gewesen. Und ich glaube, ich bräuchte das passende Projekt. Also ich glaube, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann würde ich, glaube ich, gerne mit ihm irgendetwas ins Auge fassen. Also ich glaube, nicht nur für einen Smalltalk. Dafür wäre mir seine Zeit zu schade. Und auch ausgehend davon, dass ich nur einmal die Gelegenheit hätte, hätte ich gerne irgendetwas Konkretes. Also nicht einfach nur so, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Aus dir spricht der Markus Völter. Ich höre es genau. Wir verschenken keine Zeit. Das muss alles genau. Sehr gut, sehr gut. Nein, ich mag das sozial eigentlich sehr gerne. Aber es ist, ich glaube, der ist viel beschäftigt. Ich finde, der hat tolle Ideen. Ich bin eigentlich nicht so der Fanboy-Typ. Aber das ist jemand, der hat diese Welt, es ist jemand, der diese Welt antreibt. Und davon nehme ich nur ganz, ganz wenige Menschen wahr, die helfen irgendwie, dass sich dieser Planet weiter dreht. Ja. Wunderbar, Dankeschön, vielen Dank. Gerne. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich muss leider auch passen. Wir beide machen hier uns, wir machen das Duo. Duo Mut nennen wir uns denn mal. Ja. Genau, das Mut-Duo. Aber der Lars, der hat was mitgebracht. Ich sehe es genau. Lars, was hast du dabei? Ich bin feige und habe was mitgebracht. So viel Mut habe ich nicht. Du bist fleißig, nicht feige. Hör auf. Ich habe 2 Blütenschätze dabei. Den einen hätte ich gerne vorher schon mal gebracht, aber da war eben keine Zeit, hier dabei zu sein. Das ist also im Prinzip ein Nachtrag. Und zwar der Häuslebauer Club, Folge 6. Das ist ja ein Projekt, in dem beschrieben wird, ein Haus zu kaufen, zu finanzieren, alles, was da denn zusammenhängt. Und wer dieses Vergnügen schon mal hatte, weiß, das kann schon zwischen skurril und total nervig alles sein. In Folge 7 geht es darum, das Grundstück herzurichten. Die Zaunpfähle haben riesige Fundamente, die sollen raus. Es geht um einen alten Schuppen und da fühlte ich mich unheimlich an den Kauf unseres Altbaus hier erinnert und habe die ganze Zeit genickt und diese Episode vom Häuslebauer hat auch einen schönen subtilen Humor. Es ist ein bisschen launisch, ein bisschen ironisch und die Folge hat mir sehr gut gefallen, war sehr, sehr kurzweilig. Ich meine, lang sind die eh nicht, aber das ist auf jeden Fall Blütenschatz Nummer 1. Da hatte ich also wirklich Spaß beim Hören und habe viel wiedergefunden. Und dann Blütenschatz Nummer 2 ist nochmal so ein bisschen die Würdigung des Gesamtwerks des Firefly-Casts. Den hatte ich, glaube ich, hier schon mal mit diesem Lachkrampf erwähnt. Der Firefly-Cast hat das letzte Comic, das erschienen war, jetzt zu Ende besprochen. Und der Podcast gilt im Moment jetzt erstmal als beendet.
und besprochen wurden alle Episoden der Serie Firefly und der Kinofilm Serenity und vieles andere, was zu diesem Franchise, zu diesem Firefly-Universum gehört, also Spiele, Comics, Nachfolgeprojekte, die Beteiligte an der Serie gemacht haben und so weiter. Und mir hat das unheimlich Spaß gemacht, also als ich eingestiegen bin, die Sachen nachzuhören und das dann bei Erscheinen immer gleich mitzuverfolgen, weil mir die Serie auch gut gefallen hat und schönes kurzweiliges Ding. Und es gibt in der letzten Episode einen klitzekleinen Hinweis auf ein Nachfolgeprojekt und da habe ich dann auch erraten, was es ist und da freue ich mich drauf. Das wird ziemlich cool werden, da bin ich sicher. Da werde ich auf jeden Fall reinlauschen. Dankeschön. Na klar, hast du es rausbekommen. Was kann man vor dir schon geheim halten? Alles andere. Nee, aber wenn dir jemand ein kleines Rätsel hinlegt, ich kenne dich nur so, dass du es dann doch irgendwie dann doch gelöst bekommst. Und wie ich gerade sehe, hast du schon die URLs, die von den Angeboten, die der Pablo gerade genannt hast, auch schon in den Chat geworfen und hast dafür ein Du bist schnell geerntet. Und zwar nicht von mir diesmal. Super. Ja, meine nicht vorhandenen Damen und Herren, damit ist der Sendegarten der 54. Ausgabe für heute zu Ende. Ich danke allen, die hier mitgesprochen haben, ganz besonders dem Pablo, der so kurzfristig eingesprungen ist. Dankeschön, Pablo. Mir war es eine große Freude, Martin. Wie gesagt, ich schätze das Format sehr und hätte nicht gedacht, dass ich so schnell auf der Gartenbank lande und dann noch mit Lars zusammen, mit dem ich ja diese tollen anderthalb Wochen verbracht habe. Das hat mir wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir gehen mit Pre-Show auf die 4 Stunden zu, oder? Das, es war auf jeden Fall eine große Freude. Dankeschön. Super. Ja, gern geschehen. Der Mensch, der das Ganze initiiert hat, also diese ganze Reise, der die Idee geboren hat, sich um die Umsetzung gesorgt hat und auch um die entsprechende Dokumentation und das ja auch noch tut, denn es gibt ja noch viel zu beschreiben, zu dokumentieren und es gibt auch noch den großen Reisebericht-Abend, wo dann auch noch Bilder gezeigt werden und vielleicht noch das ein oder andere flotte Interview auf der Bühne stattfindet, denn er hat sich Gäste eingeladen, ich darf dabei sein, Nicolas Wörl darf dabei sein, Reinhard Remford darf dabei sein, Pablo wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, haben wir gerade gehört, er wird auch dabei sein und da wird sicherlich noch das ein oder andere lustige Gespräch zustande kommen. Dann danke ich für die Planung, für die Idee, für die Durchführung und das, was noch kommen wird, dem Lars. Dankeschön. Ich habe zu danken. Ohne euch alle wäre es nicht gegangen. Ja, wie ist das früher bei uns immer? Mit dir und den dicken Kartoffeln. Und wenn da keine dicken Kartoffeln, hätten wir kleine genommen oder irgendwie sowas. Also, wie war denn der Spruch? Warum krieg ich den nicht mehr zusammen? Ich danke dir und den dicken Kartoffeln, glaube ich. Oh, entschuldigt, es ist jetzt wirklich schon, es ist wirklich schon zu weit in der Vergangenheit. Wer da so schön lacht, ist der Sebastian. Ja. Dem möchte ich natürlich auch ganz herzlich danken dafür, dass du heute da wieder dabei gewesen bist. Ja, sehr gerne. Super. Und der Dank geht auch an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt hier live und auch demnächst in der Konserve und auch den vielen, die heute wieder mit uns gechattet haben, die hier auch Fragen beigesteuert haben, die den Verlauf des Gesprächs so ein bisschen mitgestaltet haben. Ganz herzlichen Dank und mit einem gemeinsamen Tschüss gehen wir jetzt einfach in die Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.